Herzlich willkommen zum Hack the Keyboard Podcast, heute mit Daniel Kirstenpfad vom Schrankmonster Blog. Und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog. Und wir haben einen Gast. Genau, heute einen Gast, und zwar der Philipp von Nerdbude.com. Ja, hallo Philipp. Monitor zum Hightech. Grüß dich. So, und dann, ja, da den Philipp haben wir heute eingeladen, weil wir wollten mal über Tastaturen und die Datenschleuder sprechen. Wir haben Neuigkeiten zum GitHub Arctic Code Vault. Dann, Daniel, was ist das? OCR My PDF? Ja, erzähle ich dann nachher. Und genau, ich baue mir gerade so einen Spielautomat. Da will ich wenigstens ein paar Worte zu formulieren. Je nachdem, wenn wir zeitlich dazu kommen, mal gucken. Aber erstmal ist natürlich der Gast im Mittelpunkt. Auf Twitter sind wir ja häufiger sozusagen übereinander, haben uns gelesen. Und definitiv, ganz klar. Und da wollte ich mal Hallo sagen. Hallo Philipp. Was für Tweets hat uns denn aufeinander gebracht? Also ich weiß, es waren Tastatur-Tweets. Ich habe gesehen, dass du unglaublich viel über Schalter, Tastaturen selber bauen, auch die Datenschleuder darüber geschrieben, über Tastaturen. Vielleicht einfach mal so, wie kommst du überhaupt dazu, so viel mit Tastaturen zu machen, und was machst du mit Tastaturen? Das ist eine gute Frage, wie bin ich da drauf gekommen? Mit Tastaturen, irgendwann träumt man ja davon, dass man doch mal seine eigene Tastatur baut. Ich baue es allgemein relativ viel gern selber. Ich denke, gerade mit einem Arcade-Automaten dürftest du das ganz gut nachvollziehen können, glaube ich. So, dieses selber bauen hat halt doch schon seinen gewissen Reiz. Und irgendwann denkt man dann halt auch, warum nicht mal eine Tastatur selber bauen? Informiert sich, durchsucht die Weiten des Internets und kommt dann irgendwann darauf, dass man es halt relativ simpel selber bauen kann. Und dann habe ich einfach angefangen und bin dann da ziemlich drin versunken und habe da quasi einen neuen Fetisch für mich entdeckt. Relativ simpel selber bauen, also das ist wirklich, wie man sich's vorstellt, ein paar Schalter und ein Brett, Schalter drauf, Kabel dran, fertig, oder was fehlt da noch an der Tastatur? Also arg viel mehr ist, ich schaue jetzt gerade mal, wo ich mein selbstgebautes Prachtstück habe, aber ich sehe es gerade gar nicht auf Anhieb. Du fängst im Prinzip wirklich an mit einem kleinen Holzbrett, schaust, wie groß deine Schalter sind, dass du die schön da reinstecken kannst, und hast dann auf der Rückseite einfach pro Schalter zwei ganz normale Kontakte, die du miteinander verkabelst. Brauchst dann noch einen kleinen Mikrocontroller dazu, der das Ganze als Keyboard natürlich noch akzeptiert. Mhm. Und dann hast du eine eigene Tastatur. Der Mikrocontroller? Genau. Kannst du frei dein Layout selber aussuchen, wie du es bauen möchtest. Weil so dieses Standard 104-Tasten-Layout ist dann doch relativ langweilig. Langweilig? Was heißt denn langweilig? Ja, ist langweilig. Gerade angeordnete Tasten. Viel zu simpel, macht einfach keinen Spaß. Und dann fängst du halt langsam an zu überlegen, was du anders machen könntest. Ich habe hier zum Beispiel das selbstgebaute Stück von mir. Das ist eine ortholinear angeordnete Tastatur. Das heißt, du hast im waagerechten und im vertikalen Bereich sind alle Tasten wirklich untereinander und wirklich direkt nebeneinander. Das heißt, ein wunderschönes Raster, und kannst dann darauf viel, viel besser schreiben. Zum Beispiel. Okay, das interessiert mich jetzt. Wieso kann man da jetzt viel besser drauf schreiben? Also für die, die jetzt das nicht sehen können, das ist ein Tastenfeld, das sind die Tasten wirklich wie in einer Tabelle untereinander, links, rechts, ein paar Zeilen, ein paar Spalten. Nicht so, wie sie normal sind auf der Tastatur, da sind die ja so ein bisschen immer versetzt. Ja, da leicht hat man, versetzt, genau. Genau, da hat man dann zum Beispiel Q, W, R, T, und unten drunter ein bisschen nach rechts versetzt, dann A, S, D, F und so weiter, und dann wieder ein bisschen weiter unten drunter nach rechts versetzt, Y, X, C, V und so weiter. Genau, genau. Bei der Ortholinear, das ist quasi das Excel-Tabellenblatt der Tastaturen. So könnte man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Aber warum ist denn meine Tastatur denn so angeordnet? Wenn das viel besser ist, wenn man das gerade macht? Also prinzipiell, die ganz normale 104-Tasten-Tastatur hat schon einen kleineren ergonomischen Vorteil. Dadurch, dass da dieser leichte Versatz drin ist an den Tasten. Allerdings ist es nicht ganz optimal fürs Handgelenk. Ist die ortholinear natürlich auch nicht, so nicht das perfekte Stück. Dafür gibt es dann die ganzen Split-Keyboards zum Beispiel. Mhm. Das ist nochmal viel spannender. Wäre dann auch der nächste Schritt, den man dann entdeckt, wenn man mal anfängt, eigene Layouts zu machen. Dann kommst du ganz, ganz schnell drauf, dass das perfekte Optimum wirklich eine gesplittete Tastatur ist, die du auf zwei Teile auslegen kannst, die dann auch den Versatz wieder ein bisschen mehr drin hat und noch viel, viel mehr Spaß macht als alle anderen Keyboards. Ich hatte mal so eine Split-Tastatur. Andreas, du erinnerst dich doch bestimmt an diese Microsoft-Tastaturen, die wir... Ja, ich wollte gerade sagen. Natural, oder wie hießen die?
diese abgeknickten, ne, die es früher gab, die dann so zwei Teile waren. Aber die hatten immer so eine ganz, also die waren toll von der Anordnung, fand ich die toll, aber die hatten immer so komische gummimäßige, das hat sich angefühlt, als hast du immer in so Gummi reingedrückt, Tasten. So. Was da definitiv an den Tasten wahrscheinlich lag, was ich inzwischen kennengelernt habe. Ne? Oder es waren auch, ja, genau, keine Schalter dran. Ja. Genau, aber diese Rubber Dome Technologie sein, wo du einfach nur Membran auf Kontakt drückst. Und das ist ziemlicher Matsch, wenn du da viel drauf schreiben musst. Definitiv. Vor allem ist dann hast du mit einem mechanischen Schalter schon viel, viel besseren Vorteil, weil du deinen Tastenanschlag viel besser spüren kannst. Die gehen auch nicht so schnell kaputt, die mechanischen, habe ich jedenfalls festgestellt, weil bin vor kurzem drüber gestolpert über den Haufen Tastaturen, den ich im Keller hatte. Und eine von denen mit diesem Rubber Dome heißt das, offensichtlich. Genau. Die hat nicht mehr funktioniert. Da haben viele Tasten einfach gar nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich, wenn die mal feucht werden oder wenn da einfach nur so ein bisschen irgendwie länger gelagert ist, dann gehen die schneller kaputt. Oder ist das bei mechanischen auch so? Also ich gehe mal stark davon aus, dass dadurch, dass das diese Art Gummi ist, diesen Kontakt da, diesen Schalter simuliert, sage ich mal, der ist natürlich deutlich anfälliger. Ich denke mal, der ist gegen Temperatur anfällig, gegen gut Sonneneinstrahlung. Sonne wird nicht so viel in die Tastatur reinkommen. Aber ich denke, die werden auf Dauer brüchig und dementsprechend funktionieren die ganzen Schalter dann auch nicht mehr. Mhm. Bei mechanischen sind deutlich robuster. Also ich glaube, gelesen zu haben, 1 Million Tastenanschläge pro Schalter Minimum. Das ist schon eine ganze Menge. Und dann verteilt auf alle Schalter. Man drückt ja nicht nur eine Taste. Aber wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Daniel, du hast doch bestimmt auch noch so eine ganz alte mechanische Tastatur rumliegen, oder? Diese alten IBM-Tastaturen vor 20 Jahren. Genau, ich habe so eine PS2 IBM-Tastatur Model M. Model M, genau. Da habe ich mehrere sogar mal gerettet. Da kannst du mit dem Auto drüber fahren, glaube ich. Da passiert nichts mit. Die sind auch irre schwer. Waren ja im Prinzip unkaputtbar, die Dinger. Ne? Und mittlerweile wirklich wertvoll. Also die kriegst du für gutes Geld sogar weg, wenn du sie verkaufen möchtest. Ist das so? Da muss ich. Ja, schon noch das eine oder andere. Wobei, würde ich natürlich nie tun. Ich habe eine, die sieht genauso aus, hat aber auch offensichtlich keine mechanischen Tasten. Die klackt auch ganz komisch. Insofern muss ich mal gucken. Im Moment habe ich sowieso eigentlich reichlich Tastaturen, nämlich an jedem Rechner eine. Und ein paar zum Spielen, wenn man einen Raspberry Pi oder so braucht. Aber eigentlich, du hast jetzt da auf deiner Selbstbautastatur, also das sieht sehr schwer aus insgesamt. Also gewichtstechnisch schwer. Du hast halt ein riesen Holzbrett genommen, scheinbar. Also riesig, ne? Wobei riesig täuscht. Ist es nicht, ne? Das täuscht. Hinten ist eine Kaffeetasse. Es sieht massiv aus, ist aber nicht ganz so massiv, es ist nicht gerade die leichteste Tastatur, definitiv, aber es sind mehrere Schichten an Holz. Es ist relativ leichtes Holz und die ist natürlich innen hohl. Ah, okay. Weil da natürlich die Verkabelung drin ist. Okay, und die Verkabelung geht zu einem Mikrocontroller und den hast du selber programmiert oder gibt es die fertig irgendwo? Den Mikrocontroller selber, die Hardware, die kannst du fertig kaufen. Das sind, was ist der gängige Name? Ich glaube, diese Teensy Boards heißen die, glaube ich. Ah, okay. Genau. Und die Software dafür, es gibt die, jetzt lass mich überlegen, QMK? Quantum Mechanical Keyboards. Ja, die QMK-Firmware. Es gibt diverse mechanische Keyboards, die du kaufen kannst. Das sind, die werden in relativ kleinen Stückzahlen produziert. Und da hat sich jemand den Spaß erlaubt, eine Firmware für zu programmieren. Aha. Und da gibt es mittlerweile diverse Layouts, die das auch unterstützt. Und die flashst du einfach auf dein Mikrocontroller drauf und hast dann quasi eine funktionierende Tastatur. Okay. Oh, das ist ja interessant. Aber da muss ich, das ist ein Arduino, oder? Kompatibles Zeug. AT Mega steht da? Müsste Arduino kompatibel sein. Okay. Wie viel Anschlüsse brauche ich denn an dem Ding? Also ich frage jetzt aus dem folgenden Grund, ich habe hier eine Kiste voll ESPs rumliegen, die 32 und die 66er, wie heißen die denn? 82, 66? Nee, vergessen. Und die haben ja auch eine reichliche Menge Anschlüsse. Wie viel brauche ich denn? Also wie viel Kabel gehen denn dann an den Mikrocontroller? Du brauchst im Prinzip, muss ich überlegen, du brauchst pro Spalte brauchst du mindestens ein. Und pro Reihe, die du hast in deinem Layout. Okay. Brauchst du einen Pin. Pro,
Okay, pro Spalte. Das heißt, hängt dann natürlich dann davon ab, wie viele Tasten du benutzt, wie groß deine Tastatur wird. Okay, das bedeutet doch aber dann auch, dass ich nur eine begrenzte Menge Tasten gleichzeitig drücken kann. Damit die als Tasten registriert werden. Ich kann nicht alle gleichzeitig drücken. Also nicht, dass ich das will, aber... Wie ist es denn bei einem normalen Keyboard? Da kannst du auch nicht alle gleichzeitig drücken, oder? Bei einem normalen Keyboard bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also bei den selbstgebauten Geschichten. Du lötest an deine Schalter immer noch Dioden dran. Mhm. Es gibt diesen N-Key-Rollover, nennt sich das Ganze. Das heißt, prinzipiell, wenn du diese Dioden nicht dran hättest, würde deine Tastatur immer nur erkennen, wenn du eine Taste drückst. Und wäre dann im Prinzip blockiert. Ich glaube, das trifft es am ehesten, sodass du nichts anderes mehr drücken kannst. Durch die Dioden ist allerdings dieser Signalfluss weitergegeben. Das heißt, theoretisch, wenn du an jedem Switch deine Diode dran gelötet hast, kannst du alle Tasten gleichzeitig drücken. Du kannst die wildesten Tastenkombinationen völlig problemlos benutzen. Weil das ohne dass irgendwas blockiert. Das habe ich nämlich bei den alten Model M-Tastaturen gemerkt, dass man da so wirklich wilde Tastenkombinationen dann nicht mehr funktionieren. Deswegen gab es ja oder gibt es immer noch viele Tools auf Linux, die dann so solche Umschalter haben. Also ich bin einer von den Menschen, die immer noch Screen benutzen. Mhm. Und dann machst du ja mit Steuerung A, schaltest du in den Modus um und dann kannst du mit einer weiteren Tastenkombination dann weitergehen. Und ich glaube, das Vim macht das auch so, oder? Keine Ahnung, ich bin kein Vim-Benutzer. Genau. Du hast von Vim geschrieben im Discord. Wobei über Vim machst du es ja über explizite Kommandos im Prinzip so arg. Tastenkombination benutze ich in Vim jetzt eigentlich auch nicht. Ah, okay. Ich mach das alles über die Kommandozeile im Prinzip. Ich hatte jetzt einen Berührungspunkt mit Tastenkombinationen und auch gleichzeitig gedrückten Tasten. Und zwar auch bei dem Bauen von dieser Arcade-Maschine, was wir im Eingang gesagt hatten. Da gibt es da ist nämlich das Problem, man hat ja eine ganze Menge von solchen, auch solchen mechanischen Tastern. Und da geht halt Masse hin und kommt einfach nur Signal wieder. Und das musst du ja an den Rechner anschließen, dass das registriert wird. Und das wird tatsächlich mit standardmäßig scheinbar mit so einen Platinen gemacht, die machen aus 20 oder 30 solchen Tastern Tastatureingaben. Und dann kannst du auch alle gleichzeitig drücken. Die haben auch so eine eigene Firmware drauf. Mhm. Warte, das Ding heißt irgendwie iPack 2 oder so. Genau. So ein Ding hier, so ein Control-Interface. Da schraubst du an der Seite. Das ist natürlich nichts für klein, sondern das ist was größer. Da schraubst du einfach nur die Signale rein, legst den anderen Pin auf Masse. Und jedes Mal, wenn der Taster gedrückt wird, dann kommt hier aus dem USB, das Ding tut so, als wäre es eine Tastatur, kommt ein Tastenanschlag raus. Ja, okay. Auch spannend. Aber ich finde es natürlich viel spannender, jetzt das mit einem kleinen Mikrocontroller selber zu machen, als das mit so einem Ding hier, was man kaufen kann. Deswegen den Mikrocontroller. Du hättest, im Prinzip hättest du deine Arcade-Maschine, hättest du auch mit den Tastaturswitches bauen können. Brauchst natürlich passende Keycaps, damit es gut aussieht. Und ich glaube, da habe ich noch nie welche gesehen in die Richtung, aber prinzipiell wäre das natürlich möglich gewesen. Ja, ich glaube, du brauchst aber auch, also die haben viel weiteren Weg. Diese Taster, diese Mikrotaster, die da drin sind. Und das gibt es auch ohne Ende für Billiggeld. Also da kostet irgendwie der Knopf mit Feder drin an der Seite und dann der Mikroschalter, den du unten drauf pappst, das kostet irgendwie 1 Euro oder so. Das ist wirklich nicht viel Geld. Okay. Und das wahrscheinlich vom Gefühl und der Haltbarkeit ist das wahrscheinlich nicht so, ist kein guter Handel. Aber du baust dir jetzt diese Tastaturen. Oder diese eine Tastatur oder hast du mehrere gebaut? Das ist im Prinzip so die eine, die ich jetzt momentan selber gebaut habe. Genau, hat aber allerdings auch einige Zeit gebraucht. Also ist wunderbar bemalt von meiner Tochter. Allein das hat schon eine Weile gedauert, bis sie dann mal richtig schön bunt war. Es ist so ein Langzeitprojekt im Prinzip gewesen, die dann mal fertigzustellen. Ich habe allerdings hier auch noch rumliegen Platin, gerade für diese Split-Keyboards. Es ist ein Korn-Keyboard. Ist auch ganz nett, wirklich relativ überschaubares kleines Layout. Korn? Das wird so das nächste. Warte kurz, was heißt C-O-R-N-E. Mal schauen. R-N-E. Korn-E. Keyboard. Was heißt denn das? Was ist denn das? Genau, das oh wow. Und da hat sich mein zukünftiger Schwager hat sich mit einem Kollegen zusammengetan. Die haben da die PCBs quasi drucken lassen. Beziehungsweise ätzen. Und da sind noch 3 für mich abgefallen und das ist so das nächste Projekt.
Okay, das sieht richtig cool aus. Da bin ich jetzt auch äußerst interessiert. Die gibt's nicht nur zum selber bauen, sondern gibt's die auch irgendwo von Herstellern? Weil die sehen ja schon irgendwie ziemlich stylisch aus. Das ist eine gute Frage, ob es die auch irgendwo zu kaufen gibt. Das kann ich dir gar nicht sagen, das weiß ich nicht. Was mich da so gereizt hat, war eben dieses kleine Display, was du da dran hast. Ja. Das ist ganz nett. Und da habe ich auch schon Leute gesehen, die da Space Invaders drauflaufen haben. Du siehst deinen Tastaturanschlag, wie schnell du schreibst, wie viele Wörter pro Minute, solche Geschichten. Und ich glaube, das wird nochmal richtig spannend. Oh wow, das ist mal wirklich ein super Hinweis, weil da werde ich jetzt auch mal in das Loch muss ich auch mal reinkriechen hier. Andreas, aber die leuchten sogar, guck mal. Du bist ja eher so der auf der Leuchtefront. Ich kann das ja gar nicht. Ich habe keine einzige leuchtende Tastatur. Ich hatte ja vor kurzem wieder ein mechanisches Keyboard, auch so ein 60% Keyboard gesehen. So auf Retro gestylt. Mir fällt jetzt die Firma gar nicht mehr ein. Ich hatte es doch noch geschickt, ne, Philipp? Ich hatte ja den Link noch geschickt zu dem, war ein Kickstarter-Projekt. Ja, das war. Aber kein RGB, damit war das Gerät eigentlich ehrlich, durch. Was hast du denn mit RGB? Du siehst es doch eh nicht. Ich hab Tastaturen hier, also die jetzt neben mir steht, die kann ich leider nicht während des Podcasts benutzen. Die hat nicht mal Beschriftung auf den Keycaps. Ist komplett schwarz. Du, frag mich nicht, das ist tatsächlich, also wenn es nicht leuchtet, ist es unten durch. Es gibt auch einen tollen Zwischenweg zwischen komplett RGB beleuchtet und gar nicht beleuchtet. Also es gibt da wirklich auch Typen, die haben Unterbodenbeleuchtung für ihre Tastaturen. Das ist auch ganz nett. Okay, ja. Ich bin sicher, ich habe das auf deinen Fotos gesehen, Andreas. Na ich habe ja von Razer habe ich so ein Mauspad. Das ist aber jetzt nicht nur ein Mauspad, sondern das ist ja so eine Gaming-Unterlage. Und du wirst es ja nicht glauben, die hat ja auch RGB. Und das ist ja quasi so eine Unterbodenbeleuchtung für die Tastatur. Also es ist von unten und oben angeleuchtet. Mhm. Unterbodenbeleuchtung. Ja. Ja gut, das sieht ja schon wieder nicht schlecht aus. Aber ich bin immer nicht... Macht das dann was an dem Tippgefühl, die Beleuchtung? Oder ist die komplett transparent dann für dieses Tippgefühl? Ach, das ist doch... Bei so Geräten ist das... Also natürlich merkst du das nicht beim Tippen. Aber das ist wie beim Essen, das Auge isst mit, ne, und da tippt halt das Auge mit, glaube ich. Ist ja echt so eine Geschmackssache. Nein, natürlich. Also ich will ja auch nicht negativ drüber reden. Jetzt gibt es natürlich, also das weiß ich, und ich habe ausschließlich sogenannte Cherry MX Blue Keys bei mir. Also die Schalter selber, die haben scheinbar Namen, Hersteller und Farben oft. Und ich habe nur diese blauen und ich weiß, dass meine Frau zuhört gerade oder sich zumindest den Podcast anhört und ich muss natürlich jetzt die Frage stellen, gibt es denn da eigentlich welche, die sich genauso anfühlen, aber nicht so laut sind? Gibt's mit Sicherheit. Also allein Cherry hat, glaube ich, 8 verschiedene Modelle. Also ich muss ja sagen, ich finde die schwarzen super. Die schwarzen habe ich auch in dieser Ortholinear selbstgebauten Tastatur. Die sind herrlich schwer. Ist zum Langschreiben natürlich schwierig. Schwierig, weil die doch, wie gesagt, sind relativ schwer. Deine Finger werden schneller müde, wenn du da länger drauf tippst. Vergleichbar mit den blauen. Ich muss gerade selber mal geschwind nachschauen, was da vergleichbar wäre. Also, Mensch, die Seite habe ich noch nie gesehen. Ich habe bei Cherry gerade mal geschaut. Im Video kann man das dann sehen. Und das ist natürlich schon krass, dass man das hier so schön nebeneinander vergleichen kann. Die sind nicht viel anders. Der hat keinen Klick. Hier steht, die Schwarzen hatten keinen Klick. Genau. Also wenn du was mit Klick suchst, also die braunen, Die werden ja ganz gerne genommen. Ich habe die braunen bei mir auch in dem GK64 drin. Und ich hatte die mal ausgetauscht gegenüber von den blauen. Und persönlich finde ich also das Tippgefühl auf den braunen besser. Und du hast immer noch einen Klick, also einen Anschlag drin. Aber nicht so laut, also nicht so penetrant wie bei den blauen. Hast du die gerade vor dir? Hast du die gerade da? Ja, ich habe die da, aber die wirst du nicht hören, weil ich alles so eingestellt habe, dass du das nicht mehr hörst. Aber die blauen, ich weiß nicht, hörst du das? Das ist ein blauer. Ja, das war... Oh, ich mach das mal anders. Das ist ein blauer? Das ist ein blauer. Das ist ein blauer. Ah, okay. Jetzt habe ich ja das GK64 und das ist ja hot-swappable. Das heißt, ich ziehe jetzt einfach mal im laufenden Betrieb einen braunen raus. Also ich mache jetzt mal einen blauen ohne Keycap, einfach direkt vom Mikrofon. Aha. Und jetzt kommt ein brauner. Okay, das ist ja viel leiser. Und der ist viel fühlt leiser. Er sich so ähnlich an? Also, weil hier steht auch taktile Schaltcharakteristik. Du hast nicht dieses Extreme, also dadurch, dass das Klick auch fehlt, das hast du nicht. Aber er ist ein bisschen weicher beim Drücken.
Aber ich würde, es gibt ja Tester. Also du kannst ja bei AliExpress oder sonst irgendwo eBay kriegst du so Tester, wo so von zum Beispiel von Cherry die 10 oder 9 Stück drin sind. Und da kannst du ja direkt nebeneinander probieren. Und ach kannst so, du bei dir auch auf jeden mal, Fall. Ja, kannst du ja auch bei dir mal einbauen ins Keyboard. Ich habe zum Beispiel bei mir auch einfach mal eine Taste ausgetauscht. Und einfach mal so, um zu schauen, wie sich das anfühlt. Mhm. Und tatsächlich ist so, dass vom Tippen her waren die dann bei mir echt unten durch, die blauen. Also gar nicht meins. Wo ich dann aktuell tatsächlich mehr bei den braunen bleibe. Oh, guck mal. Ja, KBD-Fans, Super Switch Tester, 63 Switch. Es gibt offensichtlich 63 verschiedene solche Schalter. Die klingen dann auch an. Wobei, das ist jetzt wahrscheinlich nicht nur Cherry, das sind wahrscheinlich auch andere Hersteller, oder? Ne, 63 klang jetzt nicht so wie auf der Seite von Cherry. Kyle Box drauf zum Beispiel. Ja. Da sind noch andere Hersteller auf jeden Fall. Okay, das erkennst du direkt am Bild? Ja, erkennt man relativ genau gerade da auf der rechten Seite. Gerade die Box-Switches zum Beispiel, die haben da noch, um dieses kleine Kreuz, wo du deine Keycaps drauf tust, eine kleine Box im Prinzip. Also noch so einen kleinen Rahmen. Solche Geschichten erkennt man immer relativ gut. Prinzipiell kann man, glaube ich, sagen, dass der Unterschied zwischen den einzelnen Herstellern ist da, glaube ich, gar nicht so groß. Es gibt natürlich so diese Hardcore-Fans, die sagen, Cherry MX geht gar nicht. Das sind so die Einsteiger-Switches, aber ich muss sagen, ich bin mit denen eigentlich ganz, ganz froh. Ehrlich, also Einsteiger-Switches, da gibt es auch noch offensichtlich, da gibt es auch noch eine Schichtendenken. Quasi. Ziemlich elitäres Verhalten da. Echt? Krass. Mit dem Keyboard-Typen. Okay, die Dinger müssen tippen. Ich finde tatsächlich, dass, ich weiß nicht, ob dieser hörbare Klick, ich bin auch jemand, Grüße an meine Arbeitskollegen, die auch Menschen mit MX Blues auf der Arbeit terrorisiert. Also da habe ich tatsächlich so ein Cherry Keyboard und auch mit Blues. Aber das tippt sich halt wirklich, wirklich, wirklich am besten für mich. Und ich tippe sehr viel Text. Also tatsächlich im Jahr so Notizen oder Texte, die ich wegspeichere. So mehrere Megabyte, also wirklich viele. Okay. Und insofern habe ich eigentlich immer Tastaturen, immer dieselben genommen aktuell, aber bin durchaus auch bereit, mal zu gucken. Die haben alle dieselben Anschlüsse, also kann man die austauschen untereinander? Also sofern das die Tastatur erlaubt, dass die da nicht festgelötet sind. Nee. Sind im Normalfall alles die gleichen Anschlüsse? Dürfte sogar vom Gehäuse, vom Switch selber her alles identisch sein. Das heißt, ich könnte sogar in die selbstgebaute, ich könnte die Keil Box Blue könnte ich einbauen, das wäre, glaube ich, kein Problem. Die dürften alle die gleichen Maße haben. Ich glaube, die, also zum Beispiel, was in dem GK64 drin ist, diese Halterungen, die da verlötet sind, die sind, glaube ich, sogar von Keil. Und das sind ja die, wo du ohne Löten die Switches einfach reinstecken und rausziehen kannst. Und es gibt aber auch Tastaturen, da sind die fest verlötet. Genau, beziehungsweise es gibt dann noch die dritte Variante, du kaufst dir den kompletten Bausatz und lötest selber. Genau da. Bausatz, GK64 Bausatz. Eieiei. Wow. 54 Euro für die Platine, okay. Genau, und für 80, 90 habe ich ja die komplette Tastatur schon bekommen. Okay, verstehe. Wow. Okay, wobei, aber die Tastaturen sind ja, das sind ja normale Preise eigentlich. Also das ist jetzt ja kein ungewöhnlicher Preis für sowas. Diese Cherry-Tastatur, die ich habe, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Die hat so einen ganz typische Bezeichnung gehabt. Die war ja auch 130 Euro oder so. Und es ist eine Tastatur, die sieht aus wie aus den Ende 90er, Anfang 90er. Dann vielleicht die G80 3000. Ich... Wenn du sagst, sieht aus wie aus den 90ern. Ich guck mal, warte. Ob ich das ein Bild finde. 80. Jawohl. Die ist es. G80 3000. Ja, das kann sein. Ja, genau, so sieht die aus. In schwarz allerdings, nicht in weiß. Genau, G80 3000, schön groß. Ist auch irgendwie wichtig. Allerdings habe ich nicht so eine hässliche Enter-Taste. Ich habe keine US-Enter-Taste. Das sind ja auch so Geschmackssachen, ne? Ich habe auf dem Bild gesehen, dass du eine kleine Enter-Taste hattest, oder? War das? Nee, da ist gar keine Enter-Taste drauf. Oder du hast nichts draufgeschrieben. Du fragst gerade bei mir, ich habe auf der rechten Seite ist diese Hochkant-Taste. Mhm. Das ist quasi meine Enter-Taste. Unter dem Delete. Okay.
Okay, ja gut, die ist immerhin was größer und schön am Rand. Das finde ich eigentlich okay. Machst du einen Unterschied zwischen Enter und Return? Also, weil es gibt ja einen Unterschied zwischen beiden. Es gibt einen Unterschied. Ich glaube, du musst in der Firmware musst du aufpassen, was du nimmst, ob Enter oder Return. Aber muss ich überlegen. Ich glaube, das ist eine Enter-Taste, keine Return. Ja. Ja, macht ja Sinn, die braucht man ja auch am häufigsten. Genau. Die Return-Taste macht ja meistens dasselbe. Ne, Moment, die Enter-Taste, wenn die Enter-Taste ist, also normalerweise hat man die Return-Taste am häufigsten. So. Benutzt sie aber für beides, Enter und Return. Und soweit ich verstehe, soweit ich, meine Information oder das, was ich weiß, ist, die Return-Taste ist ja die mit dem lustigen Zeiger drauf, mit diesem, mit diesem, also die sieht dann halt auch aus wie Return. Warte mal, kann man die vielleicht nicht hier irgendwie auf dem Bildschirm rufen? Die sieht eben aus wie bei der klassischen Tastatur, das Carriage Return Line Feed. Genau, also die Enter-Taste hat genau diesen Pfeil da drin und die Return-Taste hat diesen drin und hier steht Enter und Return drauf, was total verwirrend ist. Also vielleicht auch dafür, für die, die das nicht kennen, also ich stelle das ja immer fest, ich frage ja zum Beispiel bei mir in den Vorlesungen immer nach, ob jemand bestimmte Geräte noch kennt, ja. Und jetzt sprechen wir hier über Tastaturen, die stammen ja so von den Schreibmaschinen ab und diese Enter-Taste oder die Return-Taste eigentlich, das Symbol, was da drauf ist, das stammt ja irgendwie von der Schreibmaschine. Und wer das nicht mehr kennt, also hat man früher tatsächlich draufgedrückt für die nächste Zeile oder hat so, doch, das war, ne, waren bei den mechanischen war das dann so ein Drücker. Und dann musstest du ja den Schlitten, wie auch immer das ist. Genau, das sind zwei verschiedene Aktionen. So zurück, genau, so zurückfahren. Und die elektronischen Schreibmaschinen, die hatten dann tatsächlich so eine Return-Taste, wenn du da drauf gedrückt hast, dann ist die, also eine Zeile vorgegangen und der Schlitten ist halt ganz nach links gefahren. Genau, und also der Sinn von der ganzen Geschichte ist tatsächlich, das sieht man ja auch in Textdateien, also wenn man programmiert, hat man das so oft, da hast du halt beide Zeichen hintereinander in der Textdatei drin, je nachdem welches Encoding das benutzt, also ob das einen also Windows-Standard war ja, glaube ich, Carriage Return und dann Line Feed. Genau. Und bei Mac war es standardmäßig genau andersrum. Line Feed und dann Carriage Return. Und dann gibt es manche älteren Unixe, die dann nur Carriage Return zum Beispiel machen. Exakt. Und man das noch reinpacken muss. Habe ich es richtig zusammen noch? Also das ist schon was länger her, dass ich mit Textdateien selber Encoding rumprogrammiert habe. Aber das ist natürlich auf so einer Tastatur, da muss man, denke ich, wirklich aufpassen. Aber man kann natürlich, wenn man das Ding selber programmiert, und deswegen interessiert mich das, ganz interessante Sachen tun. Zum Beispiel die Caps-Lock-Taste loswerden. Die belege ich auf allen meinen Rechnern immer um. Da mache ich immer Steuerung hin. Weil ich nicht verstehe, warum es die Caps-Lock-Taste gibt. Also tatsächlich haben wir das das ist ja mein Problem. Das Problem, das ich ja jetzt ganz lange mit dem GK64 hatte, es fehlt ja ein Sonderzeichen. Wir haben ja auf der deutschen Tastatur, das ist eine ganz spezielle Taste, das kleiner, größer Pipe. Mhm. Das ist im Prinzip eine Sondertaste. Hier, man sieht es also auf dem Bild, wenn man das Bild hier sieht, dann sieht man, dass wo das Z ist, da haben wir nochmal eine Taste. Neben dem Z auf der amerikanischen Tastatur. Hier, da ist da kleiner, größer Pipe. Genau, und das ist eine Kombination an Zeichen, die ja auf dem englischen Layout oder auf dem amerikanischen Layout wo ganz anders stehen. Mhm. Also auf mehreren Tasten verteilt. Genau, die drei hast du nicht. Und wir hatten ja vor ein paar Mal schon drüber gesprochen, es gibt ja neben dieser grausigen Software, die es für dieses GK64 gibt, gibt es ja nochmal so ein Open-Source-Projekt, über die man die quasi flashen kann, also auch die Tastaturbelegung flashen kann. Mhm. Und mit dem hatte ich tatsächlich auch ein bisschen dann über GitHub, über ein Issue hin und her geschrieben, weil ich habe echt versucht, das zu belegen. Und was ich nicht wusste, dass es wohl auf englischen Tastaturen auch zwei Backslash-Tasten gibt. Also da gibt es eine Backslash und eine, er hat das dann irgendwie Alt-Backslash genannt. Mhm. Und das entspricht dann quasi diesem Sonderzeichen. Das hat dann auch jetzt nur ein halbes Jahr gedauert, bis ich das zusammengefrickelt hatte. Und tatsächlich ist bei mir jetzt auf der Caps-Taste ist jetzt dieses kleiner, größer Pipe in der deutschen Belegung. Mhm. Also auch wieder eine sehr komische Geschichte. Und da hat mich tatsächlich jemand im Stream draufgebracht, im Chat, und hat gesagt, also er belegt genau diese Taste mit irgendwas anderem bei sich auf den Tastaturen, weil er die nie braucht. Und dann hatte ich mal drüber nachgedacht, wann ich das letzte Mal diese Caps-Lock-Taste verwendet habe. Das ist mal so die Frage an euch beide. Könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr die jemals eingestellt hattet? Absichtlich, ja. Versehentlich zählt heute nicht. Nee.
Ich meine, sie ist ja, ich habe die noch nie benutzt, noch nie absichtlich verwendet oder ja, wissentlich. Philipp, du? Gestern. Was? Tatsächlich. Erst gestern. wenn du furchtbares SQL benutzen musst, dann ist die dann doch schon ab und zu mal eine gute Hilfe, anstatt immer nur einen kleinen Finger zu bemühen, Shift zu drücken. Von daher ich erinnere mich, du hattest da noch geschrieben, SQL und du werden keine Freunde. Auf gar keinen Fall. Okay. Noch nicht. Was nicht ist, kann ja noch werden. Moment. Es gibt noch Datenbanken, die müssen großgeschriebenen Kommandos entgegennehmen? Also warum hast du alles großgeschrieben? Sagen wir so, ich bin mit SQL nicht sonderlich bewandert. Ah, okay. Die Dokumentation sagt, schreib es groß. Die Dokumentation hat gesagt, ich soll es groß schreiben. Also schreibe ich das groß. Ja, gut. Das ist sehr gut. Das ist eigentlich sogar ein richtig Vorbild. Finde ich gut. Finde ich an der Stelle super. okay, das ist natürlich ein Einsatzzweck. Der ist nur für SQL, Andreas. Hast du gehört? Nur für SQL, genau. Es ist ja inzwischen so weit, ich weiß nicht, ob dir das... Ah, nee, du benutzt ja gar kein Windows seit ein paar Generationen. Oder Versionen liefert Windows auch standardmäßig dann diese Info beim Login, wenn du die Feststelltaste eingestellt hast. Also wenn du dein Passwort eingibst und du hast die Caps Lock an, dann zeigt der Windows das auch an. Weil früher, das kennst du vielleicht tatsächlich noch, dieses Problem, du hast dreimal, viermal dein Passwort, je nachdem wie oft du es eingeben durftest, eingegeben und bist einfach nicht draufgekommen, wo der Fehler liegt. Und du saßt halt an der Tastatur, die früher hatten die ja noch so eine grüne Leuchte. Also das war der Vorgänger von RGB. Da hatten die Caps Lock-Tasten eine kleine LED drin, dass man sieht, dass man die versehentlich eingestellt hatte. Mhm. Aus einem anderen Grund kann ich mir das nicht vorstellen, dass du da eine Leuchte reingebaut hast. Und dann hat man öfters oder gerne das Passwort falsch eingegeben, weil eben alles in Großbuchstaben und halt auch die Sonderzeichen eingegeben wurden falsch. Und das zeigt ja Windows inzwischen an, wenn das beim Passwort eingeben eingestellt ist. Also da sieht man schon, wie, glaube ich, unnötig die Taste eigentlich ist. Ja, also ich finde tatsächlich schön eigentlich. Ich habe gerade sitze ich auch vor so einer älteren Apple-Tastatur, Apple Keyboard, die hat so eine Lampe an dem Castlock-Taste dran. Mhm. Eigentlich ist das doch total sinnvoll, da kann man doch Sachen drauf anzeigen. Ich hatte früher zum Beispiel diese Lampen immer benutzt, also bei dieser Cherry-Tastatur zum Beispiel, die sind ja schön rechts oben nebeneinander, als Indikatoren für Systemaktivität. Also Netzwerk, Traffic, Incoming, Outgoing und sowas. Weil, ja. Also das beantwortet übrigens vielleicht deine Frage nach dem RGB, wo man das verwenden kann. Zum Beispiel habe ich tatsächlich ein Setup, wo dir die LEDs dann ein bisschen was anzeigen auf dem Gerät. Kannst du die so genau steuern tatsächlich? Du kannst die mit ein bisschen Frickeln, kannst du da Makros hinterlegen, wo du die steuern kannst. Es gibt auch so ein paar voreingestellte Sachen, also jetzt gerade speziell bei dem Keyboard. Aber, also da geht noch mehr, da kann man noch wesentlich mehr rausholen. Die haben auch relativ viele, sag ich mal, Defaults da schon drin, wo zum Beispiel auch Tastaturanschläge oder halt auch solche Dinge wie, wenn eine Taste gedrückt ist, dann wird eben ein spezielles Licht angezeigt. Also hier wird einfach durch das RGB Caps Lock angezeigt. Mhm. Und das kannst du halt dementsprechend auch dann ansteuern. Das ist nämlich mein Hintergedanke tatsächlich, warum ich für diesen ESP und so weiter frage. Die Dinge haben nämlich WLAN. Und ich würde die Tastatur ja gerne selber ins WLAN hängen und würde gerne, dass die Daten aus dem Haus wo die Hausautomatisierung läuft, rausfischt und mir dann so Zeug tatsächlich wie viel Traffic macht das Haus gerade nach draußen drin, da durch bestimmte Farbkodierung, wenn ich Farben habe, oder durch Anzeige der LEDs irgendwie darstellen kann. So ein Display ist natürlich nochmal echt toll. Also wenn ich das Korn-Keyboard jetzt gesehen habe, da bin ich ja jetzt ja gleich irgendwie begeistert, dass ich sowas haben will. Vor allem, weil eben ein Display drauf ist, wo man so genau sowas dann anzeigen könnte. Und weil das dann halt schön auch autonom funktioniert von dem ganzen Rest. Du hast dann nur Strom dran und das war's. Die Tastenbelegung auf so einem Keyboard hast du dir ja selber komplett frei zusammenkonfiguriert. Das heißt, warum hast du sie... Außer, dass es schöner für dich ergonomisch ist, warum hast du sie so gewählt? Ich meine, ich sehe jetzt auf deiner Tastatur keine Cursor-Tasten, sondern die sind extra belegt. Und du bist auch kein Programmierer auf der Tastatur, sondern du bist mehr auf der Shell, würde ich sagen. Ist, glaube ich, wirklich eher, ja, ich denke gerade für Shell-Arbeiten gedacht. Ich glaube, Programmier wird auf dem Ding müßig, würde ich sagen. Wobei, WimKey ist denn da drauf, I.K. und L. Das wäre ja gar kein Thema.
Ja, ist, glaube ich, eher so das Alltagsboard. Ich glaube, zum Programmieren selber. Ich bin ein furchtbarer Programmierer, also das ist, ich glaube, da bin ich auch keine gute Referenz. Würde ich, glaube ich, auch was anderes nehmen. Aber sonst prinzipiell, ich glaube, vorrangig ist es wirklich das Aussehen, wie du deine Tasten konfigurierst und anordnest. Ansonsten schaust du, glaube ich, eher danach, wie es dann wirklich ergonomisch ist, wie du am besten an welche Taste rankommst. Schaust da so ein bisschen und wählst dann dementsprechend dein Layout aus. Aber gerade so die Ortholinear, die ich da habe, das ist ein, ja, wirklich auch reines Spaßprojekt. Also das ist wirklich nur, damit es einigermaßen gut aussieht. Ja, das tut es. Die Wim-Taste, was macht denn? Du hast jetzt hier die offensichtlich selbst gestaltete Keycaps organisiert. Also erstmal finde ich erstaunlich, dass es das gibt. Und dann interessiert mich, was diese Wim-Taste macht. Die Wim-Taste, das ist meine Escape-Taste. Ah. Und Wim ohne Escape, also neue MacBooks, ich glaube, ihr habt MacBooks, wenn ich das richtig weiß, gell? Ohne physische Escape-Taste. Nein, habe ich, dass ich habe mich geweigert, seitdem diese Tastatur bei Apple reingekommen ist, habe ich mich geweigert, auch nur ein weiteres Apple-Gerät zu kaufen. Und Ah, ich habe okay. beschlossen, dass ich werde erst wieder welche kaufen, wenn erwiesenermaßen die Tastatur wieder ordentlich funktioniert. Das scheint jetzt langsam soweit zu sein. Da haben die Schweinepriester angekündigt, dass sie der Apple Silicon einführen. Jetzt muss ich wieder warten, bis ich mir was kaufen kann, sinnvollerweise. Aber tatsächlich habe ich auf Notebooks, ich hab nur so Linux-Notebooks und sowas, und da habe ich eine physikalische Escape. Das finde ich auch extrem wichtig, auch wenn ich kein Vim benutze. Vielleicht sollten wir erklären, was Vim ist. Wir sagen die ganze Zeit schon Vim. Ich glaube, ich würde jetzt Kriege lostreten, wenn ich sage, der beste Editor, den es gibt. Ach wieso? So ein Das gibt Bold es Statement ist doch genug. keine schlechte Idee. Der beste Editor, den es gibt. Wir hatten Ja. gestern schon im Chat so ein bisschen so, ich habe ja so einen ganz speziellen Use Case für meinen Editor. Und das ist ein Texteditor, der nur auf der Textkonsole funktioniert. Ich glaube, Vim gibt es mittlerweile auch mit grafischem Interface, wenn ich es richtig weiß. Ich benutze es rein auf der Konsole. GUI-mäßig habe ich da, mag ich einfach nicht haben. Aber naja, das ist. es ist halt der Editor, der immer funktioniert, ja. Also sobald du irgendwo auf einen Linux drauf gehst, also VI oder Vim Ist sind halt meistens genau, da. ist vorinstalliert meistens, Ja. genau. Einfach ein tolles Ding. Multifunktionell, du kannst den ausbauen ohne Ende. Es gibt Plugins. So viel habe ich noch nie gesehen für irgendein anderes Programm. Ist wirklich, ja, einer der besten Editoren. Zack, so haben wir Vim gestartet in unserem Stream. Das ist gar nicht so spannend. Spannend ist, wie du ihn schließt. Naja. Doppelpunkt Q, Enter. Genau. Ja, tatsächlich ist es ja so ein Running Gag, ne, dass das der Genau. meist Stack Overflowte oder gegoogelte Begriff ist, wie komme ich wieder raus aus dem Ding? Ich meine, es steht auf der ersten Seite, aber was einem nicht verraten wird, ist, wie man in diesen Kommandozugmodus kommt. Genau, und dafür ist dann eben die Escape-Taste wichtig. Und ja, Tastaturen ohne Escape-Taste, wie diese, ja, ab 2016 waren es, glaube ich, die MacBooks, die keine Escape-Taste mehr hatten. Und es ist ganz, ganz schrecklich, damit Vim zu bedienen. Ja. Diese Touchbar. Ich bin mit Vim immer nicht deswegen warm ge geworden, weil es am Ende ja tatsächlich ein riesiges Konvolut ohne Menüs ist. Ich bin so ein Nano-Kind. Kann ich das jetzt hier rein? Siehst du, wie komme ich jetzt hier rein zum Beispiel? Ich bin jetzt hier mit dem Cursor unterwegs. Man kann ja nicht wirklich was tun. Theoretisch kannst du mit Enter bestätigen. Ah, hier, Enter, nix. Okay. Hast du schon mal i Das. gedrückt? I. Ne, siehst du? Ihr seid live dabei, während ich scheitere an dem Editor. Das ist der Grund, warum ich den nie so richtig, wo richtig warm geworden bin, weil alleine das Öffnen einer Datei ist nicht trivial. In dem Vim. Aber tatsächlich kenne ich so viele Leute, die sich den bis zur Erschöpfung konfiguriert haben, wo auch alle möglichen Sachen drin sind. Das ist ja auch einer der Editoren, die, obwohl sie nicht so aussehen, Syntaxherleitung und was es alles gibt, alles unterstützen. Alles. Also du kannst im Prinzip sogar mit Nerdtree, heißt das Plugin, glaube ich, hast du auf der linken Seite einen schönen File Explorer. Alles wunderbar. Kannst auch. Ich glaube, was es nicht kann, ich habe bei dir in deinem Editor gesehen, dass du halt diesen 80s Glow-Effekt hast. Ja. Ich glaube, den kriegst du mit Vim nicht hin. Hätte ich zumindest noch nicht gesehen.
Ja, das, also ich meine, mein Editor ist ja auch tatsächlich ein Ressourcenfresser, das muss man schon mal so sagen. Das ist das, was ich auch nicht so toll finde an dem Ding. Und dieser 80s-Effekt, das ist mehr oder weniger ein Resultat davon, dass das eigentlich nur eine HTML-Seite ist, die da gerendert wird, der ganze Editor. Und da kann man dann einfach mit CSS irgendwelche super Effekte drüber packen. Das ist Atom, oder? Ja, genau. Atom. Ah, okay. Das gab es aber früher schon. Also erinnerst du dich noch an Emacs? An den Editor? Meinst du mich? Ja. Ja, auch nie wirklich ausführlich benutzt, weil LaTeX oder sowas habe ich nicht geschrieben. Habe ich mich immer vorgedrückt. Also das, was früher ja so, weiß nicht, Atom oder Visual Studio Code waren, das war halt früher so Emacs und da gab es auch schon genau dieses, ne, beste Editor und tausende Plugins. Ich weiß nicht, ich glaube, da konnte man sogar IRC drin laufen lassen in Emacs. Und da durfte man auch nichts dagegen sagen. Und das ist insofern sehr spannend. Zum Beispiel, wenn ich dann meinen Kursen dann frage, ob das noch jemand kennt. Also von 30 Leuten hebt da vielleicht noch einer die Hand. Ja, also so, aber so ein VI oder ein Vim kennen die dann schon eher, ne? Hat man da jetzt eigentlich schon drüber gesprochen, die Unterschiede zwischen VI und Vim? Nee, ich weiß sie gar nicht. Ich auch nicht. Philipp, weißt du da was? Boah, ich So glaube, ich als. krieg die auch nicht zusammen. Ich glaube, VI ist so die Grundversion gewesen. Und Vim, also VI Improved, ist dann, ich denke mal, mit mehr Funktionen ausgestattet. Ich kann es nicht sagen, ich weiß ja nicht die Unterschiede. Also es ist, man kann auf jeden Fall sagen, das ist VI-Test. So. Die sehen nicht viel unterschiedlich aus, aber der Vim hat mehr Menü und mehr Tastenkombinationen scheinbar. Mehr Befehle. Also VI Improved ist, glaube ich, genau das, was man da hält. Also tatsächlich gibt es in, ich sehe das gerade, in Ah, Vim toll, gibt ist es das ja. ein Befehl, also Doppelpunkt help vi-diff, also vi underscore diff. Und damit erzählt dir wohl Vim die Unterschiede, sowas wie Unlimited Undo, Portability, Syntax Highlighting und GUI. Das sind so wahrscheinlich so diese. Ist das denn auf diesem System, wo ich hier bin, ist das natürlich Alternatives Vim? Ich denke mal, das ist das gleiche. Der VI und der Vim sind das gleiche, nur dass sie unterschiedliche Menüs dann fahren. Das wird dieselbe Software mittlerweile sein. Ja. Und du bist viel, also arbeitstechnisch bist du dann sozusagen wirklich viel auf der Kommandozeile unterwegs. Eher privat. Also arbeitstechnisch sind es eher Datenbanken, zum Glück ohne SQL. Was heißt zum Glück? Ich muss mich mit Microsoft Access rumschlagen. Okay. Wunderbar, macht viel Spaß. Das ist ja gar nicht Kommandozeile. Oder ist es mittlerweile Gar nicht. Kommandozeile? Oh, das weiß ich nicht. Ich benutze es auf jeden Fall nicht auf der Kommandozeile. Aber ist im Prinzip eine ganz andere Richtung. Ansonsten eher privat dann. Deswegen das Kommandozeilen-Keyboard. Für die Arbeit ist jetzt unterwegs eine neue Tastatur, die Anne Pro. Auch 60%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und kabellos natürlich. Wunderschön kabellos. Anne Pro Mechanical Keyboard. Anne Pro 2. Heißt die so? Nee, leider die erste Variante. Ah, okay. Auf eBay günstig geschossen. 60%. Okay, können wir jetzt vielleicht auch gleich mal erklären. Es gibt ja ein 100% Keyboard. Das werden die meisten kennen. Das besteht nämlich aus einem vollständigen Satz Tasten mit Cursorblock und Nummernblock. Das ist das Ding Genau. daneben, rechts daneben normalerweise, mit den ganzen tollen Zahlen drauf, die man eigentlich nur braucht, wenn man viel in Excel arbeitet. Oder in Access. Aber wenn du jetzt für die Arbeit in Access arbeitest, dann ist dann ein Nummernblock und ein Key in Cursor nicht irgendwie praktisch? Nee, ich glaube, ich werde es nicht vermissen. Also sie kommt am Montag, ich werde es ausprobieren, aber ich bezweifle, dass ich es vermissen werde. Cursor-mäßig brauche ich es eigentlich nicht. Zahlen gehen dann immer noch oben über die erste Reihe. So viele Zahlen sind es dann zum Glück nicht. Ah, okay. Genau, das funktioniert dann trotzdem noch ganz gut, glaube ich. Ich werde es ausprobieren, vielleicht liege ich auch völlig daneben, kann auch sein. Ist euch eigentlich mal Mich wird es aufgefallen, beruhigen. dass diese Tastaturen, oder das ist einfach ist keine Fangfrage, dass der Strich zweimal auf der Tastatur ist? Also man hat ja den Strich, einfach nur den horizontalen Strich. Der ist auf der Taste normalerweise zweimal drauf. Und das sind auch zwei verschiedene Tasten, die da, also zwei verschiedene Zeichen, die dann daraus produziert werden. Wo meinst du jetzt? Also Ich ist glaube, das jetzt hier. Minus und der Unterstrich, oder? Meinst du den?
Nee, es gibt noch. Wo war denn das? Das vorhin bei dieser Cherry-Tastatur war das, konnte man das sehen? Hier oben. Man hat ja das Minus hier drüben. Und dann hat man hier vorne, hier unten. Also Minus hier und dann hier nochmal zweimal. Also die Frage, die ich jetzt hätte, wäre, ist das dieselbe Taste tatsächlich wie das Minus hier oben? Weil das Minus hier produziert ja keinen Unterstrich. Also ist eine andere Taste, weil es der Nummernblock ist. Die haben auch eine eigene ID. Also gerade wenn du die anprogrammierst. Aber das Minus, was rausfällt, dürfte das gleiche sein, ASCII-technisch. Was es ja noch gibt, ist, neben dem Minus hast du ja noch dieses Hyphen, also dieses langgezogene Minus. Aber soweit ich weiß, kriegst du das standardmäßig von der Tastatur nicht raus. Kann ich übrigens eine Empfehlung machen. Es gibt einen tollen YouTube-Video, was dich über wie diese ASCII-Tabelle überhaupt zustande gekommen ist, dreht. Weil da gibt es nämlich ein paar Sachen, ich bringe es jetzt auch nicht mehr 100% zusammen, die sehr seltsam waren. Oder doppelt belegt waren oder wo Tasten nur drauf waren, weil man das auf Großrechnern damals gebraucht hat. Und die Tasten eigentlich heute komplett Unsinn sind. Das ist doch nicht die große Tabelle. Muss ich mal gucken, ob ich die finde. Genau. Okay, Anne Pro, 60%. Mir würden die Cursor-Tasten, glaube ich, wirklich fehlen. Ich weiß ehrlich gesagt, ich benutze so blödes Zeug wie den Midnight Commander noch. Ich als Kind der 80er mit dem Norton Commander unter den Fingern. Und da würde ich, glaube ich, die Cursor-Tasten vermissen. Und da ist aber das Spannende, 60% heißt ja nicht, dass du keine Cursor-Tasten hast. Nee, du hast sie aber mit Funktionstaste. Ne? Weil zum Beispiel auf meinem sind ja, also ich habe ja Cursor-Tasten, ne? Auf dem GK64. Da habe ich welche. Es gibt welche, dafür habe ich halt eine extrem kleine Shift-Taste. Es gibt welche, sind eben keine drauf. Was gibt es noch neben den 60 gibt es noch, Philipp, weißt du das? Was gibt es noch standardmäßig noch an Größen? 40% und 65% sind noch so die gängigen. 65, ne, genau. Und 40, also noch kleiner. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. 40? Habe ich auch noch nie gesehen. 40 ist im Prinzip, meine Ortholinear könnte fast 40% sein. Also da hast du. Wow. Ja, das ist die Alpha-Keys, also deine Buchstaben auf jeden Fall, genau. Ja, das sieht man so. Super. Ja. Kannst du tatsächlich bei Amazon kaufen? Also es gibt 40% Tastaturen. Ja. Da fehlt dann zum Beispiel die Ziffern ganz oben, ne? Die oberste Zeile. Ja, da fehlen vor allem auch Steuerungstasten. Also auf die ich jetzt hier auf dem Bildschirm habe. Nee, Moment, hier ist noch eine 40%. Gut, die ist aber auch ein bisschen arg klein. Also prinzipiell Steuerung hast du, die Steuerungstasten hast du eigentlich immer mit drin. Bei den 40%. Genau, oben die F-Reihe fehlt auf jeden Fall. Die Zahlen fehlen meistens. Cursor-Tasten sind meistens auch weggelassen. Genau. Oh ja, das ist so eine kleine. Okay, dann die wäre jetzt ja schon, die ich jetzt hier gerade sehe. Planck EZ 40%, die ist sogar beleuchtet. Oh, da ist tatsächlich, also die Challenge, ist vielleicht noch gut zum SMS-Schreiben oder WhatsApp-Nachrichten, aber also zum Programmieren oder Steuerzeichen oder Sonderzeichen eintippen wird das schon spannend. Da wird es dann, glaube ich, eng. Ja, also genau. Da ist die Leertaste nicht groß genug und die hat hier offensichtlich eine Umschaltung von verschiedenen Ebenen der Tasten. Hier diese zwei Funktionstasten zum Umschalten der Ebenen, dass man auf mehr Tasten kommt insgesamt, nehme ich mal an. Genau, das ist genau, vollkommen richtig. Also bei so kleinen Tastaturen hast du meistens mehrere Layer, wo du verschiedene Funktionen drauflegen kannst. Du kannst ja dann im Prinzip, wenn du gerade die 40% hast und auf deinem ersten Layer hast du das Layout so, wie es jetzt auf der Tastatur selber drauf ist. Auf deinem zweiten Layer machst du dir zum Beispiel in die oberste Reihe einfach deine kompletten Zahlen. Du kannst dir gerade wenn das ortholinear angeordnet ist, kannst du dir einen Ziffernblock selber drauflegen, auf dem dritten Layer dann zum Beispiel. Ist ganz spannend. Funktioniert super mit dieser QMK-Firmware. Ja, ich wollte gerade sagen, das willst du doch. Also das schreit doch jetzt danach, dass du da wirklich reinprogrammierst und dann sagst du, so, jetzt mache ich das mal richtig. Also auch wenn es dann an Lampen und so weiter geht, dann willst du doch da eigentlich programmieren. Das willst du doch nicht von irgendjemandem vorgefummelt haben. Genau, das ist das Tolle an dieser QMK-Firmware. Also das ist wirklich, wirklich spannend. Ich glaube, wenn du es da Richtung Hausautomatisierung nehmen möchtest, kannst du dir wahrscheinlich sogar verschiedene Sachen, meinetwegen Lampe auf Layer 1 legen, wenn du da was möchtest, und dein Heizungsthermostat auf Layer 2. Könnte vielleicht sogar funktionieren.
Ich würde als erstes reinbauen würde ich tatsächlich einen MQTT-Client, der dann Sachen auf diesem Display oder auf den Tasten, auf den Lampen dann da visualisiert. Also zum Beispiel Durchsatz, Netzwerk oder Temperaturen oder wenn es draußen blitzt, dann blitzt die Tastatur. Also Zeug kann man ja machen. Genau. Definitiv. Cool. Das ist die Frage. Die GK64 hast du, Andreas, oder? Genau, GK64, ja. Die hat ein eingebautes Mikrofon, kann das sein? Ja, genau. Ist das Modell? Unter der Leertaste hat die ein eingebautes Mikrofon. Andreas, du bist gerade irre laut. Ja. Nichts geändert. Okay. So. Ja, warte mal, jetzt dreh ich dann nochmal. Oh, ich dreh dich mal ein bisschen runter. Macht ja nichts. Aber okay, GK64, okay. Da ist, jetzt wird es spannend, weil warum zur Hölle braucht eine Tastatur ein Keyboard, ein Mikrofon? Das, ich habe das neulich auch erstmal gesehen bei einem Keyboard. Du kannst im Prinzip das Mikrofon so ansteuern, dass es auf Umgebungsgeräusche dein Licht darstellt. Ist ziemlich spannend. Ah, so eine Disco-Funktion. Im Prinzip, genau. Du kannst deine Tastatur blinken lassen in dem wildesten Beat, der im Hintergrund läuft. Okay. Oder Tastaturanschläge, ne? Kannst du auch aufnehmen. Oder Tastaturanschläge, ja? Genau. Verlässt dann das Mikrofonsignal denn diesen Mikrocontroller? Ich werde jetzt paranoid gerade. Also so wie ich das bisher verstanden habe, nicht. Also ich konnte das Mikro zum Beispiel noch gar nicht anprogrammieren. Aber so wie ich das verstanden habe, kommen sie an das Signal gar nicht ran. Das läuft wirklich da auf dem Controller. Also wenn ich so chinesisches, billiges Keyboard mit Mikrofon eingebaut höre, dann das ist schon eine. Okay. Also ich habe auch noch nicht geschaut, ob da irgendwelche Sachen rausfallen hinten aus dem Keyboard, aber ich glaube es fast auch. Ich hoffe es zumindest nicht. Ja. Sagen wir es so. Also wenn man GK64 Mikrofon in Google eingibt, dann ist der zweite Treffer, hat jemand versucht, das zu entlöten. Also, okay, das ist natürlich jetzt krass, dass da ein Mikrofon eingebaut ist. Okay. Vielleicht auch zum Lautstärke regeln. Einfach die Tasten leiser stellen. Dieses wird ja alles nur simuliert, so wie bei Apple, bei den Mäusen. Da ist ein Mikro, da ist ja kein physikalischer Taster drin bei vielen von den Dingern. Und wenn du klickst, dann ist da drin ein Lautsprecher, der macht Klick. Vielleicht ist das bei den Das ist doch vielleicht die Idee für meine Keyboards. Mensch, ich nehme so einen braun, der keinen Ton macht, und dann mache ich einen Lautsprecher rein, der klickt an den Mikrocontroller. Und wenn ich alleine bin, dann mache ich den an. Dann klickert's und klackert's. Und wenn ich nicht allein bin, dann mache ich ihn aus, dann klickert's und klackert's nicht mehr. Das hatten die alten IBM Model M's übrigens eingebaut, ne? Ich wollte gerade fragen, gab es das nicht sogar eine Zeit lang? Die hatten einen Beep eingebaut, das Ding hat nur gebiept. Du konntest so ein PC-Speaker-mäßiges Ding da reinbauen. Dann hat das dann auch Töne gemacht. Oder der PC-Speaker selbst lief über die Tastaturausgabe. Es gab einen Tasten-Beep sozusagen. Als Bestätigung, dass du gedrückt hast. Warum auch immer. Okay, und die Firmware, da habe ich jetzt ja was gelernt. Diese Firmware an sich ist offensichtlich Open Source und da kann ich einfach hin und kann die einfach Studio Code, Dockerfile? Wieso Dockerfile? Ah ja, zum Bauen, okay. Genau, QMK, die bieten mittlerweile auch so ein komplettes Toolset an. Also wirklich, dass du von Software, die deine Tastatur flasht, bis zum Konfigurator, das ist, glaube ich, alles dabei. Das heißt, du kannst, wenn du selber Keyboards bauen möchtest, hast du da so das komplette Startpaket eigentlich. Das ist ganz, ganz cool. Und es sind wirklich Unmengen an Layouts, die da unterstützt werden. Ja. Also du hast natürlich immer so genau so diese Firmen, die ihre Keyboards da mit drin haben, die du dann flashen kannst mit der Firmware. Aber die lassen sich natürlich genauso anwenden auf selbstgebaute Geschichten. Und genauso natürlich auch umschreiben, sag man es so. Genau, weil, ja, in welcher Reihenfolge die Tasten dann kommen, das interessiert die Firma dann nicht wirklich. Ah, okay. Es gibt hier offensichtlich Online-Editoren dafür und dann sieht man die Tastatur und kann dann die verschiedenen Ebenen selber programmieren. Okay, das ist natürlich krass. Es ist natürlich viel Arbeit reingeflossen, offensichtlich viel Arbeit reingeflossen. Jetzt muss ich noch einen Klick noch machen und den Leuten erklären. Wenn ich jetzt hier auf License klicke, was werde ich denn da sehen? Da werde ich sehen GPL, GNU Public License, Version 2, aha. Na dann, also ran ans Hacken. Das ist ja interessant. Definitiv, also damit macht es Spaß und ist wirklich verständlich. Also hast du auch schon empfehlen, es macht Spaß.
Das kann ich mir vorstellen. Also du hast jetzt ortholinear und dieses normale Split-Layout gemacht und dann dieses Korn. Und hast du mit sowas wie Dvorak oder so schon mal Erfahrung gesammelt? Oh, ich wollte es immer mal ausprobieren. Ich habe es aber noch nie gemacht. Ich habe es mal eine Woche durchgehalten. Steht auf jeden Fall auf der Liste. Okay. Soll ja aber deutlich einfacher sein als das normale Querz- oder QWERTY-Layout. Ja, ist für Deutsch ist es nicht schlecht. Tatsächlich ist es besser als das QWERTY-Layout in Deutsch. Weil Wobei, da kann ich gleich einhaken, weil wir haben das immer in der Vorlesung. Das Dvorak ist ja quasi eine Kunstform. Es gibt ja angeblich eine Studie, wo man schneller tippen kann. Aber tatsächlich ist die wohl nicht so aussagekräftig, da die ja auch quasi von sich selbst quasi gemacht wurde. Also die wurde jetzt nicht von einem Dritten durchgeführt. Und anscheinend ist das Dvorak gar nicht so vorteilhaft. Es gibt eine andere Tastaturbelegung, und zwar nennt sich die Neo. Und die ist tatsächlich speziell für deutsches Tastaturlayout. Und mit der bist du auch schneller. Wenn du da mal nach Layout, ich suche das mal. Neolayout.org. Neolayout, genau. Genau, dann ist 6 Ebenen, na super. Mhm. Da merkst du mal das Problem der deutschen Sprache und Tippen. Ja. Es ist aber immer noch, also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass das Spracherkennen aufholt im Moment. Und es gab ein paar Momente, wo ich nie so schnell hätte tippen können, wie die Spracherkennung funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob ihr da schon Erfahrungen gesammelt habt, aber bei so Fließtexten oder bei normalen Unterhaltungen, die man da so mitprotokolliert, ist die Texterkennung mittlerweile jeder Tastatur überlegen. Ich habe immer gedacht, ich tippe schnell genug, aber Texterkennung ist super geworden. Mir geht es ja eher, glaube ich, wie dir. Also Mikrofone in elektrischen Geräten oder elektronischen Geräten machen mich eher immer erstmal stutzig. Von daher so. Ja, wenn sie überraschend auftauchen. Ja, Mikrofone in Tastaturen, die machen mich auch stutzig. Mikrofone in Mikrofonen nicht so. Nee, die sind eher vorhersehbar, das ist richtig. Aber also ich benutze es nahezu gar nicht. Ich tippe da händisch. Ja, ich habe mir mal das Auge verletzt und konnte nicht gucken. Und da habe ich diese Texterkennung und Spracherkennung auf den Telefonen benutzt. Und das ist schon echt krass, wie weit die Technik mittlerweile an der Stelle ist. Und wie flüssig man die Sachen hinkriegt. Und für die, die uns zuhören, man muss auch nicht das Telefon halten wie so eine Tafel Schokolade, in die man gleich reinbeißen will, wenn man mit dem Telefon spricht, sondern man kann das Ding dann einfach irgendwie ganz normal ans Ohr halten. Das funktioniert viel besser. Sind die Mikrofone nämlich genau für ausgelegt. Aber das wird eh keiner machen. Keiner oder jeder ignorieren. Neo. Andreas, hast du schon mal irgendein anderes Layout probiert? Ja, ich hatte tatsächlich vor Jahren mal dieses Tor. Also, das ist wirklich schon. Da hatte ich ja auch noch so eine alte PS2-Tastatur. Da hatte ich mal dieses tatsächlich versucht, mit dem Dvorak zu tippen. Aber so wirklich glücklich wurde ich nicht. Bei mir war das ja sogar so, ich hatte, als ich in England gelebt habe, auch da weiterhin die deutsche Tastatur verwendet, weil ich mich einfach derart dran gewöhnt hatte. Wir hatten damals eben im Team das Problem, da war ein französisches Layout, wir hatten ein russisches Layout, wir hatten US-Layouts, deutsche Layouts. Also eigentlich war das so, egal an welchem Rechner du saßt, hast du immer ein anderes Layout gehabt und musstest dich da immer erst reinfummeln und gucken, wo vor allem die geschweiften Klammern, die eckigen Klammern sind. Das war so der Klassiker an der Stelle. Also das Französische, das habe ich tatsächlich auch schon mal vorgesessen. Das hat mich auch zur Verzweiflung gebracht. Es ist eine Gewohnheits- oder Gewohnheitsgeschichte. Also das habe ich jetzt gerade festgestellt bei diesem kleinen Board, dass man eben gerade mit dieser kleiner Größertaste auf Caps nach 1-2 Wochen richtig gut mitarbeiten kann, wenn du dich da mal dran gewöhnt hast. Und es macht auch kein Problem, wenn ich an einer komplett anderen Tastatur sitze, zum Beispiel an dem Surface. Da kann ich eigentlich ohne Probleme auch dran arbeiten und da versuche ich nicht versehentlich die Caps-Lock-Taste zu drücken. Also man gewöhnt sich wirklich dran. Wenn ich an einem anderen Rechner, also an einem fremden Rechner oder einer fremden Tastatur sitze, da muss ich mich tatsächlich immer erst ein bisschen dran gewöhnen, wie ich da drauf tippe. Also das muss ich wirklich an das Gerät, nicht an das Layout gewöhnt. Ich bin ehrlich, ich war einfach zu faul, mich umzugewöhnen, jetzt zum Beispiel auf ein US-Layout, obwohl man damit eigentlich wesentlich besser programmieren kann. Ja, das ist ja auch mein Problem tatsächlich. Ich hätte gerne mal ein anderes Layout probiert, längere Zeit, aber ich habe es nicht länger durchgehalten, als es eine Woche zu probieren. Weil am Ende wechselt man ja dann doch nochmal auf einen anderen Rechner oder geht an einen anderen Rechner und dann hat man ein Notebook vor sich. Ich habe hier mehrere solche also Open-Source-Notebooks und so weiter. Da kannst du dir dann gar nicht mehr die Tastatur auswählen. Also so ein Pinebook oder sowas zum Beispiel.
dann hast du dann diese Standard-US-Tastatur da drauf und dann, ja, fehlen tatsächlich auch Tasten, wie du gemerkt hast. Ja. Und da willst du dann irgendwie, dann skippst du es auf und nimmst einfach das Standard-Layout und lernst im besten Falle nochmal das US-Layout auf so einer Tastatur. Und wenn dann keine Tasten mehr draufstehen oder keine Beschriftung drauf ist oder schlimmstenfalls du eine deutsche Tastatur-Layout aufgedruckt hast, aber dann eine US-Local hast, dann ist sowieso alles aus und du musst US wissen, wo welche Tasten blind sind. Aber ich Daniel, mach du. Ja, das einzige, das einzige Layout, was noch ein bisschen seltsamer ist, mit dem ich zu tun hatte, war tatsächlich das japanische, also von der japanischen Tastatur. Die sehen ja auch nochmal ganz komisch aus. Die haben ja ein paar mehr andere Zeichen, die sie noch eintippen müssen. Wobei die ihre Kanjis natürlich immer mit Hilfe der im Betriebssystem verfügbaren Mittel eingeben. Also da habt ihr vielleicht noch nichts mit zu tun gehabt. Selber getippt noch nicht, also nur bisher nur gesehen. Also man kann das ja auch gar keine Erfahrung mit Japanisch oder Ähnlichem. Ich weiß nur, dass es hübsche Keycaps gibt mit japanischen Schriftzeichen drauf. Da sprichst du übrigens was an. Ne? Ich habe ja relativ lange gesucht, bis ich überhaupt Keycaps gefunden hatte für mein Keyboard. Wo besorgst du dir denn so deine Keycaps? Weil deutsche Tastatur oder Keycaps zu besorgen, das ist auch wieder eine Herausforderung. Englische kriegst du nachgeworfen. Aber gerade wenn du auf der Suche nach den deutschen, sag ich mal, Sonderzeichen oder allgemein der Ziffern, also die Zifferncaps bist, da sucht man relativ lange, bis man da was Ansprechendes und Schönes findet. Ja, und du findest halt wirklich echt nicht viel. Also deutsches Layout kriegst du, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Also ich schaue jetzt gerade mal, aber ich glaube, ich habe überall, das sind alles amerikanische, beziehungsweise US-Layout. Hm. Ich habe, glaube ich, kein deutsches Keycap-Set. Nee, nicht ein einziges. Okay. Leider nicht. Und ansonsten, es ist ein Zusammengestückel. Also Keycaps, es gibt GMK-Keys, heißen sie, glaube ich. Haben wunderschöne Keycaps, aber du zahlst halt wirklich enorm viel. Mhm. Und das ist es mir dann teilweise halt doch auch nicht wert. Also, wenn ich dann 300 Euro für einen Satz Tastenkappen ausgeben kann, eher nicht. 300. Die schnitzen die nicht aus alle einzeln oder so. Nee, es ist wirklich ganz normaler Kunststoff. Zwar doppelt gegossen, aber das rechtfertigt für mich keine 300 Euro, muss ich ehrlich sagen. Nee, das finde ich ein bisschen zu heftig. Tut's wirklich nicht. Ansonsten, wo man viel Glück hat, also wenn man Glück hat, dann auf eBay. eBay, da gibt es dann doch ab und zu einige, die Keycap-Sets loswerden wollen. Da sind ab und zu Deutsche dabei, sind mir schon welche über den Weg gelaufen und das dann auch wirklich bezahlbar. Also da bist du dann bei 30 bis 60 Euro pro Set. Und das dann voll 104 Tasten. Also man muss wirklich täglich auf eBay rumhängen, damit man da was findet. Aber ab und zu hat man dann Glück und findet wirklich, wirklich gute und brauchbare Tastenkappen. Also designmäßig ist da ja scheinbar auch da keine Grenze gesetzt. Da kann man ja die lustigsten Sachen mitmachen. Definitiv. Also seid ihr auf Reddit unterwegs? Ja, ich. Da gibt's das MK beziehungsweise das Mechanical Keyboards. Ah, okay. Augenschmaus vom Feinsten. Du kriegst da nur wunderschöne Fotos von Keyboards, die Leute zusammengestellt haben. Okay. Wirklich, wirklich spannend. Reddit MK Key. Ich weiß gar nicht, Mechanical Keyboards. Ja, hat's gefunden. Oh, wow. Da der richtige Berg. Der Keycap mit einem Mount Fuji. Ja, sieht gut aus. Ja, ich meine, da kann man dann natürlich seinen Design Wünschen frönen. Ich finde ja tatsächlich die Keycaps ohne Bedruckung am schönsten. Immer noch. Gibt's auch in jeglichen Farben, Formen, Profilen, alles was du möchtest. Ja, wie bestimmst du denn das, was draufgedruckt ist und so, man sieht sie ja, aber die Maße stehen doch meistens nicht dabei. Woher weißt denn du, dass das für deine Tastatur passt, diese Keycaps? Wie stellst du das fest? Die sind meistens gekennzeichnet mit MX zum Beispiel, gerade wenn du die Cherry-Switches hast. Okay, Cherry MX und das hast du bei deinen Keycaps, hast du eigentlich im Normalfall dabei stehen, für welches Profil die sind, beziehungsweise für welche Switches hast du dann MX, Name vom Keyset und dann weißt du genau, dass die draufpassen. Okay, das macht das geregelt, ob ich sie drauf drücken kann auf den Schalter und ob sie dann da halten.
Aber genau, das regelt genau, ja nicht, ob sie von den Ausmaßen her nebeneinander und in die Tastatur passen. Also prinzipiell, ich weiß nicht, ob es eine Norm ist, aber die Tastenkappen selber, die werden ja in Units im Prinzip. Du hast, wenn du Tastenkappen kaufst, gerade mal bei KB Defense, musst du mal schauen, geh mal auf den Shop. Okay, du kannst auch übernehmen, du kannst einfach hier testen. Achso, ich kann machen. Alles klar, genau. Dann gehen wir mal auf den Shop und sagen mal die Group Buys eventuell, sieht man es da. Genau, also ja, weil das stelle ich mir dann auch noch schwierig vor, weil die sind ja schon irgendwie, also wenn ich jetzt die drei Tastaturen, die jetzt hier vor mir liegen, nehme, dann sind da irgendwie gleiche Tasten alle unterschiedlich groß. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die dann gut zusammenpassen müssten. Und speziell bei meinen, ich habe so ein DAS Keyboard hier neben mir stehen, welches speziell da sind die Tasten mittlerweile schon so, wie soll ich sagen, das sind halt, ist halt billiges Plastik eigentlich. Und die Tasten sind halt glatt mittlerweile. Die waren mal so schön rau und ich könnte ja schon mal neue Tastenkappen für organisieren. Aber müsste dann jetzt natürlich gucken, dass für das olle Keyboard hier, dass da noch die richtigen Größen gibt. Und ich weiß gar nicht, wie ich das feststelle. Also, was nur so ein bisschen ein Problem sein kann irgendwann, ist die Höhe von den Tasten. Die können sich unterscheiden. Und die Winkel. Das habe ich bei mir zum Beispiel festgestellt. Also, es ist inzwischen auch zusammengestückelt aus verschiedenen Sets. Und die Winkel passen halt nicht zueinander. Ne? Du hast wirklich Tasten, da ist dann der Winkel von der Taste abfallend, dann ist er mal steigend. Also man gewöhnt sich auch wieder dran vom Tippen. Ja, genau das meine ich. Aber also, es scheint, als gibt es da keine Norm an der Stelle. Doch, gibt es sogar. Also das, was du gerade meinst, das sind diese Profile. Und da gibt es gerade zum Beispiel so dieses XDA-Profil. Da hast du komplett flache Tasten, so dass wenn du deine Tastatur auf... das ist immer halt relativ schwer zu beschreiben. Ja. Also wenn du deine Tastatur seitlich anschaust, gerade die IBM Model M zum Beispiel. Genau, da geht ja meine Tastatur inzwischen in alle Richtungen. Also mal hoch, mal runter. XDA. Genau, also XDA. Genau. Da musst du mal schauen. Ah ja. Genau, das sind jetzt wirklich komplett eben, wenn man so möchte. Genau, da sieht man ein wunderbares Bild mit dem, das da im Prinzip. Da sieht man wunderbar die ganzen unterschiedlichen Profile. Ja, okay. Also es gibt... Also SA ist dann wirklich relativ fast halbkreisförmig, wenn man es von der Seite betrachtet. Das Cherry ist nur ganz leicht gewölbt. XDA ist, wie gesagt, komplett flach. Genau. Und so unterscheidet sich es dann auch nochmal. Ist aber meistens auch, wenn man Keycap-Sets kauft, nochmal beschrieben, dass ob es ein XDA ist, ob es ein DSA ist, steht meistens immer alles dabei. Und wie gesagt, also ich glaube, Tastengrößen sind... sowas wie genormt. Das heißt, du hast dann eine Standard-Buchstabentaste, ist eine Unit und hast dann zum Beispiel eine 7-Unit-Leertaste. Ah, okay. Sowas zum Beispiel. Kannst dann messen, wenn dann 7 Tasten draufpassen, 7 normale Buchstabentasten, also normale Alpha-Keys, dann hast du eine 7-Unit-Leertaste. Leertaste ist ja nochmal extra gefährlich, wenn du das jetzt als Beispiel nimmst. Da muss man ja noch gucken, ob dieser das ist ja meistens, sind es ein oder zwei sind es meistens, Schalter und du hast noch so einen Metallbügel manchmal. Also bei denen. Genau, also normalerweise, genau, ein Schalter ist es meistens und genau der Stabilisator. Damit deine Leertaste, weil wenn sie in Mitte auf einem Schalter sitzt, dann kippelt die sonst nach rechts und links. Deswegen hast du deinen Stabilisator drin. Genau. Aber im Normalfall, ich hätte es nicht gehört, dass es jemand schon mal irgendwie Probleme damit hatte. Das kann man schön schauen. Weil du hast in einer Leertaste, hast du meistens bei den Standard-Keycap-Sets zum Beispiel 6 Möglichkeiten, das Ganze auf einem Switch aufzubringen. Quasi, du hast unten drin 6 Kontaktmöglichkeiten zum Switch und dementsprechend kannst du eigentlich mit der Leertaste fast nichts verkehrt machen. Ah, okay. Ich hab ein Notebook, da ist die Leertaste tatsächlich der Grund, warum ich das Notebook nicht benutze. Das Pinebook in dem Fall ist, die Tastatur ist unerträglich, weil die Leertaste, wenn du die nur ein bisschen schräg mit dem Finger erwischst, dann klemmt die, dann geht die nicht runter. Oh. Und das liegt halt genau daran, wahrscheinlich daran, das heißt, ich vermute es, dass die einfach nicht gescheit stabilisiert ist. Und dann, das klingt auf jeden Fall stark danach, wenn du da auf eine Seite runter drückst und der geht auch nur auf einer Seite runter, dann, ja, klingt nach schlecht stabilisiert. Ja, das war sehr ärgerlich tatsächlich, weil das Notebook war eigentlich tatsächlich als Editor gedacht. Und dann ist die Tastatur nix. Ja, blöd. Ohne Leertaste macht das wenig Spaß. Und gibt's denn jetzt, also du hast jetzt ja Double Shot schon gesagt, also das ist ja im Grunde eine extra Form von Taste, die gegossen oder Keycap, die gegossen wird. Das heißt, du hast einmal eine helle Plastik
Da kannst du durchleuchten, beziehungsweise das ist dann die Schrift. Vielleicht ist die auch dunkel, keine Ahnung. Und dann hast du nochmal die eigentliche Plastik der Taste. Ja, und das wird dann zweimal, sagen, shot, weil es in dieser Plastik Spritzguss, Spritz, Plastik, wie heißt denn das? Es heißt Injection Spritzguss Molding. Spritzguss heißt es, genau. Es gibt aber noch die Variante, ich weiß gar nicht, ob die neu ist, aber ich habe das erst vor kurzem gesehen, diese Pudding Caps, glaube ich, heißt das, wo du, also das ist gerade für solche RGB-Tastaturen interessant, wo der untere Teil der Tastatur oder der Taste von dem Keycap durchsichtig ist. Und dann ist nur obendrauf, also es hat nichts mit dem Schreibgefühl zu tun, sondern obendrauf ist die Tastatur dann nicht mehr durchsichtig, quasi wie lackiert. Und du, vielleicht schimmert noch der Buchstaben oder die Zahl durch. Ja, genau. Das ist doch perfekt für meine, wenn ich LED haben will, ist das perfekt, genau, ohne Beschriftung. Genau. Und sieht auch noch lecker aus, weil Pudding, das kommt nicht von ohne, das sieht wirklich aus wie irgend so eine Praline oder so. Pudding Keycaps, hab ich noch nicht gehört. Okay, und das wird dann auch zweimal gemacht. Die machen erst eine Schicht schwarz in dem Fall, wenn es schwarze obere Seite sein muss, und dann machen sie von unten dann nochmal eine Schicht irgendwie durchsichtiges Plastik drauf. Interessant. Oh Mann, da kann man ja wirklich sehr verwirklichen und individuell zusammenstellen. Man verliert sich sehr schnell drin, definitiv. Das ist ein tiefgreifendes Hobby. Also ich habe mir jetzt hier schon notiert, ich muss mir jetzt irgendwelche Key-Switch-Probier-Pakete besorgen und ich muss mal gucken, ob ich andere Keycaps hinkriege. Weil der Grund, warum meine Frau auch immer an dem Rechner, wo ich jetzt hier gerade sitze, verzweifelt und sich dann immer eine Tastatur noch parat daneben hat, die sie einstecken kann, ist, dass da wirklich nichts draufsteht. Und du natürlich dann, besonders wenn du Fenster wechselst, also ich habe jetzt ja ein Fenster offen, das geht auf eine Linux-Maschine und das andere Fenster ist der Mac selber, dann hast du aber immer nochmal andere Tastenkombinationen in den einzelnen Fenstern. Also weil der Mac macht ja nicht Steuerung C, Steuerung V für Copy-Paste, sondern der macht natürlich eine extra Taste, Command-C und Command-V. Das ist natürlich blöd, wenn du das auf den Tasten nicht draufstehen hast, was da jetzt was tut. Hast du da eigentlich Bedarfe oder irgendwelche Einstellungen gemacht, dass du sagst, das, wenn du ein neues Betriebssystem kriegst oder irgendein Terminal konfigurierst, dass du da standardmäßig irgendwelche Einstellungen vornimmst, damit du gleiche Tastenbelegungen hast, oder benutzt du die Standards? Jetzt muss ich geschwind überlegen. Ich glaube, ich bleibe eigentlich so bei den Standards. Ja, ich glaube, das Einzige, was ich mir sonst immer umkonfiguriere, ist so Geschichten wie die Standard-Linux-Befehle. CD etc. Also ja. CD-Doppelpunkt oder CD-Punkt-Punkt einfach auf Punkt-Punkt oder das LS-LA ist es, glaube ich, einfach auf LL habe ich es, glaube ich. So, dass du da ein bisschen schneller manövrieren kannst, aber sonst benutze ich da eigentlich die Standardgeschichten. Ja. Das wäre ja auch perfekt, wenn man die Tasten neu belegt. Ich glaube, du könntest theoretisch sogar, du kannst dir einen Layer anlegen mit Tastenkombinationen. Dass du sagst, du gehst auf Layer 3 deiner Tastatur und hast dann im Prinzip da, wo das Q ist zum Beispiel, hast du dein Steuerung V. Ah, okay. Ich glaub, das funktioniert sogar. Kann ich bei einer Standardtastatur, also ich meine, ich kenne jetzt bei der Standardtastatur, also Layer würde ich jetzt denken, bezeichnet, wenn ich eine Steuerungstaste drücke plus irgendwas anderes oder beziehungsweise wenn ich den kompletten Layer der Tastatur umschalte. Also ein Caps Lock macht im Grunde nichts anderes, als ein Layer umzuschalten. Ich glaube, so ist es vergleichbar, ja. Ja. Also das auf meiner Tastatur zum Beispiel habe ich rechts und links von der Leertaste das Page Up und Page Down. Das schaltet quasi zwischen Layern um. Mhm. Du kannst, jetzt muss ich kurz überlegen, Layer 1 ist der oberste und dann schaltest du nach unten mit Page Down. Das heißt, du gehst dann auf Layer 2, hast dann da dein Ziffernblock zum Beispiel drauf und solche Geschichten. Wenn du dann dreimal auf Page Down drückst, bist du quasi auf Layer 4. Genau, Layer 4 und kannst dann da deine Tastenkombination zum Beispiel hinterlegen. Ich glaube, ja, im Prinzip ist es das gleiche, wie wenn du Caps Lock drückst. Genau, also du schaltest halt tatsächlich zwischen mehreren Tastaturlayouts hin und her. Das kann ich ja bei mir dann auch einrichten. Wo du zum Beispiel sagen kannst, wenn du in einem speziellen Editor bist, dann gehst du auf Layer 2 oder Layer 3 und hast dann zum Beispiel bei Control, wenn du Control irgendwas drückst, dann macht das eben nicht die Software, sondern dann spielt halt zum Beispiel die Tastatur sowas wie ein Makro ab, wo dir halt dann irgendeine andere Tastaturkombination simuliert wird. Also so kannst du das verwenden. Genau. Okay.
Ich habe auf der Tastatur hier, wo ich davor sitze, habe ich noch ganz viele Tasten, die ich noch nie benutze. Nie benutzt habe. So F13 bis F19 zum Beispiel. Dann könnte man ja theoretisch... 24 Stück gab es früher, ne? Also das war so der... 24? Okay, die Tastatur ist, also bis F19, das ist so das Maximum, was ich kenne. Krass. Mich ärgert immer tatsächlich an den Tastaturen, und das ist etwas, was ich nie umgelegt habe, aber wo ich jetzt drüber nachdenke, wahrscheinlich mal demnächst umlegen sollte. Ist euch aufgefallen, dass Editoren auf verschiedenen Betriebssystemen die Page Up, Page Down und die Ende und Zeilen, also Home und End-Tasten unterschiedlich belegen, unterschiedlich verwenden? Also, ich muss sagen, ich benutze sie nie. Ich benutze die immer zum Beispiel auf der Kommandozeile, oder wenn ich wenn ich einfach in so einem Ding drin bin hier und dann Page, also das ist ja quasi Home, das ist Ende, dann springt es an Anfang und ans Ende. Und wenn ich Steuerung gedrückt halte, kann ich mit den Cursor-Tasten zwischen verschiedenen Elementen von einer URL oder von einem Text zwischenwechseln. Und das funktioniert tatsächlich nicht gut auf anderen Betriebssystemen. Also Mac zum Beispiel ist so ein Fall, der macht das anders. Und da kannst du nicht so einfach zwischen den verschiedenen Punkten hin und her wechseln. Und vor allem funktioniert die Endetaste meistens nicht, dass man dann in Text irgendwo ans Ende springt oder sowas. Okay. Also das hängt tatsächlich beim Mac, es ist eines der Dinge, die beim Mac scheiße sind, finde ich. Das hängt davon ab, wer das Textfeld implementiert hat. Manchmal geht's und manchmal nicht. Das hat sich auch mal in der Zeit, seitdem ich Mac benutze, hat sich das auch irgendwann mal geändert. Habe ich mich aber nie so richtig darüber beschwert. Man merkt es halt wirklich nur in Texteditoren. Also Atom auf einem Linux oder auf einem Windows lässt sich anders bei solchen Page-Ende oder portweise springen Sachen bedienen wie einen Atom auf macOS. Und ich dachte vielleicht, dass ihr auch schon irgendwelche Lösungen dafür gefunden habt. Ja. Also bei Vim, wenn du mit Vim Shift-H kommst du an den Anfang von der Datei und mit Shift-L kommst du ans Ende von der Datei. Das heißt, ich brauche da Build-Up, Ende etc. brauche ich so gar nicht. Wörter überspringen kannst du mit Shift und rechts. Kannst du mal ans Wortende. Ist ganz nett. Kannst auch ans Zeilenende mit... Aber Shift ist doch Select. Shift ist doch ein Select, Text-Selektieren-Funktion. Tatsächlich ist das bei Vim anders. Wenn du im... Du musst in dem Modus sein, ja, du hast natürlich... Genau, das habe ich jetzt nicht im Bearbeiten-Modus. Genau, dann hast du da dein Shift und kannst dein Wortende springen, an dem Wort anfangen, Dokument anfangen, Dokument Ende. Von daher, Bild ab, Bild runter benutze ich so gar nicht. Kann ich so leider Pluma gibt's nichts zu sagen. Hallo. Okay, Steuerung hüpft zwischen den einzelnen Elementen hin und her, und mit Shift markiere ich und kann auch ganze Worte markieren. Das geht schon. Und Home ist an Anfang, Page Ende. Page springt dann seitenweise oder ans Ende, und ich glaube, Steuerung Page springt dann an das ganze Ende des Dokuments oder Shift. Andreas, du kennst das doch aus den Quelltext-Editoren. Meinst du das Hoch- und Runterspringen? Ja. Ach, schon ewig lange nicht mehr verwendet. Ja, mich treibt, also auf dem Mac beim Programmieren, und ich meine, da hast du jetzt gesagt, Philipp, dass du jetzt weniger programmierst, da treibt mich eigentlich in den Wahnsinn, deswegen ist mir das bei dem Keyboard jetzt auch schon aufgefallen, dass tatsächlich die wichtigen Tasten beim Programmieren auf den normalen deutschen Tastaturen überhaupt nicht drauf sind. Also eine geschwungene Klammer zum Beispiel. Du hast jetzt eine geschwungene Klammer tatsächlich hier auf deiner Tastatur drauf, was extrem cool ist, und du hast auch einen Backslash da drauf. Das heißt, das ist eigentlich ganz gut. Es fehlt halt jetzt auf den ersten Blick, ich glaube, das geht jetzt hier drüben noch weiter, in Anführungsstriche und eine Backticks und sowas. Oh, das ist eine gute Frage. Die habe ich wirklich tatsächlich nicht drauf. Die wirst du nicht benutzen. Also ich wüsste jetzt nicht, wo man die auf der Shell... Wüsste ich nicht, wofür man die braucht. Wahrscheinlich auch nicht. Beim Programmieren brauchst du die ständig, und ich brauche die eigentlich nur zum Escapen in Markdown. Da brauchst du Backticks für, wenn du Code einfügst in Markdown. Dann brauche ich einen Dreier Backtick. Stimmt. Aber das ist Backtick und Tilde, nee, nicht Tilde, ne? Die Apostroph und wie sie alle heißen, komme gar nicht auf alle Namen, das sind ja auch wieder drei belegte Tasten, die alle unterschiedliche Geschichte haben. Aber weißt du, was wirklich das Schlimme ist, wenn du mal deine eigene Tastatur konfiguriert hast? Ja. Und gerade diese Sonderzeichen überall sonst liegen hast.
Du findest auf einer normalen Tastatur nichts mehr. Das ist irre. Das ist richtig. Also man gibt sich da schon, ja, ziemlich tief begibt man sich da rein und dann ist man nicht mehr so für die Allgemeinheit zu gebrauchen, wenn man da mal an der normalen Tastatur sitzt. Das ist schon relativ schwierig. Also bei uns in der Firma noch eine ganz furchtbare Microsoft-Tastatur. Rubber Dome. Ich glaube, mehr als 5 € wird die nicht gekostet haben. Mhm. So wirklich Wegwerftastaturen und die sind so furchtbar. Standard-Layout. Und es ist, wenn ich jeden Abend am Laptop sitze, zum Beispiel, und da schon von den Funktionsweisen her. Ich habe in Linux laufen mit X-Monat als Windows-Manager. Mhm. Wirklich rein Tastatur, mit der Tastatur zu bedienen. Kein Trackpad, gar nichts. Und dann kommst du ins Geschäft und hast halt irgendwie die Tastatur und musst diese bedienen mit dem Windows zusammen. Das ist so, ja, man gewöhnt sich da an sein System, was man hat. Und das ist bei Tastaturen natürlich auch nichts anderes, ganz klar. Und dann, wenn du vor einer anderen Tastatur sitzt als vor deiner eigenen, wird es eh schlimm. Aber deswegen habe ich ja die kleine 40%. Die passt gut in jede Tasche rein, die kann man gut mitnehmen und überall anstöpseln. So der noch ein Vorteil von den 40% Keyboards. Ja, und weil du sie theoretisch programmieren könntest mit deiner eigenen Firmware, hättest du ja sogar die Möglichkeit, dass du die so weit umschaltest, dass sie sich tatsächlich an den Rechnern so benimmt. Also wenn du weißt, du bist jetzt an einem Windows-Rechner, dann machst du irgendwie deinen internen Setup 1 und an einem Wald- und Wiesen-Linux-Rechner machst du halt irgendwie Setup Nummer 2 und dann bedient die sich im Standard-Layout, das man wahrscheinlich vorfindet, dann hoffentlich dann auch gleich. Also ein bisschen Arbeit ist das sicherlich, aber ich glaube, gar keine schlechte Sache. Du hast das X-Monat erwähnt, das will ich jetzt auch gleich mal hier auf den Bildschirm werfen. Ja, also das ist die grafische Version von Screen sozusagen. So könnte man es, glaube ich, am ehesten beschreiben, ja. Das ist vollkommen richtig. Also einfach, ja, perfekt drauf ausgelegt, wirklich rein mit Tastatur benutzt zu werden. Diese Tiling-Windows-Manager oder Window-Manager, wirklich dann auch dafür gemacht, dass so Bildschirm perfekt ausgenutzt wird vom Platz her. Es ist herrlich. Also ich habe früher ganz, ganz lange Openbox, hieß es, glaube ich, benutzt. Mhm. Weil ich dann doch auch dieses, das Minimalistische mag einfach. Also ich brauche jetzt kein System, was irgendwie groß KDE und was weiß ich nicht noch alles laufen lässt, wo allein dafür schon mal jede Menge Ressourcen draufgehen, sondern dann halt wirklich ressourcensparend. Und da kam dann halt irgendwann X-Monat. Und habe gedacht, probiere ich aus und das ist eigentlich so echt ein super Ding. Ah, okay. Und das steuerst du wirklich komplett über Tastenkombinationen. Wenn du da einmal drin bist, das dauert 3-4 Tage, dann hast du es, glaube ich, drauf, was deine Tastenkombinationen sind. Und dann kannst du dich da, du bist schneller, du sparst mehr Ressourcen an deinem Rechner. Ich glaube, ich habe aktuell eine CPU-Auslastung. Gut, okay, das ist das Studio-Link, aber von 10%. Mhm. Naja, kleine Desktop. Das ist ja sowieso das, was ich bis heute nicht verstehe, warum Desktop-Manager oder auch bei Windows, warum da so viel Rechenleistung für sowas wie User-Interface-Zeichnen drauf geht, obwohl das eigentlich doch, wie soll ich sagen, das soll doch bei abfallen eigentlich. Aber das sieht man auf den Raspberry Pis mittlerweile sogar, ne? Die können mittlerweile, haben die genug Rechenleistung, dass sie Compositor und so weiter können. Kann man einschalten, dann kriegt man auch schön Schatten und so Zeug, aber da wird er merklich langsamer, wenn man genug Monitore angeschlossen hat. Wird dann wahrscheinlich aber auch ordentlich warm, oder? Die Dinger gehen. Könnte ich mir vorstellen. Also ich habe ja so ein Argon One Gehäuse. Das ist quasi ein Block Aluminium. Das Ding wiegt, glaube ich, ein halbes Kilo. Der bleibt also bei 40 Grad oder so. Da wird der nicht wirklich warm. Das ist vertretbar. Ja, also Lüfter zum Beispiel, der da eingebaut, das geht nicht an. Okay. Gut, Aluminium leitet natürlich auch wunderbar Wärme dann ab. Mhm. Ganz klar, das ist natürlich spitze. Und das Gehäuse hatten wir vor einer Weile mal angeschaut, ne? Den Link mussten wir, war das nicht sogar das letzte Mal? Das letzte oder vorletzte Mal tatsächlich. Ja. Das Argon One ist ein super Gehäuse für Raspberry Pi 4, kann ich jetzt nur empfehlen. Hat einen einzigen Schönheitsfehler, weshalb ich es nicht für die Arcade-Maschine benutzt habe. Es hat ein Feature und einen Schönheitsfehler, kann man so sagen. Es hat einen Power-Button. Das heißt, wenn da Strom dran geht, geht es nicht automatisch an. Das kann man gut finden oder auch nicht. Okay. Auf jeden Fall ist es für so eine Arcade-Maschine, da denkt man blöd, weil da müssen wir den Rechner nochmal separat einschalten, das will ja kein Mensch. Aber tatsächlich ist es intern super krass aufgebaut und hat, man sieht es hier, das ist alles Alu und geht direkt auf die CPU drauf und so. Gut. Aber macht auch den Rechner warm und ich benutze eigentlich auf allen meinen Rechnern tatsächlich diesen komischen, wie heißt das Ding denn hier eigentlich? Das bei Ubuntu immer dabei ist. Mate. Ah. Den benutze ich normalerweise. Und
in einem früheren Leben habe ich immer Afterstep oder IceVM oder sowas benutzt. Also die wirklich kleinen Sachen. Openbox. Aber das Mona, das muss ich tatsächlich mal probieren, das klingt interessant. Ist komplett geschrieben in Haskell. Ich habe keine Ahnung von Haskell, aber ich habe es hinbekommen, das Ganze zu konfigurieren und zum Laufen zu bringen. Von daher, also das ist. Ja, okay. Es macht Spaß. Es ist ein toller Window-Manager auf jeden Fall. Wenn ich Haskell höre, dann ist meine erste Reaktion Angst und ich will in die andere Richtung. Andreas, lehrst du auch Haskell? Also hier unser, wie heißt das, deklarative Programmierung? Nee, mit funktionalen Programmiersprachen. Bin ich ehrlich, ich wurde da nie warm mit. Funktional, ja. Ich musste es einmal tatsächlich in der Klausur korrigieren. Das war aber nicht meine Aufgabe. Es war ein Graus für mich. Also, aber ich glaube, das ist ähnlich, wie wir das vorhin bei den Tastaturen hatten. Es gibt sicherlich Anwendungsfälle, wo das durchaus Sinn macht. Rekursiv kann man damit super programmieren, wenn man das gewöhnt ist. Das ist nicht meins, da bin ich auch ganz ehrlich. Ich finde das jetzt total überraschend, dass ein Window-Manager in dieser Programmiersprache programmiert ist. Das ist krass. Also ich kann meinen Kopf ja gar nicht drum rumwickeln gerade, wenn man das in Haskell programmiert, aber okay. Warum auch nicht? Monat. M-O-N-A-T. Mit X davor, X-Monat. X-Monat. Genau. X-Monat. Ja, Monat heißt, glaube ich, noch was anderes. X-Monat, Tiling Window Manager. Tatsache, Haskell, Smart Programming Practices, Crash-Free Experience. Ja, okay. Wenn man von Windows kommt, ist Crash-Free sicherlich echt ein Attribut. Ja, da stürzen manchmal im Browser ab, Andreas. Ja, aber das war ja noch nicht mal der Microsoft-Browser, der abgestürzt ist. Ja, das heißt ja nichts. Also. Ah, guck mal. Jetzt haben wir so viel über Tastaturen geredet, aber das Keyboard-Layout, das haben wir noch nicht drüber gesprochen, was ich jetzt hier gerade auf dem Bildschirm gepackt habe. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Das habe ich aber, das ist das, was ich in Frankreich Heliodox, gesehen habe. Heliodox, glaube ich. Das ist eine Tastatur, die hat so Mullen. Also man muss sich das so vorstellen, man sitzt da, man packt seine Hände da drauf, auf so Ablagen. Und beide Hände sind voneinander recht weit entfernt, würde ich sagen. Und die Tasten sind so um die Hände herum, so ein bisschen, so nach unten. Also das ist so wirklich so in einem Halbkreis irgendwie geformt. Und man tippt dann so die Tasten auch schräg an, wenn ich das richtig sehe. Das muss ja ergonomisch. Ich habe es noch nie benutzt. Die Menschen sagen bestimmt, das ist total toll ergonomisch. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Endgegner an Ergonomie. Der Endgegner. Also da gibt's noch andere Geschichten. Warte mal, geschwind, ich schau dir da mal. Weißt du, wie die heißt, dass wir das Ding mal irgendwie größer kriegen? Dieses Layout? Daktyl Manuform ist so das. Daktyl. Schau mal. Genau, also D-A-C-T-Y-L. Aber funktioniert für euch sowas? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe leider auch noch keinen in den Händen gehabt. Also probieren würde ich es gern. Oh, wow. Aber die selber bauen ist, glaube ich, ein 3D-Drucker. Holla, die Waldfee. Aber mit 3D-Drucker musst du da aber schon einen guten 3D-Drucker haben, damit du das so genau hinkriegst, damit das nicht alles krumm und schief ausschaut. Also selbst auf den manchen Fotos hier von den Hardware, die es gibt, sehen die Dinger doch immer so irre schief aus. Krass. Okay, aber was sieht man denn da überhaupt? Das sind Steuerungstasten. Die Tasten gibt es alle mehrfach scheinbar. Also ich glaube, bei der hast du vorne die Tasten, die von den Daumen bedient werden, sind, glaube ich, auch immer noch Layer-Tasten. Ich glaube, da hast du immer noch ein paar Layer mit drauf. Ah, nee. Da sieht man das Control. Nee, da steht nur Quatsch drauf. Die Leute legen sich die Tasten natürlich dann auch, wie sie wollen. Ja, natürlich. Aber wäre das was für euch? Also könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ich könnte mir das schon vorstellen. Probieren will ich das auch auf jeden Fall mal, weil das sieht jetzt nicht schlecht aus. Ach, hier sieht man auch, was ich meine. Dass das so unglaublich schief ausschaut. Also ich finde, man sieht oft auf diesen Dingern, dass da die Abstände alle ungleich sind und dass das alles nicht so richtig zusammenpasst. Keine Ahnung, ob man dann irgendwas daneben tippt oder so, wenn das anders wäre. Aber das, man sieht ja die Cursor-Tasten in der Mitte. Which up, also mir tun die Hände aktuell schon weh, rein vom Anschauen. Von dem. Also ohne Handauflage kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen gerade. Ja. Also die Handauflage war ja bei den meisten, also wir haben jetzt in Bildern, wenn man das googelt, dann sieht man auch so getrennte Tastaturhälften, die aber keine Handauflage haben. Und so in der Luft ist das, glaube ich, nichts. Handauflage ist da, glaube ich, wirklich. Also ist für mich schon mal außen vor, weil WASD funktioniert auf der Taste, auf dem Layout nicht ordentlich. Nee, das glaube ich auch. Also,
Oh Gott, das scheint was für... Also ist, genau, das ist da toll, sieht man auch schön, wie die Dioden reingelötet sind. Ja, oh. Ja. Aber da siehst du auch 3D, das ist selbst gedruckt. Ja? Also ja, das druckst du selbst. Genau. Wahrscheinlich kriegst du die Pläne dafür aber auch. Also das dürfte nicht mehr heutzutage das Problem sein. Aber wo ist auch ein Drucker, der so ein großes Teil überhaupt drucken kann? Keine Ahnung. Aber Philipp, wie du sagst, das ist der Endgegner, was Ergonomie angeht. Ja, das kann ja gut oder schlecht sein. Das heißt, es tut dann alles weh oder es funktioniert gut? Meine Güte, es gibt Tastaturen. Also das ist jetzt ja nochmal echt so ein krasses. Kennst du noch andere, die so ähnlich krass ausschauen wie das, was wir jetzt hier gerade sehen? Weil das ist ja nun schon, das würde jetzt ein normaler Mensch, der so Wald- und Wiesentastaturen nur kennt, möglicherweise nicht als Tastatur identifizieren, das Ding. Da gibt's noch eine andere, aber da fällt mir der Name gerade nicht. Ich schau gerade mal. Die ist nämlich auch nett. Die bedienst du nur. Du hast im Prinzip pro Finger hast du 4 Taster. Du steckst deine Finger in Löcher rein und bedienst die Tastaturen nur, indem du deine Finger hoch, runter, rechts, links machst. Ist, Braille. Das ist eine Braille-Tastatur, oder? Ist das eine Braille-Tastatur? Das Braille-Keyboard jedenfalls funktioniert so. Es gibt's auch, ich weiß nicht, das könnt ihr selber mal probieren, wenn ihr wollt. Das ist vielleicht ein Tipp. Genau, da hier sieht man, das sind einfach bloß 6 Tasten. Und man kann das auf ein Android und auf iOS kann man das einfach einschalten als Tastatur. Dann kannst du das Telefon einfach rumdrehen. Ja. Du kannst mit 3 Fingern auf jeder Seite da so, also dann hältst du es tatsächlich wie so eine Tafel Schokolade. Und kannst dann da drauf rumtippen. Da unten, da sieht man es. Und kannst alle Buchstaben tippen. Also komplette Alphabet funktioniert da. Und ich habe ein Video retweetet letzte Woche, glaube ich. Da hat das auch eine blinde Frau auf einem iPhone gemacht. Und das war krass, wie schnell die war. Genau, ich glaube, das ist das Braille-Keyboard heißt. Virtual. Nee, es ist nicht ganz. Okay. Es gibt noch ein anderes. Ja, das wäre tatsächlich was ich auch mich interessieren würde. Also ein Keyboard, was tatsächlich aus möglichst wenig Tasten besteht und wo ich vollständig alles tippen kann mit einer Hand. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. So die Maushand, da hat man dann ja doch mal ab und zu mal irgendwie ein wenig Aua. Und da würde ich dann... Weißt du, was ich gerade denken muss? Ein Film, es gab mal einen James-Bond-Film, ich glaube Tomorrow Never Dies, wo der Chef von so einer Zeitung, der typische Bösewicht eben in James Bonds, der wollte, glaube ich, so die Welt übernehmen. Das glaube ich, das möchte ja der Bösewicht immer. Und der stand in seiner Schaltzentrale und hatte da so eine vollständige Tastatur in der Hand und hat da genau das, was du sagst, Daniel, nur mit einer Hand drauf getippt in einer abartigen Geschwindigkeit, wo ich mir immer gedacht habe, so schnell kannst du mit einer Hand auf einer kompletten Tastatur ja gar nicht tippen. Ah, okay. Ja, also mit einer kleineren Tastatur könnte ich mir das dann schon eher vorstellen. Naja, genau, wenn es nur 3 oder 6 Tasten sind oder so, dann, also ich meine, 6 Finger hast du nicht, aber 5 Finger und dann die Kombination daraus, also vielleicht verlierst du halt die Ziffern, aber so die Haupttasten könnte man doch möglicherweise dann da rausbekommen. Dass man irgendwas hätte, wo man Texte relativ zügig tippen kann. Aber das ist ja dann nochmal was komplett anderes. Also ich kenne nur Braille mit so wenig Tasten, tatsächlich. Ich finde sie leider auch nicht mehr. Ich weiß auch den Namen nicht mehr. Es ist einfach nur relativ rund, tiefe Löcher, wo du deine Finger reinsteckst. Sieht ziemlich abgefahren aus. Es hat mich erinnert an Naked Lunch, kann das sein? Die hatten auch abgefahrene Tastaturen. Der Film Naked Lunch, kennt ihr den? Nee. Oh, den müsst ihr anschauen. Naked Lunch, noch nie gehört. Naked Lunch, ein wunderschöner Film. Ein Science-Fiction-Film? Ich sehe, also das... Ja. Okay, das nehmen wir mal mit als Empfehlung Naked mit hier. Lunch. Science-Fiction, ja doch. Also hier steht ja Science-Fiction. Okay, aber da ist eine... Genau, ist vielleicht nicht ganz im üblichen Sinne von Science-Fiction. Viel Käfer, viel... Oh Gott. Sehr wirres Zeug. Oh, wenn jetzt hier Käfer schon als Stichwort kommt, ich kann ja mal von meinem Leid klagen. Ich habe 2 kaputte Monitore mittlerweile seit unserer letzten Aufnahme, Andreas. Die sind nicht ganz... Was ist mit deinen Monitoren? Die sind nicht physikalisch ganz kaputt, aber pass auf. Ich wohne hier ja relativ auf dem Land. Und es ist ja jetzt dieses Jahr schön warm. Und wir haben jetzt gerade Kornsaison. Das heißt, wird gerade irgendwie Korn geerntet. Okay. Und Staub? Kennt ihr Gewittertierchen? Oh, die kleinen Gewitterkäfer, die kleinen schwarzen. Die kleinen schwarzen Viecher, ja. Genau. Und
diese Gewitterviecher da, die sind die schweben ja so, ja genau, hier so am Bild mal. Das sind so völlig winzig kleine Dinger. Die schweben hier in der Luft umher und sind überall. Und bei uns sind die ganz, 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 ganz schlimm gewesen dieses Jahr. Ich habe zwei Monitore. Die Viecher schaffen es, in den Monitor reinzukriechen, zwischen Display, LCD und Hintergrundbeleuchtung und dann da zu sterben. Wie Entschuldigung. Ja. Also es sind ja mehrere Stufen der Eskalation, die da stattfinden. Also ja. Zuerst müssen die mal in deine Wohnung oder in dein Haus rein. Das ist kein Problem, ne? Du lüftest ja und die Viecher sind ja leichter, wie man denkt. Und die schweben so mit umher. Die haben ja keine eigenen Flügel scheinbar. Aber sind halt, die schweben halt so umher. Also wenn ich jetzt mich hier vor die Tür gehe, einfach nur, dann habe ich auf dem Arm locker innerhalb von 5 Minuten irgendwie 10 Stück. Kein Problem. Und es gibt, die schweben einfach hier, besonders wenn geerntet wird und dann viel Staub oder so von den Kornfeldern kommt, scheinen die immer durch die Luft zu schweben. Und dieses Jahr war das so besonders schlimm, dass die dann halt hier irgendwie auch in meinem Büro rumgeschwebt sind. Mhm. Und jetzt ist tatsächlich bei einem Fernseher, sind sie dahinter gekrochen. Ich habe bei einem, da war ich gerade in der Telefonkonferenz und sehe dann plötzlich wieder so ein Viech auf dem Display läuft und will es so wegmachen, es geht nicht. Und dann habe ich das dann so aus dem Display so rausgekitzelt, so zur Seite hin und dann ist es dann da weg gewesen. Aber tatsächlich bei dem Fernseher und bei dem Monitor, einer der Monitore, die ich jetzt gerade hier anschaue, ist genau dazwischen gekrabbelt und dann da gestorben. Die geht jetzt auch nicht wieder raus. Also da habe ich jetzt einfach so ein schwarzes Gewittertierchen so mitten im Bild und zwar unter dem, also es ist wirklich, du siehst es, das wechselt auch die Farbe mit, ja, wenn das LCD eine Farbe wechselt, dann hast du einfach eine dunklere, weiß ich nicht, blau oder grün oder sowas. Aber bei weiß und du siehst halt tatsächlich das Viech vor der Hintergrundbeleuchtung. Also erste Frage, gibt es eine Versicherung, die das deckt? Dann denke ich, also so Wildunfall kennst du doch auch, oder? Also viele Autoversicherungen decken ja Wildunfall. Und da gibt es da Abstufungen, also ob du jetzt ein Wildschwein angefahren hast oder ein Hase. Okay, Wildunfall mit Gewittertierchen. Genau. Und dann die andere Sache, das ist ja im Prinzip sowas wie ein Pixelfehler. Also, ja, ich würde sagen, das sind hier auf diesem Monitor sind das locker 100 Pixel. Wahnsinn, okay. Okay, wie kriegt man die raus? Also gar nicht mehr, nehme ich an. Ne? Ich nehme an gar nicht, ich muss das Ding auseinandernehmen. Ach Gott, das ist ja grausam, okay. Herausklopfen, ich habe ja genau, draufgeklopft habe ich schon. Luft. Nee, das du kommst. Da machst du Gewittertierchen im Monitor. Lampe aufstellen, nee, das Viech ist tot. Da ist nichts mehr. Genau. Das kriegst du nicht mehr rausgekitzelt, das kommt auch nicht mehr alleine raus. Ja. Staubsauger, auf gar keinen Fall, weil wie gesagt, das Ding ist zwischen Display und also ungefähr in der Mitte des Bildschirms. Mhm. Und herausklopfen geht auch nicht, weil ich habe schon so auf dem Ding rumgekloppt, das kannst du vergessen. Ist ja auch nicht gerade, da ist ja auch nicht viel Platz so an der Stelle. Genau, und dann würde ich ja nochmal betonen, es ist Elektronik, auf der du da rumklopfst. Ja? Also auch das nochmal an alle, die da zuhören. LCD-Displays sind auch nicht bekannt als besonders schockresistent, wenn man drauf rumschlägt. Ja, ja, ja. Ich muss gerade über Möglichkeit 4 lachen, ne? Abwarten. Abwarten, ja. Der von der Leine. Okay, genau, es kann sich natürlich herausbewegen. Es kann natürlich auch irgendwann verrotten und zu Staub verfallen. Aber, nee, tut's nicht. Okay, das ist natürlich bitter, so Dinger im Monitor zu haben. Es ist nur eins, aber es wäre ja schlimm, wenn es mehr wären. Aber tatsächlich scheint das Problem nicht nur mich zu treffen, sondern aber dieses Mal hat es mich getroffen. Ja, hier sieht man so Bilder, wie das ausschaut. Sieht super aus. Es sind halt wirklich viele von diesen Viechern, scheinen Menschen dieses Problem zu haben. Und stellt euch einfach vor, ihr habt so ein Viech mitten im Bild, was dann so irgendwie so 10, 20 Pixel überdeckt und es geht nicht weg. Ja, aber es ist ja kein, also wenn du da schon Bilder bei Google findest, das heißt, das ist kein Einzelfall, ne? Das ist ja schon. Ja, also ich bin selten Einzelfall, davon gehe ich eigentlich nie aus. Zum Glück ist es nicht in dem teuersten Display, was ich hier habe, drin. Das scheint ausreichend dicht zu sein, tatsächlich. Mhm. Also weil das ist ja auch das Display, soweit ich das verstehe, ist ja auch von hinten auf das Glas draufgeklebt. Ja. Genau, also ich habe da sehr viele Fragen, die mir durch den Kopf gehen, wie so ein Tier da reinkommt, aber. Naja, Viecher in der Luft, das ist halt einfach, hast halt einfach hier rumschweben. Also die sind tatsächlich so winzig und so leicht, dass die wirklich umherfliegen. Ich weiß nicht, bei dir draußen hast du nicht solche Sachen, solche Viecher dann auf dem Arm oder so. So schwarze kleine Dinger. Also doch, also wir haben die manchmal, wir hatten auch vor einer Woche extrem viel Viechzeug. Aber so ein Problem in der Elektronik hatte ich das zum Glück noch nicht. Also, ja, ist ja auch nicht jeder Monitor betroffen. Die sind nur. Aber guck mal, du hast.
Du hast den Klassiker eines Bugs entdeckt wieder mal. Ja, so ist es. Mein Monitor hat jetzt einen Bug. Ist jetzt eingebaut. Na, ein echter Bug. Na gut. Der eine Monitor, um den ist es schade tatsächlich, weil der war sonst fehlerfrei und ich hätte ihn jetzt nicht getauscht. Das werde ich auch nicht tun. Und der andere, der Fernseher, der hat schon ein paar kaputte Probleme. Das heißt, da warte ich eigentlich nur drauf, dass er die Hufe reißt und ich ihn ersetzen darf. Hast du die Tastatur gefunden mittlerweile? Ja. Google doch mal die Data Hand. Data Hand, das klingt schon gut. Das klingt schon super. Ach du großer Gott. Gut, wer das jetzt auch live mitgoogelt, während er den Podcast hört, das sieht krass aus. Das ist ja... Oh, gleich mit Anzeige, was wo ist. Okay, richtig cool wird das jetzt natürlich, wenn du das aufleuchten lässt. Dann wäre es wieder interessant, wenn das leuchtet, was du gerade tippst. Ja, könntest du ja tun. Also, was haben wir denn da? Ach du großer Gott. Ah, okay. Ist das so, dass dann die Finger, die Taster sind sozusagen um den Finger herum. Man steckt die in die Löcher rein und wenn man den Finger nach oben kippt oder nach oben drückt, dann wäre das sozusagen die Taste 1. Wenn man nach unten den Finger drückt, dann Taste 2 und so weiter. So sieht das hier. Ich gehe davon aus, ich hatte selber leider auch noch keine in der Hand, aber ich denke mal, also das sieht zumindest so aus, als hättest du da zum Beispiel für Q, A und Z als normale Geschichte, wenn du deinen Finger nach oben machst, machst du Q, hast dann mit dem Daumen kannst du deinen Shift machen, nehme ich an, oder deine Modi wechseln, sodass du aufs Ausrufezeichen oder auf die 1 dann kommst, je nachdem. Da ist es ja auch ein bisschen andersrum, ne? Du hast ja nicht die Tastatur in der Hand, sondern die Tastatur hat deine Hand in sich. Die scheint aber nicht viel anders zu sein als die normale Tastatur. Also wenn ich jetzt einfach nur das Layout sehe, das ist schon von der Bewegung her exakt das gleiche, wie was du mit einer normalen Tastatur hast. Also du, wenn du jetzt deine Finger befinden sich in der Grundposition, genau auf A, S, D, F, auf der rechten Hand. Ziemlich ähnlich, ne? Ja. Genau, und wenn du nach oben gehst, dann musst du halt nicht den Finger nach oben bewegen, sondern du musst den Finger nur nach oben drücken. Also eigentlich, das würde ich jetzt sagen, auf Anhieb würde man mit dem Ding tippen können. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sauber die bleibt. Wenn man da die Hand das will ich gar nicht wissen. Wenn man da die Hand so vollflächig drauf liegen hat die ganze Zeit, also, das ist ja auch irgendwie... Heute ist der Podcast der vielen Fragen, die offen bleiben, glaube ich, über die wir auch nicht näher sprechen sollten. Ja, aber es sieht ja so aus. Ja. Es sieht ja so aus, als wäre diese Matte, wo die Hand drauf liegt, auswechselbar. Ja, das sieht auch so aus, als hätte er sie sich selber geschnitten. Stimmt. Das könnte sein. Data Hand. Data Hand ist ja krass. Also da gibt es ja Ergonomie zum Maximum. Okay, Data Hand Ergonomic Keyboard. Okay, da gibt es dann auch offensichtlich nochmal extrem Varianten. Und da hier haben wir auch ein Beispiel für, ob die dreckig werden oder nicht. Oben, ne? Das okay. Ja, ich glaube, da erübrigt sich dann die ganze Frage. Und ich hab das Gefühl, dass diese ganzen Kabel, die da noch so rausgucken, nicht so geil sind, wenn man dann noch schwitzige Hände hat. Aber so viel Strom wird da ja nicht sein. Das glaube ich auch nicht. Okay, aber auch interessant selbst gebaut. Also ich glaube tatsächlich... Das erkennt kein Mensch als Tastatur. Niemand erkennt, dass das eine Tastatur ist. Nee, so, und so langweilig wird man auch nicht, dass ich in die Verlegenheit komme, sowas zu bauen. Also ich glaube, es ist eher schon so, also ich bin mal happy, wenn ich irgendwann mir so selbst ein Keyboard noch zusammenstecke, also mit einer Fertigplatine und alles und hier mal vielleicht noch ein paar Switches ausgetauscht habe. Aber sowas ist schon extrem. Ich überlege halt momentan auch wirklich einen Anwendungsfall für sowas. Also ich habe tatsächlich jetzt für mich schon heute den Anwendungsfall mitgenommen für diese Korn-Keyboard, dann mit diesem Display und natürlich, wenn es dann diese Pudding-Caps gibt, dann direkt so Pudding-Caps drauf, dass man dann das Licht einzeln steuern kann, dass man dann jedes Licht quasi auf eine Funktion im Haus oder so legt. Also nicht auf eine Funktion, sondern eine Anzeige aus dem Haus. Vielleicht hat jemand noch, der das dann später hört, eine Idee, wo man eben diese Pudding-Caps auch für ein deutsches Tastatur-Layout bekommt. Okay, brauche ich nicht unbedingt. Ich komme auch, also tatsächlich will ich die Pudding-Caps deswegen, nicht, damit ich gar nichts draufstehen habe. Ja. System-Info. Kennt ihr das? Hat das mal jemand von euch benutzt? Also es gibt tatsächlich für Linux gab es mal eine Software, mit der konnte man das machen. Ich habe bloß vergessen, wie sie heißt. Da konnte man die Keyboard-LEDs, die normalen LEDs, die eingebaut sind, halt als Status-LEDs benutzen. Mhm. Die drei, die es früher da auch oben gab, ne? Mhm.
Das ist aber auch schon ganz, ganz lange her. Das war der letzte Rechner, den ich noch zusammengebaut hatte, wo die Tastatur und sowas hatten. Hey, the Keyboard LED. Nee, das ist. Use CapsLock HDD or Custom Indicator. Ja, genau. Aber das Setlet, genau. Es gab so einen Tool, das habe ich unter Linux benutzt tatsächlich. Und habe dann den Traffic auf einem Keyboard dargestellt. Das ist gar nicht so unpraktisch, wenn man noch niedrigere Bandbreiten hat. Ich glaube, mit dem heutigen Netzen ist das vielleicht auch nicht mehr so. Da willst du in Megabit-Stufen blinken lassen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich leuchtet die doch dann die ganze Zeit, oder? Ja, wahrscheinlich schon. HDD-LED ist ja auch nicht mehr in. Man hört die Festplatten ja heute auch nicht mehr. Mhm. Ist auch eigentlich weggegangen. DataHand. Okay, das sind echt abgefahrene Keyboard-Layouts, die wir da jetzt erwischt haben heute. Und du hast jetzt natürlich nicht nur das Keyboard selber gebaut, sondern du hast dann danach angefangen, drüber zu schreiben. Also nicht nur auf Twitter. Auf Twitter hast du drüber geschrieben. Und genau, ich glaube, auf Twitter gab es. Auf Instagram kommen regelmäßig Fotos. Regelmäßig. Mhm. Einmal im Monat vielleicht. Genau. Und ich habe eine Datenschleuder geschrieben. Genau, da wollte ich hin. Interessanterweise. Ich denke mal, da wolltest du. Genau, ja. Genau. Ja. Ist eigentlich, also ich lese die Datenschleuder schon relativ lang. Wir müssen erklären, was die Datenschleuder ist. Ich glaube, das weiß keiner. Es gibt Leute, die kennen die Datenschleuder nicht. Ich fürchte, das ist, ja. Wie kann man das beschreiben? Das Vereinsmagazin vom Chaos Computer Club, ich glaube, das trifft es am ehesten. Ja. Das Zentralorgan, genau, rund um alles, was den Nerd von heute im Prinzip interessiert. Datenschutz wird viel behandelt. Internet Security, alles drum und dran. Und ich habe gedacht, ja, warum nicht mal was über Tastaturen schreiben? Genau. Und habe dann natürlich mein tolles Selbstbauprojekt genommen und einfach mal angefangen zu schreiben. Und ich meine, gerade in der Zeit, wo viele Leute in Quarantäne saßen, ich glaube, im März habe ich, glaube ich, geschrieben. Und jetzt kam es ja erst raus. Im Druck steht hier. Ist sie schon da? Ich habe meine aber schon in der Hand gehabt. Oh, okay. Also die wurde mir regulär zugeschickt übers Abo. Ich glaube, die war ja, die müsste eigentlich, die wurde ja eine Zeit lang, glaube ich, nicht gedruckt, oder? Nee. Oder war nur digital? Weiß ich gar nicht mehr. Oder wurde es eine Weile einfach nicht geschrieben? Wo eine Pause war? Also es war mal eine ganz, ganz lange Pause drin zwischen der Pause, 97 ne? Ja. Und 98, glaube ich. Da waren mal irgendwie 2 Jahre Pause, 3 Jahre Pause, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da hat sich, glaube ich, das komplette Team von der Datenschleuder neu formiert und alles ein bisschen über den Haufen geworfen und neu gemacht. Und jetzt erscheint es eigentlich wieder regelmäßig. Genau. Und ich habe mir einfach gedacht, ja, warum nicht über Keyboards schreiben? Weil wenn man doch was selber machen will, dann auch Keyboards. Und wie ist der Artikel dann in der Datenschleuder gelandet? Also hast du den dahin geschickt oder? Ich habe wirklich ganz. Oder? Ich kenne da niemanden. Ja. Ich habe wirklich ganz, ganz, ganz oldschool einfach ins Impressum geschaut, von der Datenschleuder geschaut, was es an Kontaktmöglichkeiten gibt und plump angefragt, ob es denn noch die Möglichkeit gibt. Ich habe vor Jahren mal gelesen, dass man noch einfach hinschreiben soll, wenn man irgendwas schreiben möchte. Gesagt, gut, okay, gibt es die Möglichkeit noch? Es kam ein nettes Ja zurück, gerne, über was ich denn schreiben möchte. Habe ich gesagt, das und das. Über Keyboards natürlich, über mechanische im Selbstbau. Einzige Voraussetzung war, es soll keine Werbeveranstaltung werden. habe ich, glaube ich, auch größtenteils rausgehalten. Also ich glaube da. Ja, man muss bis auf die Mikrocontrolle, die ich jetzt da gerade noch sehe. Genau. Aber ich glaube, das ist Voraussetzung, dass man die nennt, da kann man ja nicht. Also es gibt, wie soll man wird, das wird ohne schwierig machen? Ohne. Ja. Wird schwierig ohne. Und ich glaube, da gibt es reichlich Alternativen. Du hast jetzt eigentlich die Bezeichnung, mein AT Mega, da musst du jetzt nichts von denen kaufen, kannst du was anderes kaufen, alles kompatibel. Ganz klar, gibt es ja jede Menge Baugleiche. Genau, und dann hast du drüber geschrieben und hast du da schon jetzt Feedback bekommen, weil ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das schon viele Leute in der Hand haben, das weiß ich gar nicht zum Stand der Aufnahme. Aber du hast es auf deinen Blog geschrieben, ich hab's, das packe ich auch mit in die Shownotes rein. Hast du die Screenshots? Genau, davon? Also da ist auf jeden Fall mein Artikel drin, genau. Kann man es lesen. Nett abfotografiert, liegend im Garten. Aber soll ja auch die Leute eher animieren, die Datenschleuder irgendwie zu unterstützen und zu kaufen, anstatt das bei mir zu lesen. Feedback mäßig, also über meinen Blog selber kommt relativ wenig, aber ich glaube, die Nerdbude selber ist auch, wie gesagt, nur so ein Ventil für mein Gehirn. Also da will ich jetzt auch gar nicht so viel Feedback haben, glaube ich. Das stört mich nicht, wenn da keins kommt. Ansonsten, ich habe das Ganze noch bei Reddit, habe ich es, glaube ich, auch verkündet, dass ich da geschrieben habe. Da gab es eigentlich durchweg positives Feedback. Waren alle doch überrascht, dass es da auch in Deutschland Leute gibt, die sich für sowas interessieren. Weil der größte Teil irgendwie von diesen Keyboard-Enthusiasten, nenne ich sie mal, ist dann doch eher, ja, so USA,
Japan ganz viel, China einige und Australien ist da ganz groß. Genau, aber Deutschland hält sich irgendwie noch ein bisschen zurück. Aber so ein paar Leute gibt es da auf jeden Fall. Und die haben sich gefreut und haben es durchweg positiv aufgenommen auf jeden Fall. Mhm. Also scheine ich nicht so viel Quatsch geschrieben zu haben. Ja, Japan ist mir auch aufgefallen. Das ist auch eines der Momente, wo ich mit den Tastatur-Nerds zu tun bekommen habe. Dieses also, Happy Hacking Keyboard ist ja japanisch. Und das hatten ganz viele in meiner ehemaligen. Ja, ist aber leider so eine Art Rubber Dome. Also ich mag es nicht ganz. Es ist nicht 100% mechanisch. Ja. Hm. Aber es ist irre, was gerade im Japanischen an Keycaps, weil wir es vorhin ja auch hatten, du findest da kaum Deutsche. Es ist wirklich irre, was du an japanischen Keycaps findest. Also wirklich, wirklich enorm, was es da gibt, das ist richtig. Ja gut, die haben ja auch ein paar mehr Zeichen. Da gibt es wahrscheinlich auch noch, also das habe ich jetzt nicht geschaut, aber ich könnte mir vorstellen, dass die dann mit ihren zwei Alphabeten und so doch echt, drei Alphabeten eigentlich, dass die da ordentlich sind. Also gar nicht wegen den Zeichen, also wirklich das Customizing. Aussehen? Ja, ja, also schön, also Customizing, findest auch bei Ali, findest letztlich verschiedene, auch relativ günstig, also im Verhältnis relativ günstig, aber jetzt kannst du wieder halt für das deutsche Layout nicht verwenden. Weil sie eben ihre Zeichen drauf haben, ne? Ihr Alphabet drauf haben. Ja, oder einfach nur aus optischen Gründen. Und du ignorierst einfach, was draufsteht. Kannst du natürlich auch machen, ja. Okay. Philipp, wie viele Keyboards hast du jetzt bei dir rumstehen? Das würde mich ja nochmal noch interessieren, weil ich überlege mir die ganze Zeit mein zweites mechanisches. Und natürlich war der erste Hinweis, den ich da freundlich bekommen hatte, freundlich und bestimmt, du hast doch schon eins. Warum brauchst du noch eins? und zwei Hände. Zehn Finger, würde ich eher sagen. Ja. Ja. Ich muss zählen, warte, ich habe eine, die ist hier noch komplett zerlegt. Das ist auch eine mit einem Mikrofon, die habe ich bis jetzt noch nicht benutzt. Ich will erst wissen, was das Mikrofon macht. Es gibt so häufiger, ich gehe am Stock. Das gibt's doch gar nicht. Also ich habe eine von, kleinen Moment, was ist das für eine? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen, welche das ist. Noch besser, dass wenn dein Mikrofon drauf ist. Ja, aber es ist, glaube ich, eher billiger. Von daher will ich erst wissen, was das Mikrofon macht. Mhm. Dann habe ich hier noch zwei ältere Cherries rumliegen. Also gerade auch die Switches machen, machen ja auch wunderbare, schöne Tastaturen. Beziehungsweise haben schöne Tastaturen gemacht. Die alten, die neuen sind brauchbar, aber nicht ganz so schön. In schönem vergilbten Gelb habe ich zwei da liegen. Dann habe ich hier das 60% liegen. Sind wir schon bei 1, 2, 3, 4, 5 mit der selbstgebauten. Jetzt habe ich noch die Anne Pro. Die habe ich ja noch toll über eBay. Das heißt, da nochmal eine extra zusätzlich. Und das war es eigentlich. Also mehr habe ich da gar nicht. Wie wählst du aus, welche du wann benutzt? Nach Lust und Laune. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Also wenn ich, es hat viel auch mit dem Aussehen zu tun, ganz klar. Wenn ich mehr schreiben möchte zum Beispiel, dann nehme ich eher dann doch die 60% mit einem schönen Vintage-Keycap-Set, würde ich es mal nennen. Genau, schöne blaue schöne blaue Switches, schön klickig. Ansonsten, wenn es unterwegs, wenn ich zu Bekannten gehe oder Ähnlichem, nehme ich meine 40% mit. Ansonsten, ja, ist das wirklich... Je nach Lust und Laune wird da ausgewählt. Also du trägst auch wirklich die Tastatur dann mit? Die kleine auf jeden Fall, die 40%, weil die passt wirklich in jede Tasche. Die ist, lass mich schätzen, es sind 8 cm hoch und vielleicht 20 cm lang. Und die passt wirklich überall rein. Das ist wirklich, wirklich praktisch. Also immer eine dabei. Und da fällt mir gerade was ein. Ich habe tatsächlich ein... Auch nochmal so ein 60% Keyboard, eine ganz günstige von 9,99 €. Hier hatte ich nämlich doch, Daniel, erinnerst du dich, als wir über die Raspberries gesprochen hatten? Ja. Die hatte ich mir damals extra für den Raspberry gekauft, weil ich das Ding am Anfang ja nicht gebootet bekommen hatte, eine eigene Tastatur, eine USB-C-Tastatur gebraucht hatte. Oder war das, nee, eine USB-A-Tastatur gebraucht hatte, wo ich ja eine ganze Zeit lang kein einziges Keyboard im Haus hatte. Sowas soll es tatsächlich mal geben, ne? Ja, bei wem? Das muss ein Versehen gewesen sein. Kann es geben, muss ja aber nicht. Also das ja. Man kann ja schon
auch einige Keyboards im Haus haben. Ja, so eine Dinge habe ich hier noch rumliegen. An Fernsehern. Solche Mini-Wireless mit so einem kleinen Dongle dran und einem Touchpad drauf. Die sind furchtbar. Das ist einfach so eine Folientastaturen drauf. Ja, zum Programmieren eher nicht. Ja, zum Programmieren komplett gar nicht geeignet, aber die sind natürlich zum Rumtragen super. Und wenn du irgendwas bedienst. Da habe ich neulich was Interessantes gesehen. Da hat sich einer gerade von dieser Wireless-Tastatur, wo du gerade drauf bist, dieses Trackpad ausgebaut und auf das Korn-Keyboard statt dem Display dieses Trackpad drauf gemacht. Ne, das ist ja auch. So, dass du das Trackpad direkt quasi an deiner Tastatur dran hast und deine Hand gar nicht mehr von der Tastatur lassen musst. Aber, okay, aber bevor ich mir das da ausbaue, das ist ja nun wirklich nicht besonders schön, dann gucke ich mal nach so einem Synaptik oder so. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich das war, aber es war ein relativ kleines Trackpad, Touchpad, genau, und das hat er sich da dran. Cool. Dran gebastelt. Die Idee ist, also tatsächlich ist die Idee und diese Korn-Tastaturen. Ja, verdammt, jetzt, dann kann ich keine lauten Tasten nehmen. Oder welche mit umschaltbarem Lautsprecher. Das gab's ja auch. Ich hab so ein Skript gesehen, das hat dann Tastenklickern gemacht, wenn du getippt hast. Das hat sich das dann angehört, als wenn du, also wenn du getippt hast, wurde dann immer Sound abgespielt. Das hat sich dann letztlich so angehört, als wenn du eine mechanische große Schreibmaschine benutzt. Inklusive Bing beim Carriage Return. Genau. Ja, also diese Tastaturgeschichten, das ist natürlich ein uferloser See. Und wenn ich jetzt überlege, wie viele Tastaturen tatsächlich, an dem Rechner sind jetzt zwei dran. Ich habe jetzt auch nicht so viele hier rumstehen. Ich habe immer die gleichen, diese billigst 10 Keyless habe ich nur. Mit diesen Cherry MX Blues. Wobei die tatsächlich, das sind keine echten Cherry-Tasten, weil das sind zwei auch schon kaputt oder die haben so einen wie heißt das? Debounce-Problem. Ah, genau, guter Punkt. Macht das denn diese Firmware auch? Also das ordentliche Debouncen, weil wenn du diesen mechanischen Schalter hast, dann ist es ja schon so, dass wenn man den nicht ganz genau drückt oder nur so ein bisschen anhaut oder also dass er dann auslöst und halt auch nicht auslöst. Oder zweimal auslöst oder sowas. Ich glaube, das regelt die aber. Die hat da, glaube ich, keine Probleme mit. Muss man ja in der Firmware wahrscheinlich, muss man das ja einstellen können bei diesem QMK. Ach. Doch. Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie drüber nachgedacht und nicht danach geschaut. Weil, ich habe bis jetzt aber auch noch keine Probleme damit. Ja, weil ich das tatsächlich zu vermehrten. Ja. Ich mache auf den System, auf den ich arbeite, normalerweise mache ich tatsächlich ganz komische Sachen mit den Tastaturwiederholraten und so, die drehe ich normalerweise immer auf Anschlag. Ich mache diesen Delay immer auf Maximum runter und Speed auf das Schnellste, sodass, wenn ich da drauf bleibe, ordentlich viele Tasten kommen. Und dann gibt es viele Tastaturen, die haben dann tatsächlich Probleme mit dem Debounce. Also, dass man, wenn man einmal auf eine Taste drückt, dann plötzlich zweimal dasselbe Buchstabe erscheint oder so. Das funktioniert jetzt hier, weil es wahrscheinlich eh über 20 Wege geht. Aber wenn man einen schnell genugen Rechner hat, dann hat man da oft mal Probleme gehabt. Oder ich habe dann oft mal Probleme gehabt. Genau. Also, die Probleme kenne ich gar nicht. Ja, außerdem mache ich meinen Cursor immer auf ganz schnell nervös blinken. Das macht alle Leute, die auf meinen Monitor schauen, nervös. Ich habe gerade noch was bekommen, Daniel. Das sollten wir uns anschauen. Also, nach der Data Hand, also. Es kam noch was Besseres rein. Hast du über den Chat gekriegt gerade? Ja, ja. Ach, ich kann nicht kopieren, ne? Ich kann nicht. Das weiß ich nicht, warum das nicht geht. Das scheint irgendwas mit dem VNC-Viewer zurück zu tun. Ja, ich gebe mal. Warte mal. Okay, ich bekomme das hin. Du bekommst das hin. Tabwithus.com. Kennst du das? Nee. Ich habe es nicht gekannt. Ja, das ist ja so zum Beispiel auch. Ist denn nicht eigentlich der Endgegner oder das Schlimmste für jemanden, der Tastaturen mag? Touchscreen? Doch, definitiv. du hast ja gar keinerlei haptisches Feedback oder ähnliches. Ja. Also Touchscreens sind, ich mag es einfach nicht. Ja, geht mir genauso. Also ich tippe auf jeden Fall. Ich verstehe auch Guck. In Autos nicht. Ach du Schande. So viel zum Thema Endgegner. Das Ding hältst du dann in der Hand. Das sieht aber ja, anscheinend. Okay, ich finde. Das Erste, was ich jetzt gerade denke, wenn ich das einfach mal so in den Raum reinspreche, was ich gerade denke, ist, der Mann wird ein ganz großes Problem mit seinem Arm kriegen. Weil wenn ich ein Werbefoto von sowas mache, dann halte ich das doch nicht so in der maximal unnatürlichen Position, sondern also
Würde nicht jeder normale Mensch, der das benutzt, die Hand einfach neben seiner, also auf seinem Oberschenkel oder neben seinem Oberschenkel liegen haben? Kannst du, du hast doch eine Switch, oder? Also wenn wir gerade dabei sind, Ergonomie, du hast doch auch eine Switch. Ja. Kannst du, also wie benutzt du denn die Controller? Machst du die Joy-Cons ab und benutzt die quasi rechts und links? Nee, das geht also nicht. Viele machen das ja. Das ich geht, kann das gar nicht. Das geht gar nicht. Nee, das kann ich nicht. Das ist furchtbar. Genau, kann ich auch nicht. Also die müssen bei mir tatsächlich also am Gerät sein oder im Controller. Ja, vor allem müssen sie zusammen an einem Ding sein, weil wenn die voneinander getrennt sind, dann funktioniert das alles nicht mehr. Ist diese ganze Koordination kaputt. Das ist, glaube ich. Also vielleicht sind wir da oldschool, dass wir einfach von den alten Nintendo-Controllern so trainiert sind, dass du deine Hände immer so aneinander halten musst. Ne? Also das Ding. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das könnte. Ja, vor allem, das sind ja jetzt auch nur 4-5 Finger. Der simuliert dann, also ich, ohne das jetzt zu kennen oder gesehen zu haben, wird doch da bestimmt dann einfach nur so eine Lufttastatur simuliert und du bildest dir dann ein, du tippst in der Luft rum. Ja, guck mal. Ah, okay, da ist so ein Video. Ja, ja, ja. Also der tippt dann da irgendwie auf dem Boden rum. Okay, das sieht furchtbar aus. Aber ich glaube, es geht darum, wie oft der tippt, oder? Seht das richtig? Ja, der tippt mehr als ein. Er macht ja, genau, zweimal Zeigefinger, dreimal. Okay. Du hast ja auch null Feedback, wenn du nicht auf dem Display guckst. Also blind tippen kannst du vergessen. Mhm. Es hat aber, glaube ich, hat das so? Rumble Pack, oder wie hieß es früher? Ich glaube, der... Ah, okay. Tapping Motion is similar to playing chords on piano. Genau, haptisches Feedback. Okay. Steht da. Ja, dann dürfte wahrscheinlich eher der Akku irgendwann das Problem sein. Haptic Feedback Unit tatsächlich, ja. Ja. Hm. Ja, wenn ich jetzt hier Accelerometer sehe, dann weiß ich auch schon, das kannst du im Bus oder in der Bahn vergessen. Hm. Ja. Oder im Flugzeug. Also es ist quasi keine Air-Maus, sondern eine, du musst am Boden sein, eine Ground-Maus in der Luft herumfuchteln. Weil wenn natürlich ein Auto in die Kurve geht, dann denkt das Ding doch bestimmt auch, du tippst. Also ich mache ja schon viel Tippfehler, ja. Also I make typos for a living, aber damit wäre es ja tatsächlich. Ja, ich glaube, das ist das Gegenteil von dem, was man eigentlich mit der Tastatur erreichen will, nämlich Präzision. Du willst ja eine Taste tippen und es passiert ein Buchstabe. Aber ich glaube, die Idee ist schon super. Also wenn man auch mal so, oder vielleicht die Kombination von Laser, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, diese projizierten Tastaturen, wo du über Laser oder Licht eine Tastatur projiziert hast und dann tippen kannst auf dem Tisch und dann vielleicht in Kombination mit sowas, wo du auch Feedback bekommst, also kann ich mir irgendwie nett vorstellen, aber nichts, was ich tatsächlich tagtäglich verwenden würde. Also wenn ich sowas machen würde, dann würde ich dann erwarten, dass, also dann wäre das das Einfachere, ich gebe den Leuten ein Touchpad und dann malen sie mit einem Finger, so wie das jetzt hier dieses alte Graffiti, was es für Palmen mal gab, auf dem Touchpad rum. Weil das geht tatsächlich extremst schnell, wenn man da mal eine Stunde oder so mit rumgebastelt hat. Dann hat man die Zahlen und die Buchstaben und das hat man dann relativ zügig drin. Aber kann ich tatsächlich bestätigen, wer das noch nie gemacht hat, also wer eine Apple Watch hat? Da gibt es ja genau den Modus, wie du Nachrichten schreiben kannst. Und ich dachte am Anfang, ich kann das nicht, ne? Das macht auch gar keinen Sinn. Aber wenn du mal länger Kinder ins Bett bringen musst abends und halt auch kein Handy anmachen kannst, weil das leuchtet und dann würden halt die Kinder nicht schlafen, weil sie dann lieber auf dem Handy spielen würden oder mit dem Handy oder keine Ahnung, dann lernst du das richtig zu schätzen mit der Uhr und du lernst dieses Malen von den Buchstaben und die Erkennung ist auch überraschend gut, also gerade auch auf der Uhr. Also von daher. Ich weiß gar nicht, ob die das Graffiti von Palm damals lizenziert haben bei Apple. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist es mit Touchpad irgendwie die beste Eingabe. Auf jeden Fall hast du dann trotzdem kein haptisches Feedback wie bei einer Tastatur. Tastatur an der Stelle ist dann schon irgendwie schneller. Oder hat Spracheingabe. Dann hast du aber auch kein haptisches Feedback. Das ist ein Ohrfeige. Fass ohne Boden. Wenn du falsch sprichst. Die,
das Schreiben und Tastatur ist also echt ein Fass ohne Boden. Also du hast ja vorhin schon angesprochen, also spannend wird es dann nochmal tatsächlich, wenn Spracherkennung noch besser wird, ob man dann, also für was man dann eigentlich die Tastatur in der Form noch braucht. Aber so richtig viel besser kann ich mir fast, also tatsächlich die Erkennrate kann noch besser werden, aber so was Geschwindigkeit angeht, da scheint es in den letzten Jahren irgendwie einen Durchbruch gegeben zu haben. Weil es gibt mittlerweile auch hier diese Google-Zeug da, was ist da? Gibt es so einen Pad, ich habe vergessen, wie es heißt. Eine Software, wo du einfach reinsprichst und der schreibt es hin. Der transkribiert, was du gerade live sprichst und das ist halt wirklich live. Also der manchmal ist es so gruselig, finde ich. Du hättest das Wort noch nicht halb getippt und der hat das dann da schon stehen. Ja, also ich verwende das auch für die Vorlesungen auch. Da habe ich dann Webcaptioner, webcaptioner.com, ja. Wo ich da verwende. Und die, also muss ja auch überlegen, die nehmen das auf, das wird irgendwo übers Internet hingeschickt und dann wird im Browser angezeigt, was ich da erzähle. Und das also funktioniert wirklich erschreckend gut. Er korrigiert auch nach. Also zum Beispiel, wenn dann im Satz ein Wort keinen Sinn macht, dann versucht er das nachzukorrigieren. Erkennt zum Beispiel fließend Englisch-Deutsch wechseln, was ich nie gedacht hätte, dass es so ohne Probleme funktioniert. Sogar als Nicht-Native-Speaker hat er mein Englisch also fast noch besser als das Deutsch erkannt. Also es ist tatsächlich irre, was da in Echtzeit geht. Problematisch sind halt dann so Dinge wie Hintergrundgeräusche, Kinder, die schreien, der Klassiker. Ja, Flugzeuge, die im Hintergrund starten. Dann haben natürlich die Dinger Probleme. Aber Tatsache, es ist also von der Erkennung her, es ist Wahnsinn, was da Stand heute geht. Da würde ich jetzt mal ganz, ganz, ganz gemeinerweise auf das eine, was ich noch mitgebracht habe, wo du, Andreas, am Anfang so gefragt hast, rüberleiten. Ja, ja. OCR, MyPDF. Ja. Weil das beschäftigt sich ja auch mit Texterkennung. Ja. Und das ist ja quasi die andere Version, nämlich die Schrift oder Gedrucktes in wieder irgendwie durchsuchbaren Text umzuwandeln. Und kennt ihr das Projekt, OCR MyPDF? Nee, aber ich weiß noch, wir hatten ganz am Anfang mal über Scanner und Scan-Software gesprochen und da hatten wir eigentlich auch das Problem, ich weiß gar nicht, hatten wir darüber gesprochen? Ja, ja, wir haben, ich erinnere mich auch. Also ich hab so einen alten Scanner und der ist nicht mehr kompatibel. Das ist, irgendwann hat Apple da gesagt so, nö, auch Scanner, kauf mal einen neuen. Wir wollen den Treiber nicht mehr oder der Hersteller hat gesagt, ich mach das nicht mehr. Ist auch Canon, kein kleiner Hersteller. Und der Scanner ist auf jeden Fall für nichts mehr gut an den Rechnern, die ich betreibe. Aber da gibt es Linux-Treiber für, in diesem Scan-Sahne, S-A-N-E-Projekt. Und da funktionieren sogar die Knöpfe, da kann man die Knöpfe überwachen, mit die da an dem Scanner dran sind. Also habe ich so einen Raspberry Pi genommen, den Scanner da dran gebaut. Und wenn man dann die Knöpfe drückt, dann macht der Sachen. Zum Beispiel scannt er irgendwie eine Seite und du kannst dann die nächste Seite scannen lassen und dann noch eine Seite und noch eine Seite, ist so ein Flachbettscanner. Und wenn du fertig bist, drückst du einen anderen Knopf, dann macht er aus den ganzen Seiten irgendwie einen PDF. Mhm. Und du kannst ja beliebig belegen, die Dinge. Eine machst für Bilder, einen für PDF, was auch immer. Und bisher hatte ich das Problem, das hatten wir da, glaube ich, auch besprochen, dass das nicht Text erkennt, sondern einfach nur quasi ein Bild in dem PDF drin ist, vollseitengroß, in der DPI-Zahl, was man sagt. Und dieses OCR-MyPDF ist tatsächlich ein Ding, das schnappt sich einen PDF, egal welches, und lässt auch Open-Source-Texterkennungssoftware drüber laufen und funktioniert extrem gut. Also wirklich krass, wie gut das funktioniert, auch im Vergleich zu Kaufsoftware, die ich mal benutzt habe. Ist in jedem Fall extrem simpel. Weil eine Kommandozeile, PDF rein, kommt ein PDF raus. Und das macht auch gleich, und das ist für solche Arbeiten ganz gut, das macht auch gleich ein PDF-A da draus, also so ein Archiv-PDF. Und verbessert die Qualität insofern, dass eine kleinere Datei rauskommt, die nicht anders aussieht wie vorher das alles. Nur, dass sie zusätzlich noch durchsuchbar ist und Volltext drin ist. Okay. Ist relativ zügig, selbst auf dem Raspberry Pi. Aber ich habe es dann nicht auf dem Raspberry Pi drauf laufen lassen, sondern, das ist jetzt auch noch so ein Ding, da gibt's, du benutzt ja auch Docker, glaube ich, Andreas? Ja. Da gibt es einen Watchdog. Das ist ein Docker-Container, den lässt du laufen. Da läuft dann dieses OCR-MyPDF drin. Mhm. Kannst du sagen, welche Sprachen du unterstützen willst. Und du sagst dem Ding eigentlich nur noch, das ist da der Ordner, den überwachst du mal bitte. Und dann jede PDF-Datei, die in diesen Ordner reinfällt, wird sofort Text erkannt und quasi neu geschrieben. Also du siehst mich gerade nicht grinsen, aber okay. Wieso? Brauchst du sowas?
Absolut mein Use Case, den ich gerade habe. Ich habe so einen Ordner, da landen ja alle meine Dokumente drin. Ja, ist genau und das, das ist die Lösung des Problems. Wenn du da, wer so ein Problem hat, das ist tatsächlich, das funktioniert völlig fehlerfrei. Ja. Integriert sich voll in meinen Scanner-Workflow. Das heißt, der Scanner schmeißt das in den PDF-Erkennen-Ordner und das PDF, OCR mal PDF, wenn es fertig ist, wirft es in meinen normalen Sammelordner für alle Scans. Weil es ist ein spannendes Phänomen, was gerade passiert. Es wird ja sehr viel, in den letzten paar Monaten wurde ja sehr viel digitalisiert. Und das größte Problem, was wir anscheinend aktuell noch haben, ist ja das Unterschreiben von Dokumenten. Also du nimmst ein Stück Papier, unterschreibst das und gibst das jemandem. Und der Workflow sieht ja aktuell so aus, du schickst jemandem eine PDF, der druckt das aus, unterschreibt das und scannt das wieder. Und das, also wenn du jetzt ein Dokument hast, wo 3-4 Mal unterschrieben werden muss, es gibt solche Workflows, kannst du dir vorstellen, wie oft das ausgedruckt wird. Und also den Teil habe ich schon gelöst. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, aber ich mache das nochmal auf an der Stelle. Aber PDFs unterschreiben, ich meine, jetzt spreche ich mal aus der eigenen Erfahrung in meiner Arbeitserfahrung. Vielleicht, Philipp, hast du ja auch so eine Erfahrung gemacht. Das funktioniert doch eigentlich ziemlich simpel. Also bei uns im Unternehmen hat jeder so eine Chipkarte mit einem Zertifikat drauf, unterschrieben vom Haus, von der Haus-CA. Und wenn ein PDF kommt, das ich unterschreiben soll, ganz offiziell in den Prozessen, dann mache ich eine Art Adobe Acrobat auf und sage, ich hätte gerne jetzt hier unterschrieben. Und dann signiert er digital mit meinem Kürzelchen da das PDF. Und dann gebe ich das PDF weiter an den Nächsten, der macht seine Unterschrift noch dazu und so weiter und so weiter. Und das funktioniert tatsächlich fehlerfrei. So sollte das eigentlich funktionieren, genau. Sollte. Es gibt ja viele Organisationen, die können das noch nicht. Ah, okay. Oder wenn es organisationsübergreifend ist, ne? Also. Genau, also wir haben sowas auch nicht im Einsatz, aber es klingt spannend. Also das ist echt ganz praktisch. Wird aber genervt, auf jeden Fall mal vorgeschlagen. Ich suche das nochmal, da ist es, genau. Also Problem 1 habe ich für mich gelöst. Also es ist tatsächlich so, ich hatte jetzt öfters mal die Situation, wo ich ein Dokument wohin geschickt habe und ich habe, also jetzt nicht digital signiert, sondern ein PDF, wo ich zum Beispiel am MacBook kannst du so ohne Probleme deine Unterschrift da reinmachen, ne? Oder am iPad unterschreiben. Mhm. Oder an irgendeinem Tablet unterschreiben. Und dann kam das zurück und wurde gesagt, ja, das geht nicht, das muss ausgedruckt werden und unterschrieben werden und eingescannt werden. Und das ist ja doof, ne? Und tatsächlich, also an was stellt man das fest, wenn das PDF zu gut aussieht? Ja, und da gibt es genau hier mit Vollsystem die Lösung für das Problem. Oh Gott. Du nimmst ein PDF, was du zum Beispiel auch erzeugt hast oder bekommst, unterschreibst das und lässt das durch das Tool laufen und es sieht dann halt aus, als wäre es eingescannt. Ich gehe am Stock. Ja. So ein Quatsch. Und jetzt pass auf, läuft ohne Probleme durch all diese Prozesse. Das ist doch komplett bescheuert. Funktioniert, ja, ist eine tolle Geschichte. Ja, Problem gelöst. Und, kann man da auch Kaffeeflecken und so aussuchen? Ist Open Source, wir können mal die Lizenz anschauen. Ich muss da jetzt Kaffeeflecken reinbauen. Das gibt's gar nicht. WTF-PL. Do what the fuck you want. Do what the fuck you want. Das heißt, Kaffeeflecken reinprogrammieren, kein Problem. Ist absolut möglich an der Stelle. Oh Mann. Also ist eine herrliche Geschichte. Und löst tatsächlich ein Problem, was wir in den letzten paar Monaten in der Digitalisierung hatten, kann ich irgendwie jedem echt ans Herz legen, um einfach die Bäume zu schonen. Ja, das ist wesentlich. Das ist ja unglaublich. Also Ressourcenschonender. Warum macht man sowas? Warum? Okay. Aber was ich selber gucken wollte, es gibt ja diese verschiedenen Viewer auch auf dem Linux und eigentlich müsste doch das Signieren überall schon drin sein in dem PDF-Zeug. Nee, ist es nicht. Hier jedenfalls nicht. Also tatsächlich auf dem Mac ist es so und auf dem iPhone, iPad ist es so, da hast du Signatur als einzelne Funktion eingebaut im PDF-Viewer. Ja, da gibt's das. Und kannst es digital signieren und du kannst es sogar... Also das ist, weiß nicht, ob du das auf dem iPad und auf dem Mac gesehen hast, Andreas, du kannst sogar deine Unterschrift da reinscannen und dann setzt der die dann so irgendwie schief drauf. Mhm.
Also ich hab eine, die ich tatsächlich am Rechner mal eingegeben habe und die habe ich da drin. Ne? Man kann das überall drunter setzen, es funktioniert. Es hängt immer sehr viel von den Dateien ab. Also ich hatte jetzt schon, also zum Beispiel bei PDFs hast du manchmal das Problem, die sind nicht vorgesehen dafür, dass du eben so eine Unterschrift rein einfügen kannst. Dann kannst du sie nur digital, also tatsächlich digital signieren, weil die Datei so erstellt wurde. Also da gibt es halt tatsächlich keinen einheitlichen Prozess oder Standard, wie man das macht. Wie gesagt, in Firmen, die so Prozesse etabliert haben, da funktioniert das ohne Probleme. Sobald das irgendwie organisationsübergreifend ist, bekommst du plötzlich Probleme, das zu machen. Also ich denke, da haben viele sind da auch schon drüber gestolpert an der Stelle. Mhm. Also ich dachte, dass das vielleicht eines der Probleme in den letzten paar Monaten ist, was am allerschnellsten gelöst worden würde, hätte werden sollen, genau. Aber nee, da scheitern wir immer noch. Also wie gesagt, deswegen bin ich über das Tool da ganz erfreut, als ich das gefunden hatte. Das ist, also ja, okay. Also aber du machst jetzt PDFs schlechter. Das stellen wir jetzt mal fest. Genau, aber dann in Kombination mit dem, diese PDFs, also wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ich bekomme halt viele gescannte PDFs geschickt, die nie durch eine OCR-Software liefen. Oder die ursprünglich mal ein ordentliches PDF waren, dann unterschrieben und eingescannt wurden. Mhm. Und dann eben nicht mehr durch eine OCR liefen. Und das landet bei mir eben alles in ein paar Ordnern. Und da ist dieses OCR My PDF Watchdog das Ideale. Ne? Da sage ich hier, der Ordner, da liegt das alles drin. Und dann habe ich an der Stelle eigentlich kein Problem mehr. Also von daher ist das. Also wer sich dafür interessiert, welche Software perfekt. Dann da dahinter liegt, ist Tesseract. Ist, glaube ich, auch so ein Google-Projekt. Ja. Also das ist jetzt auch nicht irgendwelche nicht erprobte Software oder so, sondern es ist echt krass, von der Qualität her wirklich ziemlich krass und wirklich auch ziemlich flott im Text erkennen und hat auch noch so Zeug drin wie, dreht ihr die Seiten richtig rum? Also wenn du Landscape und Porträt gemischt machst oder wenn du das falsch rum aufgelegt hast oder so, dann macht er das auch wieder in die richtige Richtung anhand der Textrichtung. Und die können tatsächlich alle möglichen Sprachen unterstützen. Also auch so, also ja, was jetzt in unserem Umfeld vielleicht kommt, Französisch zum Beispiel oder eben auch Japanisch. Aber Japanisch nicht so gut. Genau, das ist der eine Sache, die ich mitgebracht habe noch, neben den Keyboards heute. Und dann ist etwas, was uns drei noch eint, ich weiß nicht, ihr habt auch drüber getwittert, ist ja die GitHub Arctic Code Vault Challenge. Genau, oder nicht Challenge, sondern die haben unseren Quelltext haben die genommen. Ich wusste davon nichts, bevor es losgegangen ist oder bevor sie gesagt haben, sie sind jetzt fertig. Ich habe das nicht mitgekriegt. Wusstet ich einer das, von euch ich das? Ich habe das, glaube ich, in einem kleinen Post irgendwo gelesen gehabt, ist dann aber auch völlig aus meinem Gedächtnis verschwunden. Und dann, als es soweit war, dann habe ich es dann auch wieder gesehen und gedacht, okay, nicht schlecht. Also ich hatte auch mitbekommen, also dass es das gibt, dass die das machen. Ich dachte, die nehmen ausgewählte Repositories. Also ne, es gibt ja, sag ich mal, in Anführungsstrichen wertvolle Software, die man archivieren kann von mir aus. Und plötzlich kam dann bei mir so eine E-Mail rein, wo es dann hieß, hey, you achieved the Arctic Vault Contributor Badge. Ja, und dann habe ich mal geschaut und habe gesehen, dass also ziemlich alle meine öffentlichen Repos, die es sicherlich nicht wert sind, meines Erachtens nach, verewigt zu werden, dass es die eben in dieses Vault geschafft haben. Das heißt, der Code ist da jetzt, haben die was gesagt, für ein paar 2000 Jahre, glaube ich. 2000 Jahre sogar archiviert. Also es gibt jetzt ein Backup. Also so eine sehr schöne digitale Zeitkapsel. Ja. Ich glaube, man kommt jetzt nicht mehr ran für die nächsten paar Jahre, aber es ist zutiefst beruhigend, dass gerade dieser Code. Ja, gerade dieser, ja. Oh, ich fand das eigentlich eine ganz interessante Sache. Es ist halt, ich bin mir nicht ganz so sicher, also welchen generellen Zweck erfüllt das, außer dass wir es können? Also ist das wirklich etwas, was wir jetzt sichern wollen müssen? Also warum das? Warum nicht andere interessante Dinge, die man noch sichern könnte? Also archive.org ist ja auch sowas, wo ich mir denke, das ist ja schon echt eine krasse Sache, was die machen. Mhm. Also bei sowas hätte ich das vielleicht auch interessant. Ich glaube, dass bei ihr, wir können das, ja. Also von GitHub bzw. Microsoft, dass man sagt, hey, wir können das und wir packen das mal hin und dann ist das mal verewigt. Ne? Also vor allem gerade digitales Material
Also, ja, ist. Also, ich glaube auch, das war eher so ein, ja, okay, wir können das machen, deswegen machen wir es, weil ich meine, ich bin in dem Programm, weil ich auf GitHub meine HTML-Files von der Nerdbude habe und ich glaube, dafür interessiert sich wirklich keiner. Und ich meine, die liegen jetzt da halt irgendwo, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer vom europäischen Festland nördlich in einem Bunker. Ich meine, ja. Ja, es ist bestimmt total lustig, aber ich warte schon drauf, wenn die ersten das in ihren Lebenslauf schreiben. Mein Code liegt am Nordpol. Das wird mit Sicherheit kommen. Um Gottes Willen. Ja, dann weißt du aber gleich, was du mit dem... Ja, genau. Also, das kann ich vielleicht als kleinen Tipp geben, wenn ich eine Bewerbung bekommen oder früher bekommen hätte, wo genau sowas als, sag ich mal, Auszeichnung drin steht. Nein, mach das nicht. Ich glaube, es ist zwar ganz witzig und man kann es vielleicht auch dann, sag ich mal, vielleicht im Vorstellungsgespräch erwähnen, wenn man zum Beispiel mit den anderen Entwicklern spricht. Man kann ja sagen, hey, ich habe einen GitHub-Account und übrigens, der Code ist auch da drin gelandet. Ja, aber man konnte ja nichts für, ne? Ja, genau, man konnte es nichts dafür. das ist jetzt nichts, wo ich da zwingend jemand dafür, einstellen würde. Also dann eher sowas reinschreiben wie, hey, ich habe da doch einen Artikel in der Datenschleuder. Ja, genau. Das halte ich auch für den eher. Ich suche die ganze Zeit auf dieser Seite, wie sie das eigentlich gespeichert haben. Das war doch auf Bändern, ne? Auf so optischen Bändern. Ich glaube, ja. Es gab. Hat Medium den Artikel gehabt? Ich glaube, Medium hatte den Artikel. Da sieht man es ganz schön, was das für Geschichten sind. Kann man schön schauen, ob ich das finde. Everything you need to know about the GitHub Arctic Vault. Ja, wahrscheinlich. Ich hab nur auf dem Seitenkanal mitgekriegt. Genau, ich glaube hier, genau, da müsste man es irgendwo gut sehen. Genau, das sind so eingeschweißte Sachen. Sieht man da genau, das sind so optische Bänder und dann haben die das Zeug eigentlich im Grunde da drauf belichtet. Und also im Prinzip so ein Mikrofisch, ne? Was da gibt. Ja. Das ist ein Tar-File. Ja, 1000 Jahre nur. Each repository will be packaged 2000, as a single Tar-File. Auch noch Tar. Das heißt, die haben also optisch abgespeichert das Tar-File. Also das ja, das Krasse ist jetzt noch, wenn ich jetzt überlege, optisch abgespeichert, ihr wisst schon, was Tar eigentlich ist als Tool, ne? Also, naja, ich also woher das kommt, warum das war, was es da gab? Weil nee, woher das kommt nicht. Das kann heute noch Bänder ansteuern. Das ist eigentlich ein Bandlaufwerk-Steuersoftware. Okay. Und ich finde das eigentlich ganz witzig. Und im Grunde ist die Tar-Datei, mit der wir sonst so umgehen, ist im Grunde nichts anderes als ein Band. Ja, und dieses Programm, das geht da tatsächlich mit Steuerbefehlen rauf. Und deswegen ist Tar wahrscheinlich auch echt simpel zu programmieren. Okay. Oder dieses Dateiformat simpel zu programmieren. Und Tar an sich ist auch sehr universell. Es kann noch, soweit ich weiß, auch heute noch, Bänder steuern, oder? Tar. Na super. Gar nicht drauf. Ach doch. Na doch, ein Tar ist auf jeden Fall auf einem Betriebssystem drauf. Das ist noch da, bevor Vim da ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du es überhaupt installiert kriegst ohne Tar. Weil am Ende kommt ja alles von Bändern. Ich kann mich noch erinnern und bin da jetzt vor kurzem auch dran gescheitert. Habe ich ja erzählt, Andreas, dass meine Bänder hier, da sind auch teilweise mit Tar gesichert. Ja, ja. Und dann habe ich tatsächlich das DAT-Laufwerk direkt, dieses HP-DAT-Laufwerk direkt mit dem Tar gesteuert. Da kann man auch irgendwie vorspulen, zurückspulen oder so. Ich habe es bloß alles wieder vergessen. Ja, hier Sieg. Das heißt nicht umsonst Sieg. Ja. Sachen gibt's. Ja, aber also da sind wir dann da irgendwie drin gelandet. Wahrscheinlich noch. Also, kennt ihr das? Also gab es da Richtlinien, welche Repositories oder User ausgewählt wurden oder haben die einfach alles genommen, was da drauf war? Nee, die schreiben hier, das irgendwie hat das was zu tun mit, wie lange du aktiv warst, wie oft du Code da reingepackt hast. Warte mal, hinscrollen hier. Was ist drin? Jedes Repository ab dem 2. Februar 2020 mit mindestens einem Stern und Commits mindestens ein Jahr zurückreichend. Oder jedes mit mindestens 250 Sternen. Ja, ja. Wenn es neuer war. Genau. Minus Binaries. Ja. Hab ich ja richtig Glück gehabt. Also bei mir sind ja gleich ein paar drin gelandet. Ja, tatsächlich unerwartet und jetzt haben wir da so Zeug drauf. Ich meine, der nächste schießt es dann.
Wäre vielleicht sogar, also wenn ich jetzt so richtig mal drüber nachdenke, wäre vielleicht sogar das Bessere gewesen, was man ins Weltall schießt, als so ein Auto. Definitiv. Also wenn ich jetzt überlege, dieses Auto ist vermutlich länger unterwegs und länger hält länger zusammen wie diese Snapshots jetzt da an der Arktis. Ist übrigens sehr spannend. Hab ich gar nicht mal drüber nachgedacht über das Auto. Fliegt das noch rum? Also ist das so ein erdnaher Orbit oder? Nee, kein Orbit. Das ist raus. Nee. Das ist. Haben das auf Escape Velocity hier Fluchtgeschwindigkeit gebracht und weg ist es. Ah, okay. Warum? Also wenn wir zwei Dinge abwägen möchten, ja, ob ich jetzt den Code auf GitHub in einen Arctic Vault stecke oder ob ich ein Auto ins Weltall schieße und dann einfach aus dem Erdorbit rausfeuere. Ja. Ihr versteht, was ich meine, oder? Also das Teil ist tatsächlich vor kurzem am Mars vorbeigesaust. Oh Mann. Aber es ist in der Umlaufbahn offensichtlich doch. Es ist nicht ganz raus, also von der Erde ist es weg, aber immerhin, es fliegt hier, wie man sieht. Lustig zwischen Mars, Venus und Erde umher. Also noch eine der irgendwo vielen Fragen, die sich heute anschließt, ja. Warum? Da hat es ja einen Kollisionspunkt mit dem Orbit von dem Roadster und der Erde. Ja, und mit dem Mars. Das ist doch Absicht. Was ist denn das hier? Guck mal. Ja, aber Ende September ist das Teil im schneidet der Orbit mit dem Mars-Orbit. Ja, aber ihr denkt ja zweidimensional, ne? Im Weltall sind wir dreidimensional. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, ob die sich tatsächlich schneiden oder eben das auf ist unterschiedlichen Ebenen überlagern. Das ist dem Elon sein Tesla. Du glaubst doch nicht, dass das Zufall ist. Der will doch auf dem Mars. Also wenn er sein Auto losschickt, dann schickt er es schon mal vor, was? Der parkt da selbstständig ein, der. Okay. Aber interessant, es gibt eine Webseite, die zeigt dir an, wo das Ding gerade ist. Kamera. Ja, hier die Bilder, das ist auch geil gewesen. Wer ist Roadster? Screensaver. Okay. Genau. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nur noch das einzige Thema mitgebracht und das hat ja auch indirekt was mit den Tastaturen zu tun gehabt. Nämlich das. Ja, wir haben es vorhin ja angeschnitten, ne? Also die Alternativ so eine eigene Tastatur dafür verwenden. Wie weit bist du denn? Ich wurde ja schon ein bisschen geteasert. Wir hatten darüber gesprochen, dass du eben deine Arcade-Box bauen möchtest. Und ich war ja mal neidisch auf die, was heißt war, bin ja immer noch neidisch auf deine grafischen Künste mit Inkscape. Aber die Hardware, ne? Also es soll ja zwei von den Dingern geben. Wir bauen zwei solche Bartops und mittlerweile gibt es einen und den anderen, der ist jetzt rein vom Holz schon fertig. Grundsätzlich, ist einfach ein Spielkonsolen, Spielhallenautomat selber gebaut. Aus Holz. Mit jeweils für jeden Bediener irgendwie einen Joystick und 6 Buttons. Und halt so ein 27 Zoll TFT vor der Nase und einen Raspberry Pi, der lustig vor sich hin emuliert. Irgendwelche Spielkonsolen-Dinger. Und was kannst du abschätzen? Was war denn der Materialeinsatz dafür? Also ich weiß sogar sehr genau, was der Materialeinsatz war. Okay, ja. Also habe ich schon vermutet, ja. Pro Gerät musst du rechnen mit dem Holz und allem bis ungefähr so 650 Euro. Dann hast du Controller und die, ich meine, hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser, hast die ganzen Kabel, die du da brauchst, du hast das Display, Holz, nicht mitgerechnet die ganzen Werkzeuge, die du brauchst, um das zu bauen. Also ich bin tatsächlich auch völlig ungeeignet, sowas zu bauen. Das hat dankenswerterweise mein Vater übernommen und hat das auch sensationell gebaut. Und dann hast du halt Verstärker, Ton, hier Lautsprecher, ein paar Kabel und den Raspberry Pi letztlich. Das teuerste ist, glaube ich, insgesamt, ich würde sagen, der Monitor, oder? Am Ende. Der Raspberry Pi und die Kontrolle und die Button, würde ich sagen. Okay. So insgesamt. Weil ich habe bei mir jetzt einfach den Raspberry Pi 4 genommen und dann da reingebaut. Vielleicht sieht man ihn, hier sieht man ihn. Dann auch die Lüfter da drin angeschlossen, direkt an den Raspberry Pi, sodass das da drin ist. Und das ist eigentlich von der Temperatur oder so, deswegen auch, das ist wirklich erträglich. Also der wird nicht wärmer wie 37 Grad oder so, bei geschlossenem, komplett geschlossenem Gehäuse. Von unten bläst immer so ein Lüfter noch Frischluft rein und da bleibt das dann eigentlich immer angenehm kühl. Geht das dann von der Lautstärke eigentlich? Du hörst ihn nicht. Null. Okay. Der Lüfter ist ein 12-Volt-Lüfter
Läuft aber, habe ich aber einfach an den Raspberry Pi mit 5 Volt angeschlossen. Dreht sich gerade so ein Arctic irgendwas. Hier sieht man den Anschlussplan. Ich habe so eine Dokumentation geschrieben für den, der das dann kriegt. Also, weil ich habe einen für mich und einen für meinen Bruder. Und da ist einfach nur an den Raspberry Pi direkt noch das, was da so an Strom rauskommt, das wird verwendet, damit die Lüfter sich drehen. Das reicht dicker aus. Die Knöpfe sind quasi, also wo kriegt man denn die Knöpfe? Also das wäre noch so. Die kannst du kistenweise bestellen in verschiedenen Farben. Ah, okay. Also ich habe jetzt für verschiedene Farbmuster bestellt. Tatsächlich. Mhm. Einmal die du jetzt hier siehst, das sind weiß, blau, rot, weiß, grün, gelb. Für die verschiedenen Spieler. Ja. Dann kann man auch frei mischen. Ich sehe gerade, die muss ich nochmal mischen. Aber die Button selber, das bestehen halt aus so einem Stück Plastik. Und die kannst du dir bei Belegen bestellen. Warte mal. Ich glaube, Arcade-Winkel habe ich das gemacht. Ich weiß hier keine Werbung machen, aber die Holland bestellt. Genauso sehen die Dinger aus. Das sind einfach solche riesen Knopfmodule. Aktionstaster, Standard. Ja, genau. Genau, also standardmäßig sind die halt so einzeln zusammen. Genau, die schraubst du von vorne durch. Und hinten klippst du dann diesen Mikroschalter da, Mikrotaster da hinten dran. Und verschraubst das. Und das ist dann eigentlich der ganze Zauber an dem Ding. Fühlen sich tatsächlich an, wie du es aus einer Spielhalle kennst. Wenn du es aus einer Spielhalle kennst. Und davon hast du halt dann, wie man sieht, reichlich viele. Ah, super. Wir haben zu viele Tabs offen, merke ich gerade. Ja, das werden lange Shownotes diesmal. Also wir sind ja auch schon eine Weile dabei. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Und die Grafiken bekommst du jetzt wie drauf? Also das ist so ein Punkt, wo ich mich noch gefragt hatte. Du hast jetzt Inkscape gemalt, ne? Genau, ich habe die jetzt als Vektor einmal komplett gemalt. Ich habe da so eine Bildvorlage genommen, die ich auch auf Reddit gefunden habe, aber da gab es nicht irgendwie Rohmaterial, also habe ich mir alles quasi einmal neu gemalt. Einmal neu in... Kann man das hier größer machen? Das kann man bestimmt größer machen. So, so ein Seitenteil. Ja, genau. Und das werde ich jetzt ausbelichten. Es gibt für 170 Euro kostet das so ungefähr. So Vinylfolie kannst du dir belichten lassen. Die gibt es durchsichtig oder mit Weiß als Basis. Ich werde dann Weiß nehmen. Die ist dann 75 auf 4 Meter. Und die drucken die dir dann voll Farb aus. Und dann wird sie ausgeschnitten und wird sie aufgezogen. Die ist selbstklebend. Die kommt dann auf die glatten Flächen von dem MDF drauf an der Seite. Krass, okay. Und so machst du das üblicherweise ja auch mit den normalen Arcade-Automaten. Die sind ja auch nur außen beklebt, MDF und außen beklebt. Und genauso findet das dann auch statt. Und da bist du natürlich auch, und deswegen habe ich das, passte das vorhin so gut rein, fand ich. Da bist du dann auch mit dieser Controller-Programmierung beschäftigt. Ja. Und weil du musst ja dann diese ganzen Tastenkombinationen und dann, wenn du irgendwelche Hotkey-Kombinationen und so weiter hast, das ist auch so ein Zusammenspiel von Software und Hardware. Und da gibt es dann auch doppelt belegte Sachen und dreifach belegte Sachen. Und genau, und dann sind diese Controller tatsächlich echt gut. Ich habe jetzt das tatsächlich nicht als Tastatur simulieren lassen, diesen iPad-Controller, sondern den kannst du umschalten, dann tut der so, als wäre er zwei Joysticks. Mit den entsprechend vielen Ebenen. Also du siehst jetzt, man sieht das ja hier irgendwie die Masse und dann links, rechts, oben, unten und dann einfach Switch 1 bis 8 oder so oder 9 runter und dann Start und Münzeinwurf. Und selbst so einen Münzeinwurf oder so kannst du auch noch echt bauen, ne? Gibt es halt fertig zu kaufen, baust da rein, gibt ein Signal, sobald eine gültige Münze eingeworfen ist, die kannst du ja auch einstellen auf andere Münzen, wenn du irgendwas anderes benutzen willst. Genau. Und Software drauf, also so ein Raspberry Pi 4, der hat ordentlich Kraft tatsächlich. Da gibt es ja fertige Software. RetroPie, habt vielleicht schon mal gehört. Das ist einfach eine Distribution für den Raspberry Pi. Und die bringt so eigentlich alles, was man an diesem System emulieren will. Na toll. Docs News. Emulatoren hier. Also wirklich alles, was man so an Emulatoren brauchen kann. Mit Anleitung dann bei den Emulatoren auch, wie man dann, wenn man die Originalspiele hat, wie man die dann da drauf bekommt. Also, weil man kann natürlich auch
Oder man sollte natürlich auch die Sachen dann original runterziehen. Also ich habe noch so einen 2600er Atari und so ein NES und so weiter. Und da kann man tatsächlich die Spiele da rauskriegen, wenn man das Zeug extrahieren will. Und es gibt natürlich auch aktuell für sowas wie die Sega Mega Drive und so, gibt es noch aktuelle Spiele, die werden noch programmiert tatsächlich. Oder für Neo Geo. Da gibt es noch Menschen, die programmieren so Zeug. Oder Dreamcast auch. Noch Programmierer. Ich sehe gerade C64 auch in der Liste. Ja, C64 ist auch in der Liste. Ist irgendwo hier. Da, Commodore 64, VIC 20 Pad. Genau. Amiga ist dabei. Scum, also du kannst auch die ganzen Adventures, die in Deutschland ja beliebt sind, kannst du damit auch spielen. Bietet sich jetzt auf so ein Ding natürlich nicht. Das Super Nintendo natürlich perfekt. Ja, ja, Super Nintendo ist drin. Das ist auch so, dass Super Nintendo, das kriegst du den Raspberry Pi nicht zum Schwitzen. Das läuft dann auch echt ziemlich gut. Und dieses RetroPie ist halt so gepackt, dass du nur einmal so zentral sozusagen deine Controller konfigurierst. Und die konfigurieren dann für dich alle diese ganzen Emulatoren, weil die Emulatoren selber sind auch nochmal extra Programme. Musst du dich aber nicht drum kümmern, dass die sozusagen Lieferung dieser Distribution ist wirklich super. Und da gibt es auch ein Reddit für RetroPie. Und da gibt es auch eine ganze Menge Leute, die da ihre Dinge reinpacken. Und eher zu empfehlen, es gibt auch sehr viel Open-Source-Spiele mittlerweile. Also dieses OpenBOR zum Beispiel ist auch so ein Open-Source. Open Beats of Rage. Und 2D, du läufst durch die Gegend und verkloppst irgendwie Sachen, die reinkommen. Und da gibt es wirklich ohne Ende Open-Source-Spiele von Leuten, die das einfach mal so gemacht haben. Auch Inhalte, irgendwelche Bilder, damit das schön ausschaut und sowas. Wirklich echt spannend, wie viel da jetzt auch in den letzten Jahren passiert ist. Und man kriegt tatsächlich so einen Automaten in einer Art und Weise hingebaut, dass es Spaß macht, damit so umzugehen und zu arbeiten oder damit zu spielen. Hat alles Mögliche drin, also von Screenshot-Funktionen über, du kannst das aufnehmen, du kannst sogar live auf Twitch streamen, wenn du das Ding spielst. Direkt von dem Ding runter. Du kannst auch, wenn du zwei, ich hatte ja erzählt, wir bauen jetzt ja zwei solche Automaten, wenn du zwei hast, dann kannst du die auch so zusammenschalten, dass du vier Spielerspiele an beiden Automaten gemeinsam spielen kannst. Also die emulieren dann quasi das Spiel. Okay, ja, ja. Und synchronisieren die Eingaben und das Bild und den Zustand von dem Spiel über diese zwei Maschinen. Und du kannst tatsächlich mit vier Spielern ein Spiel spielen. Und alle sehen dasselbe Bild. Also so Simpsons oder so gibt es als vier Spieler oder Teenage Mutant Ninja Turtles und sowas. Ist eigentlich ziemlich cooles kleines Ding, wo man sich reingehen kann. Und dadurch, dass das 27 Zoll hat oder so, ist das auch echt groß, das Teil. Und man kann auch ordentlich viel Spaß daran haben. Ne? Ja. Ja, das ist jetzt so ausgelegt, dass du zu zweit davor stehst. Ja. Hast auch genug Platz. So zeittechnisch, wie viel hast du jetzt investiert für das? Also wer so ein Ding nachbauen möchte? Also mein Vater hat jetzt rein von dem Holzteil, alles was da an Holz ist, Holzarbeiten, hat er, nachdem er eins gebaut hatte, hat er das zweite ja jetzt gebaut und das hat er geschafft, von zwei Tagen war das fertig. Und für die Holzarbeit hätte ich jetzt auch mal so einen knappen Wochenende veranschlagt. Ja, und dann der Rest tatsächlich, die Software, die entsprechenden Spiele ordentlich konfigurieren und das alles dann ordentlich hier verkabeln und suchen, wo der Fehler ist, wenn du einen Fehler hast. Da würde ich sagen, du brauchst auch nochmal ein Wochenende, dann bist du fertig. Das ist nicht wirklich, also das ist frappierend simpel. Also am meisten habe ich gebraucht zu lernen, wie man ordentlich krimmt. Okay. Genau, aber ansonsten ist das wirklich ziemlich einfach. Was fehlt, also was für mich die meiste Zeit gedauert hat, ist tatsächlich die Malerei. Das hat wirklich am längsten gedauert. Hier, die Grafiken packst du auf GitHub. Ja, da hast du ruckzuck. Da muss ich ein bisschen vorsichtig mit sein, ob ich das auf GitHub packe. Du hast nachgemalt, ne? Das ist okay. Naja, was heißt, also die Original, es gibt diese Grafik so in dem Design nicht von dem Hersteller, sondern es gibt da nur sozusagen Werbematerial, was sie selber mal gemacht haben. Das haben sie aber nie in der Qualität rausgegeben, dass man da Vektoren draus machen kann. Ja, okay. Das heißt, was ich tatsächlich gemacht habe, ist tatsächlich alles, was man sieht, aus dem Originalmaterial nachgemalt. Also das Zeug hier, das gibt's nur deswegen in Vektoren, weil ich jeden Strich und jede Schattierung und alles selber handgemacht habe. Und da ist es halt so, weiß ich gar nicht, was da die rechtliche Einschätzung ist, ob das erlaubt ist, das
zu veröffentlichen? Da sind wir an dem Punkt, was wir fast jedes Mal hier in dem Podcast sagen. Wir haben keine Ahnung und wir können keine Rechtsauskunft geben. Ja. Im Zweifelsfall darf man das nicht. Ja, ich weiß tatsächlich nicht. Also ich darf es auf jeden Fall nachmalen und ich darf es auf jeden Fall selber ausbelichten und ich darf es auf jeden Fall auf meinen Automaten kleben und ich darf es jetzt hier zeigen. Ob ich dieses Rohmaterial aber jedem zur Verfügung stellen darf, das weiß ich dann auch wieder nicht. Weil ich jedes Byte, jedes Bit in dem Material habe ich gebaut. Da ist nichts drin, was vom Originalhersteller kommt. Also, ich weiß nicht, ob das unter Reverse Engineering fällt oder so. Genau. Aber das ist jetzt noch das Nächste, die große Aufgabe, das Zeug dann tatsächlich aufzukleben. Da bin ich mal gespannt. Sind wir mal gespannt. Also, vielleicht in einer der nächsten Episoden sehen wir dann die Fertigbilder. Man wird es auch auf deinem Blog sehen, oder? Ja, genau. Also die ganzen Bilder und so weiter, die habe ich jetzt vor allem deswegen gemacht, um den Vergleich zu haben, beziehungsweise auch einen Blogartikel drüber schreiben zu können. Ich meine, das ist schon ziemlich viel Aufwand, tatsächlich, aber es macht auch einen Heidenspaß, wenn du dann das Gerät vor dir stehen hast und es funktioniert halt wirklich so, wie du es dir vorgestellt hast. Und die Dinger funktionieren wirklich ganz lustig. Tastatur habe ich nicht eingebaut und ich habe vorne nur so einen USB-Stecker dran gebaut. So eine USB-Buchse. Warte mal, wo sieht man denn das? Hier sieht man das. Da also eine Wartungsbuchse, wenn mal was sein sollte. Ne? Ja. Irgendwas ist ja da immer. Aber du kannst ja auch USB-Stick dran stecken, um dann irgendwelche Sachen drauf zu kopieren oder runter zu kopieren. Ja. Wenn du jetzt Aufnahmen machst, Recordings machst oder so. Wobei das Ding auch so konfiguriert ist, Andreas, du wirst es ja wissen, da ist auch ein Resilio drauf. Das heißt, wenn du Save Games zum Beispiel, sind in einem eigenen Resilio gesynkten Ordner drin. Das heißt, wenn du zwei von den Geräten hast, sind auch die Save Games immer zwischen den Geräten gesynkt. Okay, super. Und aber wenn man sich mal an den Mechanismus gewöhnt hat, ja, und verstanden hat, wie das funktioniert mit dem Synken, dann sind plötzlich alle deine Geräte entsprechend gesynkt. Ja, also das Resilio ist tatsächlich absurd cool. Ja. Ich meine, ich habe jetzt ganz viele Leute gehört, die haben Z-File und sowas empfohlen, aber da habe ich jetzt noch nicht weiter drin geforscht. Das Resilio, das tut eigentlich alles, was ich brauche. Hatte ich da eigentlich das letzte Mal schon drüber gesprochen, wie ich inzwischen meine Vorlesungsfolien bereitstelle? Nee, wie denn? Ich habe ja, also nur für die Folien oder für Unterlagen habe ich ja also ähnlich wie wir das hier machen, so einen CDN-Ordner angelegt oder einen Webserver angelegt. Ja, da kommen sie leider da jetzt noch nicht drüber drauf, aber im Prinzip ist ein Nginx, der in einem Container läuft und der mountet genau einen Ordner. Und in diesen Ordner synkt Resilio die ganzen Daten rein und auf anderen Rechnern habe ich entsprechend den Ordner gesynkt und wenn ich irgendwo eine Vorlesungsfolie fertig habe oder Unterlagen habe, die ich bereitstellen will, dann werfe ich die einfach bei mir in den Ordner rein. Mhm. Und ein paar Sekunden später liegt das alles auf dem Webserver. Das heißt, kein Einloggen, kein Hochkopieren, kein Blub, ja, fertig. Ja, das ist... Ja, sehr gut. Ja. Also das ist zum Beispiel so, ich kann das mal gerade probieren, einzutippen, CDN. Da habe ich halt meine Domäne genommen, weil ich es entsprechend angeben konnte. Und dann muss ich mal auf gut Glück, ich mache gerade eine DevOps-Vorlesung, wo ich vorbereite. Ist dann so, was haben wir denn? Wintersemester 2020 ist so das Upcoming. Ich habe jetzt halt immer so das gleiche Format genommen. Siehst du, jetzt komme ich doch noch zu meiner Discordianischen, zu meinem Zitat. Der gute Discordia verwendet das offizielle Dokumentennummerierungssystem und du scheinst eines zu haben. Ich hab inzwischen eins, genau, weil ich dann nicht mehr drüber nachdenken muss, wie das, wie das funktioniert. Ja. Ja, sehr gut. Okay. Und du hast .sync auch gesperrt, sodass dass man da nicht reinkommt. Genau, ja. Gerade probiert. Gemein. Genau. DevOps. Ja, wie läuft denn überhaupt deine Vorlesung? Du hast ja, ich krieg davon nichts mehr mit. Ich habe keine Zeit die ganze Woche über, weil alles gemacht wird, irgendwie alles Arbeit ist, Remote, Homeoffice. Ja, dann pass mal auf, weil tatsächlich ist es, ich kann es ja kurz erzählen, was der aktuelle Stand ist für alle, die es interessiert. Also wir wissen es tatsächlich nicht. Wir planen gerade, was mit dem Wintersemester passiert. Ich werde tatsächlich alles wieder online machen. Also wir haben momentan so eine Wahlfreiheit, sag ich mal. Wir versuchen, so ein Hybridmodell anzubieten, weil wir wissen tatsächlich nicht, ob das Ministerium sagt, im Winter bleiben alle zu Hause. Und ich bereite mich jetzt quasi in den Semesterferien, also ich mache da keinen Urlaub, ich bereite mich einfach, sobald der Kindergarten wieder aufmacht,
Das ist halt Sommerferien, 3 Wochen, bereite ich mich da auf ein knallhartes Online-Wintersemester vor. Das heißt, ich nehme jetzt alle Vorlesungen auf und bin auch da gerade so schön dran. Du produzierst vor, oder was? Ich produziere gerade massiv vor. Warte, da ist ein Tee zu viel. Da ist ein... Ja, okay, krass. Also das ändert sich, das geht jetzt auch nicht mehr weg, oder? Ich meine, ich sehe das jetzt ja auch bei der Arbeit so. Philipp, du warst offensichtlich heute auf Arbeit. Das heißt, du bist im Büro? Ich bin im Büro, genau, allerdings auch gerade auf Kurzarbeit. Also man merkt es schon, allerdings, also wir haben ein ziemlich leeres Büro. Ich bin in meinem Zimmer eigentlich allein, genau. Und sonst wirklich so pro Zimmer eine Person, nahezu kein Kontakt mit anderen. Also man merkt es auf jeden Fall. Ah, okay, dann habt ihr natürlich einen super Vorteil. Bei uns ist nämlich eher Großraumbüro angesagt. Und das hat dann dazu geführt, also ich war jetzt tatsächlich, seitdem ich aus Japan wiedergekommen bin, Anfang März, nicht mehr im Büro. Und es gab gerade die Nachricht, dass, glaube ich, bei Microsoft in Redmond, die erst im Januar wieder in die Büros gehen, frühestens. Das heißt, die waren dann auch teilweise ein Jahr lang nicht in den Büros. Ja, für mich ist die Situation ja die, das ist auch eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, bei mir funktioniert es zumindest ausgesprochen gut. Und es gibt so ein paar Momente, wenige Momente, wo ich mir denke, oh, es wäre mal ganz gut, wenn man im Büro sich mal zusammensetzen könnte. Aber generell, so 99% der Zeit, ist es eben nicht so. Und wenn ich jetzt auch ein Jahr lang nicht im Büro war, so richtig gehen mir die Argumente aus, warum ich denn da eigentlich nochmal hinfahre. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, nach einem Jahr brauchst du auch nicht mehr hin. Aber zum Beispiel der andere Aspekt, was ich gerade hatte in der Vorlesung, das ist sehr, sehr spannend. Nicht in der Vorlesung, in der Prüfung. Wir hatten ja jetzt eine Präsenzklausur gemacht unter sehr strikten Einhaltungen, Abstand und Pipapo. Und da war es zum Beispiel auch so, dass die Studierenden am Ende die Prüfung einwerfen sollten, in einen Pappkarton reinschmeißen sollen. Mhm. Und ich hatte tatsächlich in 2 Prüfungen, wo ich dann war das so, obwohl der Karton da stand und ich nur die Namen abgehakt habe, es möchte dir jeder dieses Ding in die Hand geben. Ja. Und das ist halt was Psychologisches, wo es einfach darum geht, hey, das ist eine Leistung, die erbracht hat. Oder erbracht wurde und das will man auch loswerden, ja, und man möchte das auch persönlich übergeben. Und ich glaube, die Sachen kriegst du halt digital nicht hin. Ne? Das ist so ein Punkt. Und was ich zum Beispiel jetzt auch gemerkt habe in dem Semester, was du halt sehr schlecht machen kannst, sind solche Praxisübungen. Also ich habe sehr viele Dinge, die ich eigentlich in den Kursen wirklich in kleinen Gruppen mache. Also gar nicht programmieren, sondern so Übungen, die irgendwas verdeutlichen, ja, wo halt auch was drinsteckt, wie da geht ein Teil der Gruppe aus dem Raum und kommt dann wieder rein. Und das kannst du halt online alles nicht machen. Okay, dann und du brauchst eine Mischung bei manchen Dingen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass du, wenn du zum Beispiel Meetings machst, ja, was ich immer ganz schrecklich fand, waren diese Hybrid-Meetings, wo 3 Leute im Büro sind und 7 waren im Homeoffice. Ganz, ganz schrecklich. Ne? Also entweder bitte alle da oder alle remote, dann funktioniert das, weil du wirst dann halt von denen im Büro, die sich auch angucken können, abgehängt. Und also ich glaube, so ein paar Aspekte sind dran, aber wie du sagst, wenn du einen Job hast, den du remote machen kannst und das funktioniert jetzt ein Jahr, dann muss man mal sich überlegen, warum dann vielleicht doch, also ich weiß es nicht. Also vielleicht solltest du dann auch, wenn du das bei den Prüfungen machst, dir überlegen, so eine Maschine hinzuhängen. Die Simone Giertz hat sowas gebaut auf YouTube. Mhm. Das ist ein Proud Parent, nennt sie das. Und ja, das ist eine Maschine, da stehst du davor, wirfst Geld ein, 25 Cent. Ja. Und dann sagt diese Maschine, ich bin stolz auf dich, klopft auf die Schulter und fährt wieder ein. Ja. Und das ist vielleicht ganz gut, wenn die das abgeben. Einfach nimmt die Arbeit entgegen, klopft auf die Schulter, sagt, ich bin stolz auf dich und gut ist. Also ich hab vielleicht noch einen Aspekt, der, ich meine, das ist jetzt sehr ausbildungsspezifisch, aber zum Beispiel, was mir in dem Semester gefehlt hat, war, ich kenne die ja alle nicht. Also nicht persönlich. Und ich hatte jetzt in einer Prüfung, habe ich die Studenten und Studentinnen gesehen, die ich im letzten Semester hatte. Und die habe ich jetzt nur in der Prüfung gesehen. Und ich habe die ja kennengelernt ein Semester lang. Und ich habe die jetzt ein Semester lang nicht gesehen. Und ich kenne von vielen trotzdem noch so den Charakter. Ne, ich weiß, der ist, sag ich, vielleicht ein bisschen vorlaut und die ist ein bisschen, der kann man dann da unter die Arme greifen und derjenige hat vielleicht mit dem Thema Probleme. Mhm. Und jetzt geht es in der Ausbildung darum, es geht ja nicht um die Klausur, um den Leistungsnachweis. Mir geht es ja darum, dass die Leute das lernen. Ja, ich will das denen ja beibringen. Und was ich jetzt gemerkt habe bei 150 Klausuren, die ich gerade durchkorrigiere, ich kenne die nicht. Ja? Und ich kann denen jetzt auch nicht helfen, besser zu werden, weil ich kenne die gar nicht. Ja? Das ist, also
das ist vielleicht nicht nur für den Studierenden oder für den Lernenden irgendwie frustrierend, sondern vielleicht auch für dich als Ausbilder oder als Lehrender. Weil ich kann nicht auf deren Bedürfnisse eingehen. So, und da ist es vielleicht ein Aspekt, der rein digital nicht so gut funktioniert. Ja? Als komplementär ja, da bin ich echt überzeugt. Also gerade die Videos, so 10-Minuten-Videos, das können die sich im Vorfeld angucken. Und dann machen wir aber gemeinsam Übungen. Ne? Das ist eigentlich so die Idee am Ende. Und gemeinsam Übungen in so einer Mehrbenutzerkonferenz zu machen, das funktioniert dann nicht ähnlich, dass man dann wenigstens ein bisschen irgendwie Kontakt hat? Ein bisschen ja, aber es gibt halt viele Aspekte, die nicht funktionieren, was ich jetzt auch gesehen hatte, sowas wie Kamera anmachen. Wir haben es ja immer ganz oft, jetzt heute war es bei mir, weil ich ein bisschen später da war, aber auch so in Meetings etc. In der Firma macht man die Kamera an, wenn man sich kennt. Ich kann halt, also ist meine Sichtweise, ich kann von einem Studierenden nicht verlangen, dass er dann bei sich im Wohnzimmer die Kamera anmacht, weil das ist ja für ihn ein bisschen so, als würde ich am Fenster stehen und da reingucken. Ja. Und dann kann ich verstehen, wenn jemand, der das nicht geübt hat oder geübt ist da drin, das nicht gerne macht. Ja, ich weiß, es gibt Mittel und Wege etc. Aber auch nicht jeder möchte gern, ne, vor einem großen Auditorium sprechen, nicht jeder möchte gern streamen, nicht jeder möchte gern im Fernsehen auftreten. Da hat halt jeder so seine Eigenheiten. Und ja, man kann Übungen machen, aber das auch von der Zeit her, die du da investieren musst, es ist sehr viel aufwendiger. Du siehst oder du bekommst nicht mit, ob sich da jetzt jemand drückt, ob jemand Probleme hat. Also habe ich das noch gar nicht betrachtet, so einfach, tatsächlich, mit dem ins Wohnzimmer reingucken, das stimmt schon. Das ist schon einfach mal ganz anderer Aspekt. Ja. Also die wenigsten, ich habe jetzt gerade ohne Studie gesehen gehabt, die wenigsten haben Probleme damit, dass zum Beispiel das aufgenommen werden würde. Ja, das haben ganz, ganz wenige Probleme damit. Aber man macht sich über ganz andere Dinge Sorgen, wie bin ich zu schlecht vorbereitet, funktioniert meine Technik gut genug, wie sieht es hinten aus, schreit das Kind gleich. Ne? Also ich habe auch beim Streamen relativ lange gebraucht, bis ich gesagt habe, Gott, wenn das Kind schreit, schreit es halt. Ne? Ja, das ist halt, natürlich. So. Ja, das ist, als die Kids uns das erste Mal einen Stream gekapert haben, habe ich gesagt, jetzt ist auch egal, ne? Jetzt waren sie im Bild. trotzdem ist es eine Entscheidung, die du da halt treffen musst. Und also ich glaube, es ist sehr facettenreich, die ganze Thematik. Und ich glaube, man kann nicht alles umstellen. Und es gibt ja zig Berufe, die kannst du nicht einfach digital machen. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, auch beim Lernen ist es so, also jeder studiert anders, ne? Und manche studieren tatsächlich oder lernen ganz gut, wenn sie sich an einem Buch in die Bibliothek ransetzen oder sich so Sachen mal durchgucken. Und ich laufe auch mal gerne durch eine Bibliothek durch und schaue mir die Bücher an oder durch einen Bücherladen, ne? Was es da so alles gibt. Also halt nicht nur auf Amazon und Co. Mal durch die Seiten blättern. Und also ganz viele Aspekte, glaube ich, die da reinspielen. Und ich glaube, das kriegen wir im nächsten Semester gar nicht so gelöst an der Ecke. Es entwickelt sich halt so ein bisschen selber, finde ich gerade. Also die Tatsache wirklich, dass diese Zeit vergeht und eigentlich jeder redet bei uns auch noch von, das wird dann wieder normal. Aber irgendwie stellt sich doch nach einem Jahr so langsam aber sicher mal so eine Normalität ein. Also es ist jetzt wirklich im August, ja, und ich war eigentlich den größten Teil dieses Jahres nicht im Büro. Und das ist jetzt für mich die Normalität. Ja, bei uns auch, ne? Also du gehst bei bestimmten, sag ich mal, wenn du ins Büro musst, fährst du ins Büro, musst du jetzt sicherstellen, dass ein eigener Büro ist, ein Pipapo, ne? Aber macht schon viel, viel von zu Hause. Mhm. Ja, schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt in den nächsten paar. Ja, wir sind ja dabei. Ja, genau. Wir berichten live von den Fronten. Tastaturen sind ja nicht bekannt dafür, dass sie irgendwelche, außer diese Handauflag-Tastaturen, die sind dann doch ein bisschen vielleicht eine Schleuder von Viren, aber ansonsten. Ja, ich glaube das, ja. Aber das ist doch jede Maus, das reichst du doch nicht rum, ne? Das, ja, Mäuse, ich wollte gerade sagen, teilen würde ich sie dann auch nicht, das stimmt. Ja, das stimmt allerdings. Ja, das ist ja auch so eine Sache, ne? Das macht man bei Mäusen doch wohl eher, ne? Aber da ist die Hand ja die ganze Zeit drauf. Also man klickt ja häufiger mal mit einer Maus von einem Kollegen oder so. Also, oder geht es nur mir so? Ich habe mir inzwischen angewöhnt oder irgendwann angewöhnt gehabt, wenn ich bei jemand war. Und man hat nicht gerade Pair-Programming gemacht, also wurde wirklich an einem Gerät arbeitest. Wenn ich jemand reinfasse, habe ich immer gefragt, darf ich, ne? Darf ich, ach so, darf ich ja, Maus klar, nehmen? Denn, darf ich da mal tippen? Ne? Also das ist so. Du glaubst aber gar nicht, wie viele das nicht machen.
Ne, die einfach hingehen und die auf die Tastatur tippen oder die Maus wegnehmen. Also schrecklich, finde ich. Da hat es übrigens geholfen, dass meine Tasten keine Aufdrücke haben. Die meisten können nämlich tatsächlich nicht blind tippen. Und dann wissen die gar nicht, welche Tasten sie da drücken. Und dann lassen sie die Finger gleich von. Ja, aber hast du auf F und J nicht die Nöppel da? Nee. Hat doch deine Tastatur? Nee, nicht? Ah, okay. Nee, die sind komplett glatt bei mir. Ah ja, okay. Dann müsste ich auch suchen, ne? Aber das ist so, wo ich immer erst danach gehe, wo ist F und J. Ja, die ist groß genug. Also die ist so groß, dass ich da einfach, da liegst du automatisch in der Mitte. Und dann lässt es dann auch. Genau, aber Mäuse, das ist vielleicht was für eine andere Folge, weil Mäuse, da gibt es ja dann auch nochmal eine ordentliche rein Nerd-Kapazität. Weil ich habe jetzt hier absolut, eine, die ist laut, aber ich habe extra welche gekauft, die lautlos sind. Weiß nicht, habt ihr auch so Probleme mit lauten Klicks bei Mäusen? Ich habe keine Maus, sagen wir es so. Oh, Touchpad? Oh, Touchpad? Wenn überhaupt, dann halt am Laptop das Touchpad. Aber wie gesagt, mit dem X-Monat geht das alles wunderbar über die Tastatur. Ja, stimmt. Okay, kannst du sogar dein Cursor im Prinzip von der Maus über die Tastatur steuern. Du verzichtest komplett auf... Okay, das ist krass. Ja. Geht gut. Also man arbeitet deutlich schneller als mit einem Trackpad oder mit einer Maus. Wenn man sich dran gewöhnt hat, natürlich. Ja, Trackpad aber sowieso. Ich bin gar kein Trackpad-Freund. Ich finde Trackpads furchtbar. Du sagst aber, also über Mäuse sprechen wir, da können wir auch mal drüber sprechen, wo die eigentlich herkommen. Ich glaube, viele haben das erste Bild von der ersten Maus auch noch gar nicht gesehen, wie die funktioniert. Ich glaube, da können wir auch mal einen kompletten Nachmittag mal drüber philosophieren. Ja, vor allem müssen wir dann, glaube ich, auch mal psychologisch erkunden, warum ich denn eigentlich auf lautlos klickende Mäuse ich gut finde, aber dafür Tastaturen nicht laut genug sein können. Da gibt es doch bestimmt, wenn in dem Hörerkreis irgendwelche Psychologen sind, die können dann auch genau bestimmt erklären, irgendwie Traum deuten oder sowas, warum das bei mir so ist. Erklären können, ja. Aber ich tatsächlich für Meetings habe ich das, mir wirklich so eine lautlose Maus gekauft, damit ich im Meeting, wenn ich rumklicke, Fenster wechseln oder so. Wobei Fenster wechseln, ne? Hat es von euch einer so eingestellt, dass Fensterwechsel ohne, also nur mit Maus zeigen und nicht mit Klicken funktioniert? Das hatte ich früher mal. Da gab es früher für Windows, ich weiß gar nicht, welche Version das war, da gab es ein Tool, das das gemacht hat, dass du so drüber bist, verwende ich eigentlich gar nicht mehr großartig. Ja, die alten Unix-Kisten hatten das früher so Standard. Zeigen und dann kommt es hoch ins Fenster oder du wählst quasi den Fokus des Fensters aus, indem du nur drauf zeigst. Aber da habe ich meine Passwörter immer in die falschen Fenster eingegeben, deswegen habe ich das dann wieder ausgeschaltet. Oh Mann. Ja, kommt man schnell durcheinander wahrscheinlich. Was ich noch gesehen habe, wenn ihr es von Mäusen habt, auch sehr amüsant finde ich leider das Bild gerade nicht dazu. Man kann ja auch Mäuse ganz normal mit Cherry-Switches betreiben zum Beispiel. Ach du großer Gott. Ich habe da einen gesehen, der hat vorne im Prinzip die Maustasten, das komplette Plastikgehäuse weggesägt und hat dann statt der üblichen kleinen Switches, die unter einer Maus drunter sind, normale Tastatur-Switches genommen und da Tasten-Keycaps drauf. Auch sehr amüsant. Oh mein Gott. Cherry Maus Switches. Das ist ein Reddit-Post, ne? Das Bild aber auch nicht. Müsste, glaube ich, sogar ein Reddit-Post sein, wenn ich mich nicht täusche. So. Ich habe das hier auf einem anderen Bildschirm, habe ich das schon offen, aber Google ist ja so toll, dass Google, je nachdem, du kannst es selber eingeben auf zwei verschiedenen Rechnern, kommt ein unterschiedliches Ergebnis. Und weil das eine hier Linux ist und das andere. Nee, es war auch ein Linux, aber es ist eine andere IP-Adresse, hat er da irgendwie umgebastelt. Ach du Gott. Ja, das ist die 3D-Druckvariante oder mit CAD auf jeden Fall gezeichnet. Nicht schlecht. Das, was ich meine, war dann eher so ein bisschen die Frankenstein-Alternative, wirklich brachial weggesägt und Schalter drauf gelötet. Aber ja, ist auch nett. Brachial weggesägt. Okay, diese Mechanical Keyboards, da gehe ich jetzt gleich auch mal abtauchen. dieses Reddit. Andreas, benutzt du Reddit? Ganz, ganz schlimm. Ich kann es nicht empfehlen. Guck's dir nicht an, du bleibst da drinnen hängen. Ja, auf jeden Fall. Andreas, Reddit, kennst du? Ja, natürlich. Wir haben doch auch ein Reddit für den Hack the Planet Podcast. Ach so? Also, ja, wenn du auf unserer Webseite unter Community klickst, da gibt es ein Reddit, also alle, die zuhören und was schreiben wollen. Das haben wir. Tatsächlich, also ich habe ein paar Sachen, also wo ich bei Twitch hinterher bin ein bisschen und bei ein paar Games, wo ich auch immer wieder von Reddit dann eine Notification bekomme. Gehst mal hoch, machst du Community und da haben wir Discord, ein Reddit,
einen Twitch-Kanal, den ich nochmal einstellen muss und auch noch ein GitHub-Repo, das aber, glaube ich, nicht im Arctic World. Ah, guck an. Ist. Genau. Da ist ja, da geht ja der Bär ab hier. Ah, da geht der Bär ab, genau. Genau, da müssen wir auch mal ein bisschen was reinpflegen hier in den Reddit. Ja. Gut. So, also ich schiele jetzt gerade hier und meine Frau schickt mir tatsächlich jetzt Fotos von Sachen, die sie in der Zeit, während wir geredet haben, gebastelt haben. Das würde euch. Ich kenne diese Fotos. Ja. Nee, ich glaube nicht, dass du die kennst. Ich kann's. Also, nein, ich kenne solche Fotos. Achso, du kennst solche Fotos. Wo ich immer denke, mein Gott, was haben wir in der Zeit gemacht, wo die diese Kunstwerke oder Dinge gemacht hat? Ja, in der Tat. Meine Frau hat jetzt in der Zeit ja auch zwei Kinder großgezogen, während wir hier reden. Ja, also war sehr informativ. Also ich habe, das Problem ist tatsächlich, ich habe jetzt noch mal mehr über mechanische Tastaturen kennengelernt, als mir lieb ist. Das heißt, ich werde mich da auch noch ein bisschen mehr rein nörden. Ich glaube, ich werde mir noch mal dieses, GMK ein bisschen genauer anschauen. Als Alternative zu meinem. Die Firma, genau. Die Firma, genau, weil da gibt es eben andere Boards. Genau, die QMK, genau. Oder QMK war das, genau. Da gibt es andere Boards. Vielleicht auch noch mal selber eine zusammenstecken. Also das wird tatsächlich beeinflussen, welche Tastatur ich mir kaufe, wenn ich jetzt noch eine kaufe. Das ist nicht das gut, so viel darüber gelernt zu haben heute. Doch, das ist super. Ja. Wie gesagt, also man kann sich wirklich drin verlieren. Es ist ein unendlich tiefer Kaninchenbauch. Ja. Wie so viele Themen, ne? Erst die Tastatur, das Arcade hat zum Glück noch ein bisschen Zeit, bis die Kinder größer sind. Ja. Und ja, Andreas. Also, ich habe es befürchtet, genau. Kleine Kunstwerke in der Zeit. Mit Licht im Haus. mit Licht, oh Mann. Ich geh auf Stock. Oh, schick. Aus Holz und Zeug gebastelt. Das gibt's in Japan. Gibt es so Sets zu kaufen. Und es gibt so auch YouTube-Kanäle, die nur so Zeug bauen. Und sie baut, Wahnsinn. Hat irgendwie schon 10 oder so oder mehr von den Dingern gebaut. Das muss wohl sehr entspannend sein. Also faszinierend auch. Also super schön, was sie da fabriziert. Ja. Und das hat sie jetzt geschickt. Und ich glaube, das ist das Signal, das geheime Bat-Signal. Das macht 3 Stunden, 18 Minuten Aufzeichnung. Wir auch themenmäßig soweit am Ende sind. Ich glaube tatsächlich, wir haben viel gelernt über die Tastaturen. Würde sagen, Mäuse sind eines der nächsten Themen. Genau, kommt definitiv auf unser Themenbacklog. Ja, und das Themenbacklog, ich habe ja ein paar Sachen kopiert, die sind wir dann beim nächsten Mal noch mit dabei. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir weiterhin Gäste haben. Auch Philipp, wenn du nochmal Lust hast, dabei zu sein, weil es tatsächlich inhaltlich natürlich rein nerden, da kann man nicht genug haben. Und deine Adresse nerdbude.com, warum eigentlich .com? Aber okay, kannst du ja. Oh, weil die .de vergeben ist. Ah. Aber ich weiß gar nicht, ganz pragmatisch. Blöd vergeben, ne? Oh Gott, die ist nur reserviert, oder? Die ist nur reserviert. Da wird einfach einer Geld für. Ja. Oh, das ist ja dumm. Na, das ist mir dann doch nicht wert. Also nach der nächsten Tastatur bist du auf jeden Fall wieder dabei. Da möchten wir dann gerne hören, wie es denn weitergegangen ist. Hat uns sehr gefreut, dass du heute da warst. Es hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gern. Und das, was technisch auch hinbekommen haben, ne, diesmal. Ja. Hat wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass das Studio-Link, ich muss da mal Geld hinschicken. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Und auch die Aufzeichnung. Ich bin eh überrascht, dass mein Setup mit dem ganzen Routing funktioniert, aber da will ich jetzt hier niemanden weiter mit langweilen. Würde sagen, machen wir auch mal in einem nächsten Thema. Ich weiß nicht, das interessiert wahrscheinlich keinen Menschen. Ja. Gibt es jetzt auch andere Podcasts, die das schöner machen. Wir müssen mal unser Bild in den Griff kriegen, Andreas. Ja, machen wir. Machen wir auch. Ich habe jetzt den Ton. Das ist, glaube ich, auch eine Episode wert. Ich habe den Ton jetzt mal im Griff. Da kann ich ja auch mal erzählen, was ich alles aufgefahren habe. Ja, gerne. Dass wir das im Griff haben. Und dann kriegen wir das nächste Mal, glaube ich, noch das Bild in den Griff. Gut. Moment, ich sehe jetzt hier gerade, du hast, in diesem Sinne machen wir gleich, aber Philipp, du hast
Du hast noch ein paar andere Interessen, sehe ich hier gerade. Da müssen wir dann auch nochmal extra drüber chatten. Gerne, gerne. Das ist ja geil. Okay, in diesem Sinne, Andreas. Ach so, ich habe jetzt mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.